Heute im Tech Talk erfahrt ihr, warum YouTuber mit Flugzeugen abstürzen und außerdem, warum ihr nicht alles blind in eure Cloud-Dienste reinladen solltet, was ihr fotografiert. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Kann man noch frohes neues Jahr wünschen? Ich weiß gar nicht. Ich mach's trotzdem einfach mal. Frohes neues. Und wir sind wieder da zu dritt mit dem Tech Talk. Wir haben ein paar Sachen, wo wir ein bisschen aufräumen, was so in den letzten Wochen passiert ist. Jahresrückblick kommt noch. Das ist ja bei uns ja sowieso Tradition, dass es erst im Januar ist. Und zum anderen gibt es ein paar Sachen, die ja ein bisschen aufwendiger sind, zum Beispiel auch die Playlist erstellen, die Top-Playlist. Diesmal werden es, also ich kann nur für mich sprechen, diesmal werden es einige Songs werden, das heißt, da habe ich noch einiges zu tun, das Ganze vorzubereiten. Ja, wir hatten ja noch eine Umfrage der Woche laufen und da gucke ich mal kurz rein. Da ging es ja einmal um das Urteil vom Drachenlord. Und wir haben gefragt, ob ihr die Haftstrafe, die ja nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wurde, mittlerweile ist er ja schon wieder in Revision gegangen, oder ist es Berufung dann? Berufung. Berufung, ja. Berufung. Ja, Felix nicht da, also Berufung, wahrscheinlich richtig. Und wir haben euch gefragt, wie ihr das findet, ist es gerechtfertigt? Und das Ergebnis ist folgendermaßen ausgegangen, also 57%, also nicht mal so deutlich, sagen nein, sie finden die Haftstrafe nicht gerechtfertigt und 43% sagen, jo, das ist genau richtig. Wenn man sich anguckt, bei Punkt 2 habt ihr schon IPv6 im Einsatz, da haben wir ziemliche Schelle bekommen von jemandem, der sag ich mal, so ein IPv6 Ultra ist. Und wir haben euch gefragt, habt ihr denn IPv6 im Einsatz? Und 75% haben das schon im Einsatz. Aber da ist halt die Frage, was ist im Einsatz? Ne? Das kann sein, dass ich einfach nur eine Fritzbox habe wie Tobi und dahinter direkt den Rechner. Naja, dann habe ich IPv6 auch im Einsatz. Aber habe ich das auch irgendwie im privaten Netz richtig konfiguriert? Das ist halt dann die große Frage. Und das konnte man hier nicht sehen. Bei der Abstimmung mit den Parteien ist es auch sehr interessant. Also wir haben jetzt hier ein Ergebnis, was sehr, sehr gespalten ist. Also wir haben hier zum Beispiel drei Stimmen für die Grünen. Wir haben zwei Stimmen für die FDP. Wir haben einmal CDU und einmal Linke und einmal Sonstiges. Wird interessant, ist natürlich auch dieses Mal wieder dabei. Wir wollen das ja über ein Jahr durchziehen. Also auch heute dürft ihr wieder abstimmen. Wenn heute Bundestagswahl wäre, was würdet ihr für eine Partei wählen? Also Umfrage der Woche.kursofu.com. Da könnt ihr wieder voten. Einmal bitte macht mal eine Folge zum Thema Heimnetzwerk mit Infos zu WLAN, Routern, Mesh, Switch etc. Danke, macht so weiter. Ja, kann ich, glaube ich, mit einem klaren Ja beantworten. So wirklich habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber nachdem dieser Kommentar oder diese Anfrage kam, habe ich mich da mal so ein bisschen reingedacht in das Thema und habe gemerkt, so einfach ist es ja gar nicht. Ich meine, wir, David und ich, wir haben hier so ein krankes Setup am Start. Für uns ist das selbstverständlich, aber natürlich, wenn ich jetzt nicht so viel mit der Technik zu tun habe, dann ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man hier mit VLANs arbeitet, mit Firewall, mit Mesh-System, also WLAN ist ja allein so eine Glaubensfrage, was man da macht, da kann man ja tonnenweise, kann man da ja Geld reinkippen in das ganze Thema, also da wird es auf jeden Fall eine Folge geben. Wir haben schon in der Pre-Show gewitzelt, dass Tobi ja relativ schnell fertig ist, weil ja, Fritzbox und PC dahinter, aber ja, also David und ich, wir hätten da, glaube ich, einiges zu erzählen, was wir so machen und wie wir uns das vorstellen. Und bei uns funktioniert es ja auch relativ gut im Moment, muss man sagen. Aber der Weg ist manchmal schmerzvoll. Also am internen Netz liegt es bei mir immer nie. Es liegt immer irgendwie nur am Router nach draußen, am Peering. Ja,
Ja, gut, oder halt, wenn man dann mal so einen HP-Switch auf einen Cisco migriert. Ne? Also genau. Deine Migrationsarbeit da mit dem 48-Port-Switch, das war ja auch schon. Das war ja, also, ja. Nee, also wir machen da, long story short, wir machen da auf jeden Fall was zu, weil das gibt auf jeden Fall viel Möglichkeiten und das ist ja, wie soll ich sagen, also ein sicheres Netzwerk zu haben, ist bei vielen Computerzeitschriften, und da muss ich leider sagen, nehme ich auch so Qualitätszeitschriften wie Heise, CT-Magazin nicht aus. Ich kann meine Fritzbox gut konfigurieren, aber ist einfach nicht so. Ne? Also wenn du richtige Sicherheit haben willst, dann ist eigentlich schon sowas wie VLANs Pflicht, dann ist sowas wie eine ordentliche Firewall, also nicht nur einfach hier ein paar Ports, das ist dann schon eine andere Nummer. Aber ja, ich will jetzt dem ganzen Thema nicht vorne weggreifen, deswegen wir machen da eine Folge und machen da Standalone was. Gut, dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Zuschauerfrage. Sagen, wir haben noch eine Frage, es waren dieses Mal nur zwei. Genau. Und die wäre, welche Zeitschriften habt ihr im Abo und lest ihr? Ja. Beziehungsweise und oder würde ich jetzt hier einfach mal genau. Rein. Fang du doch mal an, Tobi, sonst. Da fange ich mal an. Also im Abo habe ich momentan keine selbst. Ich lese ein bisschen parasitär die CT und TX, glaube ich, ist es. TX und, und CT, die bei uns im Büro, also vom Büro abonniert ist. Haben wir durch einen Arbeitgeber, dass wir praktisch immer unsere, wie gesagt, die CT ist, glaube ich, die von Heise, ne? Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch TX oder wie das Ding heißt, oder X. IX. IX, also, wie gesagt, die lese ich ab und zu mal, wenn wir es mal auf der Arbeit, mal die anderen Kollegen mit fertig sind. Aber selbst abonniert habe ich momentan nichts. Also ich habe die CT auch hier abonniert und die T3N und was habe ich noch? Dann kriege ich noch so ein paar Vereinszeitschriften, wo ich halt... Ach ja, und das teuerste Abo ist das IHK-Zeitschriften-Abo. Die habe ich aber nicht freiwillig abonniert, aber da habe ich ja schon mal drüber gelästert, dass man als Unternehmen die IHK-Zeitschrift mit abonniert hat, die im Jahr... fast 500 Euro kostet. Aber ja, genau. Das sind die Zeitschriften. Nee, ich habe da noch zum Beispiel, ich bin ja da in diesen, wie heißen die, Deutschen Modellflugverband mit drin. Die haben ja auch eine Vereinszeitschrift, weil ich da meine Drohnenversicherung über die laufen habe. Also ich bin jetzt kein krasser Modellflieger oder so. Aber ich habe da einfach eine Mitgliedschaft und die haben so eine Drohnenversicherung und warum nicht über so einen Verein machen, den damit auch noch unterstützen kann, dann ist es eine feine Sache. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ja, und dann kriegst du halt jede Menge, also ich krieg jede Menge Zeitschriften, die an die Firmenadresse von Kurs of You, die ich gar nicht abonniert habe, wo ich auch nichts dafür bezahlen muss. Also da kommt regelmäßig irgendwie so IT-Zeug rein. Die Funkschau kriegen wir auch als Kurs of You mittlerweile, habe ich nie abonniert. Also ich warte nur drauf, bis irgendwann mal so eine Rechnung kommt oder so. Also das wäre echt der Hammer. Dann erzähle ich denen aber, was Sache ist. Also die können ja nicht einfach hier Zeitschriften reinschicken und dann, ja, jetzt müsst ihr aber bezahlen. Genau, das war's eigentlich. David? Ich habe aktiv selber nichts abonniert. Bei mir ist wie beim Tobi, dass wir über den Arbeitgeber halt da die Möglichkeit haben, auf das Zeug zuzugreifen. Wobei wir das inzwischen so haben, dass es, glaube ich, das meiste bei uns digital ist, weil... Früher war das so, dass jede Abteilung zum Teil so eine Zeitschrift, also Abo hatte und dann haben dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Abteilungen die gleiche Zeitschrift irgendwie sich geordert. Ist ja auch Quatsch. Ja, ja, das Einzige, was tatsächlich bei mir inzwischen auch so eintrudelt, also zum Glück IHK-Mitgliedszeitschrift bekomme ich nicht, weil da komme ich mit der Kleingewerberegelung ja noch gut drum herum. Aber ich bekomme tatsächlich, seitdem ich ein Gewerbe habe, auch ganz, ganz viel Zeug. Das ist sehr schlimm. Selbst wenn du es abbestellst, kommt es teilweise trotzdem weiter. Und in letzter Zeit auch sehr viel von so diesen ganzen Branchenbucheinträgen, die dir dann kostenpflichtig irgendeinen Murks verkaufen wollen. Aber ja. Ansonsten habe ich dahingehend eigentlich keine Zeitschriften abonniert. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch in unser erstes Thema. YouTube hat ja den Like-Button rausgenommen. Und da ist halt die Frage, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Argumentation war ja so, ja, wegen Hass und Hetze und Mobbing und Mobbing, so. Genau. Und da ist halt dann die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze? Und dann muss man auch wieder sagen, ja, wie viele Leute haben denn ernsthaft neutral gewotet, wenn, das ist jetzt ein Pro-Argument, wenn du siehst, wie viele Leute disliked haben. Mhm. Ist halt auch die Frage, lasse ich mich leichter zu einem Dislike verleiten, wenn vielleicht schon 2000 Leute gedisliked haben und ich das sehe, oder dislike ich das überhaupt? Und dann gibt es natürlich noch die andere Fraktion, das bin ich wahrscheinlich hauptsächlich, also ich, wenn mir ein Video nicht gefällt, dann dislike ich das meistens auch nicht, sondern ich gehe einfach weiter, so. Und ich like eigentlich nur, wenn mir was gefällt, und alles andere fällt einfach unter den Tisch. Na, aber das, ich bin mal gespannt, was ihr da für eine Meinung dazu habt. Also David, wie siehst du das denn mit dem Dislike-Button? Brauchst du den? Benutzt du den? Also prinzipiell erstmal, ich verstehe die Intention dahinter, woher das Ganze kommt. Muss aber sagen, mir geht's da wie dir. Also ich glaube, dass ich mal ein Video dislike, außer vielleicht das, was wir auch später noch im Thema haben, ist wirklich mal wirklich eine Seltenheit. Meistens ist es so, okay, das Talk bin ich, dann gehe ich weiter. Wenn jetzt nicht, sage ich mal, der Inhalt vielleicht sogar problematisch ist, aber dann würde ich sagen, okay, dann melde ich das Video eher, als dass ich es dislike. Und vor allem, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, weil, also zum einen, ja, man hat natürlich irgendwie erstmal einen Blick drauf, okay, das Video hat, sei es nicht, x-tausend Likes, x-tausend Dislikes, aber wenn man es ja auch sieht, ich merke das ganz extrem, ich verfolge ja JP Performance eigentlich jeden Tag, und das Video kommt um 11.30 Uhr jeden Tag und hat halt irgendwie 5 Minuten später schon tausende Dislikes, weil das einfach nur irgendwelche Leute sind, die halt irgendwie seinen Content nicht feiern und halt gleich disliken. Das ist ja dann trotzdem keine Aussage darüber, ist das wirklich qualitativ hochwertiger Inhalt oder nicht. Aber ich sag mal, zum anderen, es war also durchaus, ich sag mal, so ein gewisser Anhaltspunkt. Also klar, man hat tendenziell schon bei Sachen drauf achten können. Ich meine, ich erinnere mich da auch an ein Musikvideo einer deutschen Influencerin, das vielleicht sogar zu Recht sehr, sehr viele Dislikes hatte vor ein paar Jahren. Nee, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich, wie gesagt, ich verstehe den Punkt. Ich heule ihm jetzt nicht nach, aber irgendwie fände ich, das ist halt irgendwie auf, gut, Facebook hatte schon immer das Konzept, es gab halt nur einen Like-Button. Dann haben sie diese komischen Reaktionen eingeführt. Aber keine Ahnung. Ich sage jetzt nicht, brauche ich unbedingt, aber ich sage auch nicht, ja, ist cool, dass weg ist. Ja. Ja, ich, ja, Tobi? Dann, nee, ich erzähle mal, mach so eh noch meine Meinung dazu. Ja, ich bin auch so ein bisschen bei euch. Die Intention dahinter ist, denke ich mal, in erster Linie mal eine gute. Also, allerdings, die Frage ist halt, wie sinnvoll es ist. Also, ich bin jetzt niemand, der sagt, wenn mir der Inhalt vom Video nicht gefällt, dass ich da ein Dislike gebe. Größtenteils, wenn ich mal auf YouTube was dislike, ist halt entweder die Machart wirklich Grütze oder halt es ist halt einfach absoluter Mist. Also jetzt zum Beispiel wie etwaige Musikvideos oder wie du da gemeint hattest. Wenn es halt dann wirklich problematisches Video ist, dann gebe ich da auch kein Dislike drauf, sondern sag, ey Leute, bitte mal eine Content-Analyse machen, ob sowas wirklich da auf der Plattform was zu suchen hat. Ja, aber muss man auch mal schauen, wie sich's, was sich dabei schlussendlich rausstellt. Ja, ist eine Neuerung, dass es praktisch nur noch Likes gibt, finde ich eher schlecht, weil sonst hast du dieses Facebook-mäßige, dass du praktisch halt nur noch siehst, ja, okay, so und so viele Leute haben es toll gefunden oder fanden es gut, und andere, die es halt Grütze fanden, wird nicht gesehen oder gibt keine Stimme dazu. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch irgendwie mit dem YouTube-Algorithmus hinten dran, dass der sich wohl auch ein bisschen an dem ganzen Zeug orientiert. Also von daher, ja, muss man schauen, denke ich, was bei rauskommt. Ja, also dieser YouTube-Algorithmus, der ist sowieso schwierig, ne? Also da passieren sowieso recht komische Dinge, und du kannst ja auch viel mit dem Algorithmus, oder dass du den Algorithmus halt, ich sag mal, stimulierst über Like und Dislike, kannst halt auch viel machen, ne? Also für viele YouTuber ist das natürlich auch so ein Hebel, um ihre Videos zu pushen, ne? Indem da einfach Interaktion auf dieses Video geworfen wird, ob das jetzt Likes sind oder Kommentare sind, das ist ja völlig egal. Und das ist halt auch schwierig. Wo es mir halt immer sehr auffällt,
bei so Nachrichtensendern. Da ist es halt echt krass, ob das jetzt einmal die privaten sind, also NTV oder N24 beziehungsweise Welt, oder ob es jetzt eine Tagesschau ist oder so. Du siehst halt schon oder hast gesehen, zum Beispiel bei so Themen, die AfD-kritisch waren oder die sich mit Impfgegnern beschäftigt haben, dass da relativ schnell so eine gewisse Dynamik entstanden ist, dass das Video halt einfach schlecht bewertet wurde, obwohl das Video an sich journalistisch ja gut gemacht wurde. Oder dass Leute halt, was weiß ich, da wurde jemand umgebracht und dann verstehen Leute den Dislike-Button so, ja, ich finde den Mord schlecht, also mache ich einen Dislike. Mhm. Was ja auch widersprüchlich ist zu dem eigentlichen Prinzip des Videos, ne, weil der Beitrag kann ja trotzdem gut produziert sein, aber jemand findet diese Message oder diese Nachricht einfach schlecht und dann sagt er, ja, dann mache ich jetzt einen Dislike auf dieses komplette Nachrichtenvideo, was ja auch falsch ist. Also diese Geschichte, die ist so ein bisschen schwierig in meinen Augen. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Und klar, jetzt ist es so wie auf Facebook, dass du halt siehst, okay, so und so viele Likes. Du siehst natürlich nicht, wer geliked hat. Ist eine schwierige Geschichte. Aber ja, vielleicht muss man wirklich diesen Weg gehen, weil es gibt ja in anderen Social Media, es gibt ja auch nur Likes. Ne? Also bei Twitter ist es ja auch nur dieses Herzchen oder bei Instagram ist ja genau das Gleiche. Also im Prinzip, vielleicht ist es sogar besser, wenn man das nicht so zur Schau stellt und vielleicht auch nur für den Creator an sich, weil ich meine, für den wäre es halt wirklich scheiße, wenn das wegfallen würde, weil es ist ja doch so ein gewisser Indikator, wie ist das Video angekommen und so weiter. Also das ist, finde ich, schon wichtig. Was auch krass war, das hat zwar jetzt nicht direkt mit dem was zu tun, SternTV in der letzten Ausgabe war das, glaube ich, die hatten eine Online-Umfrage zur Impfpflicht gemacht und das ist halt eine schlechte Idee, so sollte man es nicht machen, weil, was ist passiert, dieser Link zur Umfrage, der war 3 Minuten online, da war er schon in irgendeiner Querdenker-Telegram-Gruppe und natürlich ist das Ergebnis dann völlig anders ausgegangen, als sie es gedacht haben. Und auch nicht repräsentativ für den Zuschauer, weil natürlich Leute abgestimmt haben, die im Leben wahrscheinlich nie SternTV geguckt haben oder gucken würden. Die Idee war gut, aber die Umsetzung halt nicht so, weil... Beziehungsweise bei solchen Aktionen hast du ja dann meistens auch noch irgendwelche Dritt- und Viert-Accounts, die dann... Oder du brauchst es nicht mal und du kannst mehrfach abstimmen. Das ist ja auch so eine Sache, dass die dann keine Ahnung haben, irgendein Umfragetool und dann kannst du da 20 Mal abstimmen, dann hast du eh schon verloren. Genau, also diese Umfrage von SternTV, die war eher so ein bisschen schwierig von der Umsetzung her, hätte ich es wohl anders gemacht. Ja, dementsprechend haben die dann auch in der Live-Sendung, das ist ja live, haben sie auch gemerkt, hoppla, uns entgleitet diese Umfrage gerade. Und dann wurde halt auch gezeigt, ja, das ist aktuell gerade in der Telegram-Gruppe XY und auf Twitter wurde aufgerufen bei impfkritischen Kreisen, dass die Leute da mal abstimmen sollen. Also da war nichts mit, repräsentativ für den Zuschauer. Ich meine, deutschlandweit wäre das sowieso nicht repräsentativ gewesen bei der Menge an Zuschauern von StandTV, aber trotzdem. Also ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also solche Umfragen kann man da leicht fälschen, wobei halt YouTube ja trotzdem schwieriger ist, weil du musst ja einen Account haben und YouTube-Accounts erstellen ist mittlerweile auch nicht mehr so einfach, weil das halt mit SMS-Verifizierung und Google-Konto und hängt das ganze Ding jetzt mittlerweile eh im Google-Konto mit drin? Ja, genau. Also so einfach ist es halt auch wiederum nicht. Und ich behaupte mal, wenn es jetzt wirklich um das Thema Mobbing geht, naja... Funktioniert, glaube ich, sowas über die Kommentare eh besser als über Dislikes. Genau. Ja, es ist aber schwierig, da haben viele Leute viele haben halt da komplett unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten, was Mobbing ist und wo Mobbing anfängt. Ich habe jetzt neulich einen Beitrag gelesen, da ging es darum, dass halt immer mehr Leute aufgrund von Instagram in eine Essstörung kommen. Ne? Und da gibt es halt die Leute, die sagen, ist okay, da sind sehr viele hübsche Leute, die auch vielleicht nicht in Wirklichkeit so aussehen, aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen, sondern gibt es halt Leute, bei denen schlägt es halt ein wie eine Bombe. Und da war eine im Interview, die hat halt gemeint, okay, ich habe halt dann wirklich, bin in eine Bulimie rein und was weiß ich alles, habe so und so viel abgenommen. Also die hatte dann auch Probleme mit dem Herzen, weil sie so dünn war. Und
das ist halt ein Problem, das würde mir nie passieren, aber ich sag mal so, das passiert halt Leuten. Und da muss man halt dann auch sagen, okay, der Blick über den Tellerrand hinaus ist vielleicht auch was, was ich den Leuten mitgeben möchte, wenn sie mit meiner liberalen Einstellung oftmals nicht klarkommen. Nehmt es mal auch so für euch mit. Man sollte vielleicht auch mal andere Meinungen sich anhören. Ich habe auch Leute von den Grünen, denen ich folge, auch wenn ich mit der Partei nicht so viel am Hut habe. Aber gut, jetzt mit der Koalition ja, aber davor nicht. Und ich folge denen trotzdem, einfach um so einen Blick, ich folge auch Karl Lauterbach zum Beispiel, um so einen Blick aus der eigenen Bubble einfach mal zu bekommen. Und das ist da halt auch genauso. Da muss man halt sagen, okay, es gibt Leute, die scheinbar da echt psychische Probleme davon tragen. Ja, auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, wenn ich YouTuber bin, also man muss ja auch mal sehen, Mobbing an den YouTuber jetzt oder auch Mobbing in den Kommentaren. Also ich kann ja auch Zuschauer von jemandem sein und von der Fanbase gemobbt werden. Ne, schreib mal irgendwo bei einem tollen YouTuber, bei einem großen YouTuber rein, dass der scheiße ist in die Kommentare. Mhm. Da wirst du aber was erleben, oder? Ja, am besten vielleicht noch beim YouTuber mit relativ etwas jüngerer Zielgruppe, die dann noch ein bisschen emotionaler geladen sind, als wenn du es jetzt bei vielleicht älteren Klientel machst. Genau, oder also ich meine, es gibt ja auch Nachrichtensender, Welt habe ich ja schon erwähnt, die sind ja jetzt auch nicht so beliebt bei den meisten, seitdem die jetzt zur Springerpresse gehören, aber bei denen sind die Kommentare ja deaktiviert und ich glaube, das ist manchmal, ich habe ein Riesenproblem damit, wenn Sachen zensiert werden oder ja, kontrolliert werden, Meinungen kontrolliert werden, aber ich glaube, manchmal ist es vielleicht sogar besser, bei wenn man sich das Dislike-Verhältnis von manchen Videos anguckt zu manchen Themen, also möchte ich nicht wissen, was in den Kommentaren dann stehen würde. Auf der anderen Seite, die Bild-Zeitung an sich, also Bild lässt es natürlich laufen, weil das ist natürlich ja gut, Interaktion und Interaktion sorgt dafür, dass die Videos besser gerankt werden und genau das will ja Bild auch erreichen, ne? Ja, schwierig. Ich glaube, wir kommen da zu keinem endgültigen Thema. Ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt kein so großer Verlust ist. Und was ich vielleicht dazu noch sagen kann, ist, ich habe von manchem YouTuber jetzt in meinem Video schon gehört, dass dann Leute gemeint hätten, ja, es wird halt auch nicht mehr geliked. Also wenn es keine so auf die Art, dass da die Interaktion in der Richtung runtergeht. Aber das ist dann auch wieder nur Hörensagen, die... Mhm. Also ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Ich kann mir es aber auch vorstellen, dass es eben nicht so ist. Hm. Ja, das kann echt gut sein, ja. Dass es hemmt einfach, weil man sagt, okay, man weiß ja jetzt nicht zum Beispiel, wie viele Leute haben insgesamt abgestimmt. Vor allem, wenn ich ein krasses Like-Dislike-Verhältnis habe, was weiß ich, es haben 200 Leute geliked und 50.000 disliked, dann motiviert es vielleicht doch eher jemanden, der dem Kanal gut gesinnt ist, dann positive Stimme abzugeben, weil er sagt, ich muss gegen die Masse der anderen anvoten, wie wenn ich dann einfach gar nichts sehe und dann sage ich, ja, warum soll ich da überhaupt noch liken? Oder auch, halt mir eben gefällt. Vielleicht auch bei wie du es vorhin zum Beispiel mit Impfpflicht angesprochen hattest, bei gewissen kritischen Themen, die bei denen ganz gern mal Mehrheiten durch technische Mittel erzwungen werden, sage ich jetzt mal so, dass man da dann vielleicht mal das Ganze ausbalanciert. Ich weiß es nicht, das war doch auch bei dem einen Kindervideo von hier LGBTQ-Plus-Leuten, wo es auch so einen krassen Dislike-Like-Verhältnis mal gab vor ein paar Jahren oder letztes Jahr irgendwann. Oh. Also, weiß gesagt, ist, ist mir im Internet mal aufgefallen. Okay. Das halt bei sowas sehe ich halt vielleicht im Nachhinein auch kritisch, weil das ja natürlich dann, wenn man die Dislikes nicht sieht, weiter nach unten rutscht, weil es halt eben genug Vollidioten gibt, die ihre Freizeit mit zweite Accounts und dritte Accounts und Bots dazu verwenden, so Zeug runter zu stufen. Hm. Ja. Ja, gut. Muss man, denke ich, sehen. Schwierig. Ja, also ich... Dürfen? Ja, ja. Achso, ich wollte sagen, was mir abschließend dazu noch einfällt, warum ich das Thema auch ursprünglich mal reingebracht hatte. Wenn euch der Dislike-Button abgeht, gibt es die Möglichkeit, den sich wieder herzuholen. Da gibt es eine Plugin-Erweiterung für einen Browser. Ich denke, da können wir einfach das Video von den Kollegen von Linus Tech Tips einfach mal drunter verlinken. Ja. Da ist das nämlich mit drin.
Genau, das ist aber eine Geschichte, die wird ja dann auch berechnet. Also das ist ja nichts, was jetzt genau von den Google-Servern kommt, was man auslesen kann, sondern das wird berechnet. Und Problem ist halt daran, wenn der Kanal relativ klein ist, dann kann die KI da auch wenig berechnen. Ja. Ja, muss aber man es einfach, ist eine, also eine Möglichkeit, wenn es sich interessiert, schaut da mal rein. Wir verlinken natürlich in den genau Shownotes das Ganze. Giga hat es auch getestet, habe ich gesehen. Die haben das gleiche mal bei ihrem Kanal ausprobiert. Es war erstaunlich gut. Aber die haben natürlich auch jetzt keinen so kleinen Kanal, dass man sagt, unter 10.000 Abonnenten wird sich das wahrscheinlich kaum lohnen, da mal diese KI drüber laufen zu lassen. Aber ja, durchaus interessant. Ja, gut. Wir fragen euch das Ganze auch mal in der Umfrage der Woche, würde ich sagen. Genau. Votet einfach mal, stimmt einfach mal ab. Bei uns geht es ja noch, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Ihr könnt ja auch noch kommentieren, vielleicht eure Argumente. Vielleicht haben wir was völlig übersehen, passiert ja auch. Und dann würde ich sagen, kriegen wir auch mal ein Bild, wie ihr das Ganze seht. Und ich kann nur sagen, dass unsere Podcast-Folgen, wenn man sich mal die Votes anguckt, also ich würde mal sagen, nicht mal 10% aller Zuhörer voten überhaupt, also auf YouTube jetzt. Ne? Mhm. Auf den Audio-Plattformen gibt es ja keine Möglichkeit und die meisten Hörer sind ja wirklich über Audio dabei und ja, aber auf YouTube sind es nicht mal 10%, die bei uns abstimmen. Das heißt, ihr könnt auch heute mal ein Like geben, wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Support ist kein Mord. Genau, aber 10% eben der Leute, würde ich sagen, die voten dafür nur. Und es ist erstaunlich positiv, auch bei sehr, sehr kontroversen Themen, muss ich sagen, das ist auch mal ein Lob an unsere Zuschauer, Zuhörer, dass es da trotzdem sehr, sehr gesittet zugeht und auch die Kommentare, also wann haben wir mal so richtig krasse Hating-Kommentare, sehr, sehr selten, aber da ist wahrscheinlich auch noch nicht die kritische Masse erreicht auf YouTube und wie gesagt, über den Audiokanal, da gibt es kaum Möglichkeiten, uns zu beleidigen und so weiter. Gut, also, Umfrage der Woche, genau, stimmt darüber ab. Ja, jetzt haben wir noch ein anderes YouTube-Thema, was auch nicht so der Burner war. Die Kollegen von Massengeschmack TV, die hatten auch noch so ein schönes Weihnachtsgeschenk, nämlich am ersten Feiertag ist deren YouTube-Kanal einfach gesperrt worden. Und das war auch nicht so ganz klar, warum eigentlich. Also jetzt mittlerweile geht die Vermutung raus, es gab ein Video, wo man sich kritisch zu Formaten im Kinderkanal geäußert hat und das muss wohl dazu so eine Kettenreaktion ausgelöst haben und dazu geführt haben, dass eben der Kanal stillgelegt wurde und zwar richtig stillgelegt wurde und was halt auch ein bisschen merkwürdig rüberkommt, ist so die Meldung, die YouTube dann rausschickt. Ne? Also, hallo Massengeschmack TV, also ich habe die Meldung, weil die ist im Forum veröffentlicht. Unser Team hat deine Inhalte überprüft und schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien festgestellt. Deshalb wurde dein Kanal von YouTube entfernt. Wir können verstehen, dass du deswegen jetzt enttäuscht bist. Ist halt auch geil, ne? Wenn so ein Kanal, was so die Existenz eines Unternehmens ist, einfach mal weg ist. Oh, es kann sein, dass ihr jetzt ein bisschen enttäuscht seid. Wichtig ist uns dabei vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist. Wenn wir feststellen, dass ein Kanal erheblich gegen unsere Richtlinien verstößt, entfernen wir ihn. Um die anderen Nutzer auf der Plattform zu schützen. Falls du denkst, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, kannst du dagegen Einspruch erheben. Mehr Informationen zu entsprechenden Richtlinien und Anleitungen, wie du einen Widerspruch erheben kannst, findest du weiter unten. So, also das ist schon so ein bisschen ein Hammer gewesen. Keine Begründung, also YouTube, das seht ihr mal wieder, wie es halt YouTubern geht. Also ich meine, so geht es den Großen wie den Kleinen. Das ist einfach mittlerweile eine Plattform, wo man echt mittlerweile aufpassen muss, was man sagt. Weil das Schlimme ist ja, wir reden jetzt nicht davon, dass man Leute irgendwie rassistisch beleidigt, sexistisch oder Mobbing oder whatever, sondern
da geht es schon Leuten an den Kragen, die mit journalistischem Handwerk Videos veröffentlichen und die nicht den direkten Draht zu YouTube haben. Also den Öffentlich-Rechtlichen würde ich jetzt mal so behaupten, unterstelle ich YouTube jetzt einfach mal, würde sowas nie passieren, weil die haben wahrscheinlich direkte Ansprechpartner bei Google. Aber wenn du als private Firma, als private Produktionsfirma, was ja auch Massengeschmack zum Beispiel ist, wenn du da irgendwie journalistische Inhalte veröffentlichst, die vielleicht einer gewissen Gruppe nicht passt, und das könnte ich mir bei diesem Video auch vorstellen, weil da ging es halt eben darum, dass den Kindern, also das, ich habe das Video gesehen, und da wurde halt mal gezeigt, wie man versucht hat, den Kindern schon so eine gewisse politische Richtung einzutrichtern, und das fand ich auch eher schwierig, vor allem, es war auch sehr, sehr, also sehr plump gemacht und sehr dumm einfach nur, und das hatte auch nichts mit, wir tun jetzt auf der Basis von wissenschaftlichen Fakten irgendwie versuchen, politische Aufklärung. Ja, genau. Danke. Genau. So, das war jenseits davon entfernt, das war einfach, man konnte, also wenn man jetzt wirklich böse ist, könnte man das schon fast als Propaganda definieren, aber das mache ich jetzt hiermit auch nicht. Also, liebe Anwälte von den Öffentlich-Rechtlichen, das ist alles Satire. Man könnte, wenn man böse wäre, könnte man das behaupten. Und das finde ich halt auch schade, dass sowas veröffentlicht wird. Aber das ist jetzt wieder die Debatte zu den Öffentlich-Rechtlichen. Hier geht es ja um YouTube, ne? Also, und dass YouTube da halt sofort drauf anspringt und sagt, so, wir killen jetzt den Kanal, ist halt auch schwierig. Und wie das dann halt weiterging, war halt auch lustig. Also der Kanal ist ja mittlerweile wieder da. Es gab dann irgendwie so die Ansage, es gibt eine Upload-Sperre. Diese Upload-Sperre wurde dann irgendwann so halbgar wieder aufgehoben. Man konnte dann bereits hochgeladene Videos wieder veröffentlichen, aber noch keine neuen hochladen. Man konnte aber auch nichts ändern an den Beschreibungen von den Videos und so weiter. Also man konnte keine neuen Thumbnails hochladen. Also es war wirklich total wild, wie diese Sperre dann aufgehoben wurde. Und es ist auch so ein bisschen die Vermutung, dass wohl auch durch den Wind von anderen YouTubern, von Influencern, aber auch von Zuschauern auf Twitter, auf YouTube-Support-Ebene, dass deswegen der Kanal wieder freigeschalten wurde. Ich würde mal behaupten, und das ist einfach das Traurige auch, wenn uns sowas passieren würde hier, das Ding wäre weg. Also ich glaube nicht, dass bei uns es besser laufen würde, weil wir haben keine Connections zu YouTube, und wir müssten wahrscheinlich dann ja hoffen, dass es irgendwie durch Proteste, durch Zuschauer, aber wenn du halt auch nicht die kritische Masse hast, dass da tausende Leute, ich meine, Massengeschmack ist ein Kanal, der hat glaube ich mittlerweile 200.000 Abonnenten oder so, wenn du sowas halt hast, dann hast du auch eine kritische Masse, um einfach mal Alarm zu machen. Aber wenn du jetzt nur ein paar tausend Abonnenten hast, dann kannst du es knicken, dann wird da nichts passieren. Und da ist man halt in so einer, ja, verzweifelnden Lage mittlerweile. Und das finde ich einfach bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also YouTube hat da für mich so ein bisschen eine sehr große Monopolstellung. Und ihr wisst, wie schwer ich mir tue, da irgendwie das wirtschaftliche Unternehmen reguliert werden. Aber bei YouTube ist es mittlerweile in einem Bereich, wo ich sage, das ist echt bedenklich, was die da für eine Macht haben. Aber ja. Ich muss dazu sagen, also das weil ich es gerade passend finde, also ein guter Bekannter von mir, The Franklin, auch ein großer Instagrammer und macht auch YouTube, hatte ziemlich ähnlichen Fall jetzt mit Instagram vor jetzt einer Woche oder zwei. Sein Account komplett deaktiviert, er wusste von gar nichts, keine Info dazu. Und jetzt hat er auch eine recht große Reichweite. Also ich würde den auch, ist natürlich ein ganz anderes Segment, so im Fitnessbereich und so. Aber er hat auch gesagt, das Problem ist auch bei Instagram, du hast keinen Ansprechpartner. Also es gibt irgendwie zwei Leute in Deutschland, die für Instagram irgendwie zuständig sind. Wenn du jetzt nicht gerade Millionen an Abonnenten hast, hast du da niemanden, den du kontaktieren kannst. Das ist genau das gleiche, wie du schon gesagt hast, bei YouTube. Und dann stehst du dann da, und wenn das dann eben da deine Plattform ist, und da ist Instagram halt genauso das Monopol, finde ich, wie jetzt YouTube als Alleinstellungsmerkmal ist, dann bist du da halt verloren. Er hatte dann Glück, dass sie tatsächlich so jemanden erreicht haben, und die haben dann den Account halt wieder freigeschaltet. Aber warum, wieso, weshalb, weiß er halt auch nicht. Und Das ist halt irgendwie schon bedenklich, wenn du blickst, dass solche großen Plattformen da, die können ja auf den Hahn abdrehen, als Selbstständiger bist du halt dann einfach aufgeschmissen.
Ja, also mittlerweile echt kritisch. Und wenn du 200.000 Abonnenten hast, dann ist halt nun mal YouTube auch ein gewisser Prozentsatz von deinen Einnahmen, die du natürlich vielleicht unter Umständen, ich meine, wir wissen, der Journalismus ist keine Goldgrube, die du dann da vielleicht schon eingeplant hast für irgendwas. Und wenn die dann einfach wegfallen und auch vielleicht sogar am Anfang war ja die Tendenz, dass der Kanal völlig weg ist, dann ist es schon heftig. Und dann kannst du unter Umständen schon in einen Bereich kommen, wo du halt wirklich keine Rechnungen mehr bezahlen kannst und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr kritisch und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt bei Kurs of You nicht auf YouTube-Einnahmen angewiesen sind. Aber wenn das der Fall wäre, dann ist es schon heftig. Also, und das erlebt man halt immer wieder bei anderen YouTubern auch, also die sich ja politisch engagieren, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, der Mehrheit der Leute genügen, aber auch, man muss auch ganz klar sagen, aber auch von rechter Seite zum Beispiel gibt es auch schon Versuche, Kanäle zu unterwandern und die halt wegzusperren und so weiter über Meldungen an YouTube. Also der YouTube-Support hat schon eine sehr große Macht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen wie bei Facebook. Diese Leute, diese armen Leute, die in diesen Scrubbing-Sendern sitzen, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt, wo sie halt dann diesen gemeldeten Content filtern, die müssen dann halt innerhalb von Sekunden entscheiden, wird das Ding jetzt da runtergenommen oder ist es vielleicht trotzdem noch im Rahmen des Vertretbaren? Ne? Ich meine, wenn ich ein Enthauptungsvideo habe, dann ist relativ schnell klar, okay, das muss weg. Aber wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein politisch kontroverses Video habe, wo vielleicht auch, ja, diese, Mit ja, das. berechtigter Kritik, sagen wir es mal so. Genau, diese mit berechtigter Kritik und vielleicht erst nach 20 Minuten überhaupt rauskommt, worauf der Videoproduzent eigentlich hinaus wollte, dann ist es halt auch schwierig, ne? Weil der Prüfer, der hat gar nicht die Zeit, um sich das komplett reinzuziehen. Und da muss man halt auch fragen, ist er überhaupt so sehr gebildet, klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich weiß, aber ist er überhaupt so sehr gebildet, dass er es überhaupt verstehen kann, überhaupt nachvollziehen kann, was derjenige in dem Video überhaupt sagen möchte. Und das ist halt echt ein Problem. Aber ich kann es auch nicht lösen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei so einer großen Plattform, da bist du irgendwann dabei, sowas halt maschinell zu lösen, was auch schwierig ist, oder mit in Anführungsstrichen billigen Arbeitskräften, weil die werden ja auch nicht gerade gut bezahlt. Ja, Und wenn du sie gut genau. bezahlen würdest, dann würde wahrscheinlich YouTube nicht mehr kostenlos sein, weil wer soll das bezahlen, bitte? Also das ist mittlerweile, oder du musst für einen Upload bezahlen, irgendwie sowas halt, damit da jemand sitzt, der das Ganze checken kann einfach. Also es ist schwierig. Oder du musst halt dann dafür auch privat haften in irgendeiner Form. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann, ja, wie viele Leute trauen sich dann da Wollte noch gerade irgendwas sagen, A, wie hochzuladen? viele Leute trauen sich dann was hochzuladen und B, welches Recht wendest du an? Also das ist dann hier die andere Sache, weil wenn man sagt, private verhaften, gehe ich jetzt davon aus, von dem Recht, wo die Server stehen, also die Firma sitzt, USA, gehe ich aus von dem Recht, in dem Land, von dem der Produzierende sitzt, weil gehe ich aus von dem Land, in dem der Kl Ankläger sitzt, dann gute Nacht, Marie. Ja, ist echt schwierig. Also wahrscheinlich würde das dann eher ablaufen, ja, Gericht stand da, wo der Content-Produzent sitzt, aber trotzdem Aber ich wollte gerade schwierig. sagen, also das ist, denke ich, ein absolutes Minenfeld, was die Haftung von dem ganzen Zeug angeht. Ja. Also absolut crazy, die ganze Geschichte. Ich habe das Thema mal mit reingenommen. Es ist ja jetzt gut ausgegangen, einfach um mal zu sensibilisieren, auch für ja, Zuhörer, die jetzt nicht so in dem Bereich drin sind und so viel Kontakte haben im Bereich Medien und so, dass sie einfach mal mitkriegen, was da abläuft. Und das ist durchaus kein Einzelfall. Das passiert regelmäßig auf YouTube, auf Facebook. YouTube ist halt sehr extrem geworden, muss man ganz ehrlich sagen. YouTube blockt sehr viel raus. Thema Werbeunfreundlichkeit ist teilweise auch ein Witz. Wir haben Podcast-Folgen, die total harmlose Sachen besprechen, die aber das Thema Cybersecurity zum Beispiel beleuchten, die dann als nicht werbefreundlich deklariert werden. Wenn wir aber dann über Themen reden, wie zum Beispiel über die Flut, wo ja Leute gestorben sind, dann ist es wieder werbefreundlich, ne? Also es ist total wild, das ganze Thema. Und YouTube hat da so eine gewisse Willkür, also gefühlte Willkür. Man möchte ja niemandem was unterstellen.
vor allem nicht Google, aber es ist so eine gefühlte Willkür, die da Einzug hält und das ist halt echt nicht gut. Also das ist für Videoproduzenten nicht gut und das ist auch für den Zuschauer nicht gut, weil natürlich viele Videoproduzenten, gerade die Leute, die zu 100% auf die Einnahmen angewiesen sind, natürlich ihren Content dann weichspülen. Und sagen, okay, da muss ich hier drauf achten, was ja richtig crazy ist mittlerweile, dass YouTuber teilweise bei Schimpfwörtern Silben rausschneiden, damit der Algorithmus das nicht erkennt. Also das sind ja so viele Sachen mittlerweile drin, die schon merkwürdig, also wenn jemand von außen drauf gucken würde, von anders gesagt, wenn jemand von 2010 drauf gucken könnte von heute, der will sagen, was ist das für ein YouTube? Was ist da geworden? Oder wie gesagt, geh nochmal ganz, ganz weit vor, so in die Anfänge YouTube Deutschlands oder so, was da teilweise abging. Wie gesagt, ich verstehe es auch mit der Werbefreundlichkeit in gewisser Weise irgendwo. Also irgendwo verstehe ich YouTube schon, dass sie aufpassen müssen, was auf ihrer Plattform los ist. Ja. Aber zum Beispiel auch mit der Werbeunfreundlichkeit. Also ich sehe es jetzt ein, dass, wie du vorhin gemeint hast, vor einem Enthauptungsvideo oder so jetzt nicht unbedingt jemand Werbung geschaltet werden wollte oder für irgendwelche anderen problematischen Inhalten. Aber zum Beispiel, was ich jetzt extrem komisch finde bei Leuten, die jetzt zum Beispiel über Videospielzeuge oder so, wo es halt dann mal um 18er Inhalte geht, die ja teilweise auch als werbeunfreundlich deklariert werden. Dann verstehe ich aber nicht, warum man dann sagt, okay, wir machen mehrere Stufen von Werbeabschwächung und sagt dann, okay, bei solchen Videos schalte ich halt dann eben nicht Werbung für Kinderspielzeug, sondern halt, keine Ahnung, für andere Produkte, Netflix-Abos, meinetwegen Alkohol. Es ist ja nicht so, wenn man zum Beispiel mal ProSieben anmacht, kriege ich auch Bierwerbung und was weiß ich, um die Ohren gepfiffen, was jetzt in dem Sinn ja auch nicht jugendfreundlich ist, wenn du es so siehst. Ich meine, klar, man kann die Werbenden kann man verstehen, die dann sagen, okay, ich möchte nicht unbedingt vor einem Video jetzt laufen, zum Beispiel vor einem Corona-Demo-Video möchte ich jetzt, also von jemandem, der auf der Corona-Demo mit dem Handy filmt, ne, vor so einem Video möchte ich jetzt nicht unbedingt meine Werbung schalten. Aber es gibt ja mittlerweile da Mittel und Wege, sag ich mal, wie man das als Werbetreibender einstufen kann. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann sollte da YouTube oder Google einfach den Kunden, das sind ja ihre Kunden, die Werbeindustrie, mehr Möglichkeiten geben, sowas einzustufen. Und es kann nicht so schwer sein, weil YouTube hat mittlerweile so viele Informationen. Sonst würde das ja nicht funktionieren, dass da Inhalte geblockt werden oder Inhalte als nicht werbefreundlich deklariert werden, die nur als Wörter hier gesagt werden. So, das ist, da ist eine KI dahinter, da wird transkribiert, das heißt, da wird irgendwo alles, was wir sagen, in eine Textdatei geschrieben und ausgewertet und so weiter. Und da muss es doch möglich sein, granularer, dass Werbepartner sich gezielt auf bestimmte Gruppen draufschalten können. Und dann gibt es vielleicht auch die Werbepartner, die sagen, ich schalte meine Werbung jetzt, weil du sagst Videospiele, vielleicht bei einem Gaming-YouTuber viel lieber als bei einem YouTuber, der sich zum Beispiel mit Psychologie beschäftigt oder mit Medienkritik zum Beispiel. So. Und dann kann ich doch viel granularer werben und das verstehe ich halt einfach nicht, warum YouTube diese Möglichkeiten, die sie eigentlich haben, gar nicht benutzt. Und das ist so ein bisschen, da schüttelt man nur mit dem Kopf und bei Holger ist das relativ häufig. Dann haben wir noch die Thematik mit den Öffentlich-Rechtlichen auch noch. Er macht ja sehr viel auch Berichterstattung über die Öffentlich-Rechtlichen oder allgemein über Medien, aber natürlich auch über die Öffentlich-Rechtlichen. Und es gibt ja da das Zitatrecht und man kann da ja auch Ausschnitte verwenden. Problem daran ist nur, dass die Öffentlich-Rechtlichen da drauf, scheißen. Dass die sagen, ja, das ist ein Inhalt von uns und jetzt kriegst du eine Abmahnung und jetzt kriegst du einen Strike, obwohl er das aus journalistischen Gründen verwendet. So, und dafür, das ist dein gutes Recht als Journalist, wenn du über irgendeinen Beitrag redest, den kritisierst, Kalkofe-Urteil, sag ich nur, dass du dann auch Ausschnitte daraus verwenden darfst. Natürlich jetzt kein Stundenmaterial unkommentiert zeigen, aber du darfst zumindest die Stellen zeigen, über die du redest und darfst das Original zitieren und das verlinken und so weiter und dann ist es rechtlich in Ordnung. So, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die verhalten sich da wirklich wie Cowboys im Wilden Westen und schießen gegen jeden YouTuber, der sowas hochlädt.
wo er eben die Beiträge kritisiert. Auf der anderen Seite gibt es wiederum komplette Sendungsmitschnitte von irgendwelchen Sendungen von den Öffentlich-Rechtlichen, die einfach oben bleiben dürfen, wo sich keine Sau drum kümmert, dass da komplette Sendungen, komplette Staffeln von irgendwelchen Sendungen online sind auf YouTube und keinen von den Öffentlich-Rechtlichen stört es, dass die online sind. So, also da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Und ich fand es interessant, da haben sich die Öffentlich-Rechtlichen, der Intendant irgendwie, hat sich da den Fragen der Zuschauer gestellt. Und da war auch einer dabei, das war nicht jemand vom Massengeschmack direkt, sondern ein anderer Journalist, der hat genau den Intendant zu dem Thema befragt. Kam natürlich nichts dabei raus. Die haben auch versprochen, dass sie im Nachgang nochmal den Fall nochmal angucken und dazu Stellung nehmen. Ist natürlich auch nichts passiert. Also das ist auch wieder so eine Geschichte. Und da hat scheinbar auch wieder jemand ein extra Würstchen auf YouTube. Und ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube unterwegs sind. Die haben ihre Audiotheken, Mediatheken. Und ich finde es nicht gut, dass sie da Geld einem Großkonzern hinten reinschieben. Sorry, aber ist so. Ich habe neulich, ich glaube bei Wetter Online war das, habe ich den Werbeblocker ausgehabt. Da kam Werbung für Bayern 1, einem öffentlich-rechtlichen Radiosender, der macht über AdSense Werbung im Internet. Unsere Gelder gehen bei Google rein. Unsere GEZ-Gelder werden Google gezahlt. Super, finde ich wunderbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, gut. Haben wir mal wieder über YouTube uns ausgekotzt. Aber es muss ab und zu muss das einfach mal sein. Das ist die. Das wird echt, im Moment wird das echt immer schlimmer gefühlt. Mhm. Gut, ja, was auch immer schlimmer wird, ist die Geschichte, dass im Internet immer mehr sogenannte Netzsperren errichtet werden. Und ja, auch das Thema Retro-Games ist da auch sehr beliebt, dass genau. Da gerne mal was geblockt werden soll. Ja, richtig. Wir hatten es ja letzten und glaube ich vorletzten Podcast noch davor immer mal wieder, dass natürlich irgendwelche Anbieter versuchen, über Netzsperren, DNS-Sperren, was auch immer, irgendwelche Seiten vom Netz nehmen zu lassen. In ihrem Universum ist das wohl so. In dem Fall hat Nintendo vor Gericht Erfolg gehabt und hat britische Online-Provider dazu verpflichtet, ROM-Seiten zu blockieren. Konkret ist es da so, dass die Unternehmen BT, Virgin Media, EE, Plusnet, Sky und TalkTalk den Zugriff auf Anbieter von Spiele-ROMs blockieren müssen. Die bieten halt unter anderem Spiele wie Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda und so weiter als ROMs eben zum Download an, sei es eben veränderte ROMs für irgendwelche Geschichten oder einfach für Retro-Games, dass Leute das eben auf ihrem PC mit dem Emulator spielen können. Nintendo sieht da das Problem darin, dass das kommerzielle Angebote sind, sagen sie, weil die Seiten mit Werbung Geld verdienen. Und dementsprechend passt ihnen das nicht. Sie haben Recht damit bekommen und diese Netzsperren gelten jetzt für 2 Jahre. Und man geht davon aus, dass diese Seiten wohl alle vom gleichen Anbieter betrieben werden. Mhm. Der Punkt ist halt auch hier wieder, wie wir es eigentlich jedes Mal auch, also zumindest auch ich immer sage, das löst halt das Problem nicht, weil es ist halt wieder so, dass ein Unternehmen, ich sag mal, Zensur am freien Markt ausübt. Eigentlich müssten die hingehen und sagen, okay, wir müssen schauen, dass die ursächliche Quelle halt offline kommt, wenn es uns stört. Aber hier, wie der schöne Vergleich, ne? Jetzt muss der Telefonbuchanbieter wieder die Nummer rausnehmen, obwohl damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist halt ein totaler Blödsinn. Ja, ja und aber dieses Thema Netzsperren, wir werden es dann später nochmal haben. Da gibt es ja auch in der EU immer wieder eine Faszination dafür, irgendwelche Internetdatenübertragungen zu blockieren oder einzugreifen. Und das ist schon heftig. Und da muss man halt auch sagen, dieses freie Internet, das wird immer mehr eingeschränkt und viele Leute nehmen das halt einfach so hin. Vor ein paar Jahren gab es da noch, ich denke da an Artikel 13, Artikel 17 Demonstration, das ist ja schon wieder Jahre her. Oder ich denke an ACTA noch damals und PETIA und was da alles gab und hast du nicht gesehen. Aber mittlerweile ist es für viele so ganz normal, dass da halt einfach, und die Telekom hat da ja auch schon immer mal geliebäugelt und es gibt ja mittlerweile auch Seiten, da hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen über so eine Initiative geredet, ja, wo tatsächlich mittlerweile Seiten einfach auf einer Blacklist bei einem Provider sind und man die Seiten dann mit dem Provider DNS einfach nicht mehr öffnen kann.
Also das ist mittlerweile leider Realität geworden. Und ich kann mich noch daran erinnern, war das die Frau von der Leyen oder wer war denn das, die mal damals sogenannte Stoppschilder im Internet Die Zin gefordert ja, doch, hat? dann war es wahrscheinlich Zinsursula. Die Censola, genau, das war ja vor ein paar Jahren hat die noch das gefordert. Mittlerweile sind wir ja schon fast so weit, also oder sind so weit. Das ist schon heftig. Also damals ja auch sehr kritisiert, weil ich meine, das Internet ist halt nun mal Das Internet. sehr das Internet und jeder macht da drin in Anführungsstrichen, was er möchte. Und ja, aber das ist schon krass. Ich meine, jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass da eben Sachen geblockt werden. Heftig. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, was ich dann dazu noch ein bisschen zu sagen kann oder möchte. Ich finde es insofern in Ordnung, wenn es bei neuerer Software ist, also wenn es sich wirklich um Raubkopien handelt, dann ist es absolut gerechtfertigt, aber dann ist es auch wieder eher ein bisschen anders. Dann sollte man vielleicht halt mal schauen, dass man eben danach geht, denjenigen, der es hochlädt, Genau. an Kragen zu bekommen. Was ich aber zum Beispiel halt absolut sehe ich ja bei Nintendo, ist es, weil sie auch einen Dienst haben, wo sie ihr alten Zeug wieder auf der Switch und so weiter aufleben lassen wollen. Wenn du an das Programm nicht mehr physisch rankommst oder physisch Probleme hast, es zu verwenden, bin ich der Meinung, ist es doch besser, wenn ich die ROMs halbwegs öffentlich zugänglich habe, damit eben die Kunst vom Spiel oder die Kunstform oder das Programm nicht verloren geht. Oder dann halt eben irgendwelche horrenden Pre na gut, horrende Preise wird es immer erzielen, wenn es dann irgendwo nochmal auf eBay oder so eine Cartridge zu kaufen gibt. Aber warum soll ich sowas verloren gehen lassen und dann hinter irgendwelchen geblockten Walls? Ja, irgendwo auch schade. Also bei wirklich Raubkopien, da ist es Ja. absolut gerechtfertigt, aber Ja, aber der Weg ist doch bei der allem falsche. eben. Also wie Ja. gesagt, der Weg ist ach, absolut der falsche, was das angeht. Mich regt es halt auch auf, dass man dann Netzwerkinfrastruktur vergewaltigt und missbraucht. Und das sind ja auch Sachen, die ja auch in Unrechtsstaaten, sag ich mal, für andere Sachen missbraucht werden können. Ne? Also wenn ich einmal so einen Filter installiert habe, so eine, wie es die Chinesen nennen, eine Great Firewall, dann habe ich halt echt, dann habe ich halt echt Problem. Dann bin ich halt so weit, dass die Meinungsfreiheit und was weiß ich, mit einem Mausklick oder mit einem Befehl auf der Shell halt dann eben gefährdet ist. Und deswegen bin ich halt ein großer Verfechter für ein freies Internet und eher dafür, dass man eben dieses Notice and Takedown-Verfahren, was ja funktioniert, was es seit Jahren gibt, dass man das einfach weiter verfestigt, optimiert, dass man einfach sagt, okay, wenn jemand zum Beispiel eine Plattform wie ein Forum oder eine Website, die jetzt nicht grundsätzlich illegal ist, wenn die davon erfährt, dass eben illegale Inhalte geteilt wurden, hochgeladen wurden, dass die innerhalb von einer angemessenen Zeit, und ich rede jetzt nicht von 2 Minuten, sondern angemessene Zeit, das sind eher Stunden, vielleicht sogar 2, 3 Tage oder eine Woche, darauf reagieren muss und das vom Netz nehmen muss oder wie auch immer und eine Verpflichtung hat, auch mit Ermittlungsbehörden da zusammenzuarbeiten. So, bei solchen Sachen. Das ist aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller, als zu sagen, okay, wir bauen da jetzt Filtervorrichtungen ins Internet rein, um ja vermeintlich erstmal legitime Sachen zu filtern. So, aber was ist, wenn dann mal ein bisschen mehr gefiltert wird? Schwierig. So, und deswegen bin ich eigentlich Verfechter davon, dass man eben solche Filtereinrichtungen gar nicht errichten sollte. So, und das ist natürlich bei solchen ROMs oder bei Retro-Games allgemein. Teilweise ist da auch diese urheberrechtliche Geschichte schwierig. Ich meine, bei Nintendo ist es noch relativ klar, wenn es die Firma noch gibt und wenn da noch Lizenzen existieren und so weiter. Aber teilweise gibt es ja auch Retro-Games, wo halt einfach die Lizenzen brach liegen. Und eigentlich keiner so recht weiß, wer ist jetzt hier der Rechteinhaber. Und da ist es dann ja auch wieder legitim zu sagen, okay, das kann man auch so als Allgemeingut rausgeben. Und das ist genauso wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, um nochmal darauf zurückzukommen. Aus meiner Sicht sollten die Sendungen auch unter einer Lizenz veröffentlicht werden, die Allgemeingut sind, weil jeder von uns hat die mitbezahlt. So, dass man da einfach Ausschnitte verwenden darf, das runterladen darf, weiterverbreiten darf, wäre für mich eigentlich selbstverständlich, wenn ich den ganzen Bums auch mitbezahlt habe. Und aber ist ja nicht. So, und genau das Gleiche haben wir auch bei den Retro-Games, wo halt
Retro-Games unter Umständen eigentlich würde es keinen mehr interessieren, wenn da irgendwas passiert damit, weil es die Firma nicht mehr gibt oder wie auch immer. Und selbst wenn es die Firma noch gibt, wenn es die Möglichkeit es nicht mehr gibt, das Ding vernünftig abzuspielen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Nintendo so ein N64 oder sowas nehme, dann habe ich ja als Endkonsument und nicht als Sammler in dem Sinn nimmer die Möglichkeit, an das Produkt so zu nutzen. Stimmt. Natürlich kann mir jetzt jemand kommen und ja, dann gehst du auf eBay und kauf dir halt einen. Ja, aber, klar. Ja, ich verstehe. Ja, das ist das Problem gerade bei so Konsolengeschichten oder bei Emulation. Oder wenn du zum Beispiel sagst, uralte Software. Ja. Da hast du dann irgendwelche Programmkernel oder was, die halt so nicht mehr laufen. Alte Atari-Spiele oder so Zeug. Ja. Die kriegst du ja ohne eine Box mittlerweile nimmer zum Laufen. Oder es sei denn irgendwie, du bezahlst mit deiner linken Niere für ein Atari. Ja, das ist, also auch wenn du jetzt zum Beispiel, Software habe ich noch ein Beispiel, wenn du Sachen hast, die unter XP, ich meine, XP ist ja nimmer so, noch nicht so weit von uns entfernt, ehrlich gesagt. Ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es ist noch nicht uralt. Wenn du aber noch Software hast, die unter XP läuft, wenn du die jetzt virtualisieren willst, hast du mittlerweile schon wieder ein Problem, weil Microsoft immer noch diese blöde Aktivierung da drin hat. Du hast vielleicht noch eine Windows XP CD, sogar eine legale Lizenz bei dir zu Hause liegen, kannst die aber nicht mehr in der VM aktivieren, weil der blöde Aktivierungsserver bei Microsoft nicht mehr läuft und bist dann vielleicht gezwungen, dir irgendwie eine Raubkopie mit einem Crack in der virtuellen Maschine zu installieren, damit du Windows XP Software noch laufen lassen kannst. Was ja auch wieder irrsinnig ist. Warum kann ich als Microsoft da nicht was Offizielles auf den Markt hauen und kann sagen, hey, hier, wahrscheinlich haben sie Angst, dass dann zu viele Leute noch, ich sag nur heiße Forum, Windows XP dann produktiv nutzen für ihr System. Aber es ist wild, es ist echt wild, das ganze Thema. Naja. Machen wir weiter. Ich glaube, ja. Das ist, da regen sich so viele Leute drüber auf. Und da passiert halt auch nichts. Das ist einfach so, man kriegt immer mal mit, ah, jetzt wird jemand verklagt, jetzt passiert hier wieder was, da wieder was. Anyway. Ja, wo nicht so viel passiert, ist scheinbar bei Amazons Sprachassistenten, ich sag jetzt das Wort nicht, bei dem Sprachassistenten ist scheinbar jetzt so mittlerweile das Problem, dass immer weniger Leute den nutzen oder dass der doch nicht so hardcore genutzt wird, wie Amazon sich das Ganze denn vorgestellt hat. Genau, es ist jetzt durch Kundenbefragung und allem Möglichen und wahrscheinlich auch durch Anfragen hintendrin von Amazon von ihren Schlüsseln rausgekommen, dass die guten Home-Geräte, also die guten Voice-Assistent-Geräte wohl nur die ersten paar Wochen aktiv genutzt werden und dann nur noch eben zum Viertel nicht mehr weiter genutzt werden. Das ist also, werden dann ein paar Wochen genutzt und dann wird von einem Viertel der Käufer weiter genutzt. Also der Rest wandert dann irgendwie, keine Ahnung, auf eBay oder irgendwo in einem Wandschrank und wird nicht mehr verwendet. Das finde ich krass. Ich muss hier persönlich sagen. Deswegen hast du auch das Thema bekommen. Ich muss hier dazu persönlich sagen, ich habe noch nie den Mehrwert davon gesehen. Und bei mir würde es wahrscheinlich nicht mal so lang dauern. Ich habe auch in der Verwandtschaft Leute, die sich so ein Ding besorgt haben. Ich weiß nicht, ob die es noch verwenden aktiv. ja, also, ich sehe halt an dem Ding keinen Mehrwert. Es ist halt in dem Sinn ein teures Spielzeug. Für mich. Ja, und da muss ich halt sagen, keine Ahnung, wann habe ich den ersten Amazon Echo gekauft? Boah. Muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall, am Anfang habe ich genauso gedacht wie du. Wer braucht es schon? Und ich habe mir das eher für Recherchezwecke gekauft. Und irgendwann ist es aber so bequem. Einfach irgendwelche Sachen. Also ich bin mir sicher, ich nutze von den 300.000 Funktionen bestimmt auch nur 5. So, die benutze ich aber sehr heftig, sehr oft. So Timer stellen, Erinnerung, Wecker, Radio. Ich habe kein Radio hier mehr. Wenn ich aber dann doch mal Radio höre, dann ist es eben über den Echo. So, Webradio halt. Was nutze ich sonst noch? Wetterabfragen, Smart Home, Licht an, Licht aus, solche Sachen. Aber
das sind ja auch nur vielleicht 5 bis 10 Funktionen von den ganzen Möglichkeiten. Und du kriegst ja auch, wenn du so ein Teil hast, regelmäßig immer wieder E-Mails. Ja, hier, wir haben übrigens noch 3000 neue Funktionen jetzt. Und wenn du sagst, hier, Gerät macht dies und das und prüft das und das, dann kommt das und das raus. Wo ich mir sage, ganz ehrlich, das merke ich mir gar nicht. Ich brauche was, was ich intuitiv bedienen kann. Und deswegen, ich glaube, niemand wird da an die Grenzen von dem Gerät kommen, wenn er versteht, wie das Gerät funktioniert, ehrlich gesagt. Aber das ist eine Sache, die kann ich bestätigen. Also, dass man nicht mehr alles benutzt. Am Anfang ist es sehr interessant zu gucken, wo liegen die Grenzen, was macht sie denn so alles. Dann irgendwann nutzt man halt nur noch das, wo man weiß, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und irgendwann hat man auch keinen Bock, wenn dann ständig kommt, hier, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Also so meine Ansicht. Aber ich weiß nicht, wie nutzt du das denn eigentlich, David? Ja, also ich habe meinen Smart Home Speaker ja auch schon recht lange, einen der ersten gehabt. Und damals auch so, ja, dann doch irgendwie neugierig gewesen, jetzt mal diese ganzen Datenschutzbelange beiseite gelassen. Muss sagen, bei mir hat sich eigentlich auch rauskristallisiert. Also ich habe hier einen im Keller, wir haben einen im Wohnzimmer und ich habe wir haben noch in der Küche einen tatsächlich. Tatsächlich ist der in der Küche eigentlich hauptsächlich für Timer, wobei sich das jetzt auch erübrigt hat, weil unser Ofen kann inzwischen und das Kochfeld kann auch eigene Timer stellen. Mhm. Das heißt, da ist es dann eher für Radio oder mal irgendwas nachzufragen. Da kommt dann aber das nächste Problem. Jetzt bin ich umgezogen in eine sehr kleine Gemeinde und da kriegt halt ein Smart Speaker von Amazon nicht hin, um zu sagen, wann der Wertstoffofen noch offen hat zum Beispiel. Das könnte jetzt irgendwie von Google der Assistant, den ich mir aber nicht unbedingt dahinhängen möchte, aus anderen Gründen mal wieder. Ja. Und zum Beispiel auch, wir haben ja einen Saugroboter. Jetzt kann ich natürlich auch den verbinden und den auch über das Gerät bedienen. Hat aber jetzt den Nachteil, ganz oft will ich ja zum Beispiel nur in einem einzelnen Raum oder einer bestimmten Stelle den saugen lassen. Das kann ich aber so nicht. Das heißt, da muss ich eh wieder in die App gehen. Also die meiste Zeit der Nutzung ist tatsächlich auch, wie bei dir Timer stellen, der hier unten ist halt auch für Radio, weil hier unten im Keller ist halt, hier ist halt nicht mal Mobilfunkempfang. Und wofür es ganz praktisch ist, wenn oben niemand da ist und wir erwarten Post, dann mache ich halt einen Drop-in oben ins Wohnzimmer und höre, wenn es klingelt. Dann kann ich nicht aus dem Keller schnell zur Tür gehen. Ist so ein bisschen die von hinten durch die Brust ins Auge Version, sag ich mal, von ich könnte mir auch eine Klingel hier runterlegen, aber warum auch nicht, so reicht's ja. Und deswegen, klar, dann kommt mal wieder das Neues, dann probiert man einen Skill aus, okay, ganz nett, ja. Und nach spätestens 3 Tagen nutze ich den dann auch nicht wirklich. Also die Grundfunktion dafür ist es super praktisch und da nutze ich es dann auch wirklich, aber das war's auch. Also ich bin ja jetzt auch, ich glaube, ich habe es auch öffentlich schon erwähnt, dass ich jetzt auch drüber bin, eine Wohnung zu renovieren und so weiter und dann da auch umzuziehen rein. Und da habe ich jetzt auch so das Thema Smart Home nochmal neu gedacht und ich habe das auch wieder fest geplant mit diesen Geräten. Und ich habe auch gerade mal nachgeguckt in meinem Amazon-Verlauf. Ich habe den ersten Echo, habe ich 2017 gekauft. Also das ist auch schon ein paar Jahre her. Und was ich noch erstaunlicher finde, wenn ich einfach mal Echo bei mir in der Bestellhistorie eingebe, ich habe bisher 11 Geräte geordert. Da sind auch Geschenke dabei. Also ich habe auch viele Echos verschenkt. Auch damals an meine Oma lustigerweise, die hat das Ding auch genutzt und die fand das auch klasse. Also die war total begeistert. Und der habe ich dann noch ein Spotify-Abo dazu geklickt und die hat dann auch über Spotify, über den Echo eben Musik gehört. Das fand ich super klasse und also da muss ich wirklich sagen, wenn man es dann mal hat, es ist eine Spielerei definitiv, aber es hat doch einen gewissen Komfort. Wenn ich allein dran denke, Timer stellen, das ist so eine Geschichte. Natürlich kann ich mir auf dem Handy einen Timer stellen, ich kann mir auf meiner Smartwatch einen Timer stellen. Aber wenn ich einfach im Raum stehe und sage, hier Gerät, stelle einen Timer so und so viele Minuten und ich muss nichts berühren, ich kann währenddessen was anderes machen, ich kann weiter kochen, ich kann weiter aufspülen, whatever, dann ist es echt ein richtiger Komfort. Oder das Thema Licht, ich gehe in den Raum rein, ich habe vielleicht gerade die Hände voll, will das Licht anmachen. So, dann sage ich hier, mach mal Licht an und das Licht geht an. Das ist alles Spielerei, braucht man nicht drüber reden. Aber es ist, wenn man es nutzt und wenn man da wirklich aktiv das benutzt, ist es halt einfach nur praktisch. Ne? Aber ich verstehe genauso Leute, die halt sagen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich bin ja selbst auch IT-Sicherheitsmensch. Ich bin auch
Ich weiß auch, dass das jetzt nicht gerade das datenschutzfreundlichste und sicherste und was auch immer ist. Aber es ist halt einfach ein krasser Komfortgewinn, wenn man das Zeug halt nutzt und wenn man sich damit beschäftigt. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich hier meine 11 Echo-Geräte, die ich da also meine Eltern haben welche bekommen, die haben mittlerweile auch zwei oder drei, ich glaube drei. Und ich habe auch so drei Stück im Einsatz. Und wie gesagt, Oma hatte jetzt auch noch welche. Also die benutzt es zum Beispiel auch, was ich jetzt nicht mache, weil dafür habe ich mein Handy als Wecker, benutzen die das auch im Schlafzimmer, auch ultra praktisch. Oder um mal zu checken hier Wetter und so. Das funktioniert bei uns super. Ja, also ich kann eigentlich sagen, also wir nutzen es schon häufig. Und ja, aber ich verstehe auch Leute, die vielleicht damit überhaupt nichts anfangen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, interessant. Auch wieder was für die Umfrage der Woche. Ganz ehrlich, Umfrage der Woche. Genau, gleich rein. Nutzt ihr das? Schreibt uns, wie findet ihr das? Und das würde mich echt mal interessieren. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Weil das Ding ist mittlerweile in so vielen Haushalten wahrscheinlich auch nicht mehr wegzudenken. Und klar, du kannst vieles auch anders nutzen, aber warum soll ich zum Lichtschalter laufen, wenn ich zu dem Teil sagen kann, mach mal das Licht aus, ne? So, wenn ich irgendwo sitze. Ja, ich muss aber, das ist halt auch wieder so ein Nachteil, ich muss natürlich auch dafür mein Licht vernetzen damit. So, da hätte wahrscheinlich der Tobi auch schon wieder ein Problem, wo er sagt, also an meinen Sicherungskasten kommt mir nichts, was über Smart Home redet. Nee, das ist nur auch wieder nicht. Wenn es sicher ist, habe ich damit kein Problem, aber ich habe damit eher die andere Sache, dass ich jetzt zum Beispiel auch hier in der Wohnung könnte ich es jetzt machen, in der nächsten könnte ich es nimmer, weil da der Sicherungskasten einfach anders liegt. Ja. Und ja, das ist halt, denke ich, auch so ein Ding, also wenn du wirklich das Ding voll ausschöpfen willst mit Smart Home, ist es, denke ich, auch nötig, dass du da ein bisschen mehr Freiheit in deiner Bausubstanz hast, denke ich mal. Das ist halt ein Vorteil. Ich habe hier sehr viel Freiheit, habe dafür aber auch sehr viel Verantwortung, wie ich jetzt auch festgestellt habe, wieder mit Schimmelbefall in Zimmern und so weiter, hinter Möbeln. Wenn du halt eigene Bausubstanz hast, musst du dich selber kümmern. Dann kannst du nicht sagen, hier Vermieter, mach mal. Ne? Das ist halt der Nachteil, aber hat halt auch Vorteil. Ich zahle halt keine 1.000 Euro Miete im Monat. Das ist halt so. Die kann ich halt in den Umbau stecken dann wiederum. Ja, dieses Smart-Home-System, was ich hier habe, das kommt ja, ach, ich kann den Namen auch nennen, ich habe hier das Homematic-System im Einsatz, das kommt auch nicht von Amazon, ist eine deutsche Firma und die sind schon mittlerweile, machen die das seit über 10 Jahren und wenn nicht sogar noch länger und die machen das eigentlich sehr verantwortungsbewusst und da habe ich auch ein recht gutes Sicherheitsgefühl. Aber ich würde mir jetzt kaum, also ich würde mir jetzt keinen Schaltaktor von Google oder Amazon in meinen Stromkasten reinhauen. Also so weit sind wir dann nicht. Es gibt dann halt eine Schnittstelle von der API vom Echo in Richtung Homematic, also Homematic IP ist es bei mir jetzt dann. Und das funktioniert so, aber es gibt da jetzt keinen direkten Zugriff drauf und das ist auch gut so, das will ich auch gar nicht haben. Und dann kann eben das Homematic-System ist auch unabhängig davon, wenn ich irgendwann mal sage, ich habe keinen Bock mehr auf die Echo-Geräte, dann kann ich auch Homematic IP über eine Handy-App fahren oder ich kann es über Fernbedienungen, es gibt dafür Fernbedienungen, die man einbinden kann, fahren oder einfach ganz normale Schalter auch. Also diesen klassischen Lichtschalter, den gibt es auch von Homematic, wo ich dann eben mein Licht ein- und ausmachen kann. Naja, gut. Wie gesagt, Umfrage der Woche, schreibt rein, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass schon bei vielen Leuten von euch das Home wirklich sehr smart ist. Und ist übrigens auch mal so eine Wunschfolge von mir persönlich, mal über Smart Home zu reden. Können wir auch mal machen, so eine Special-Folge. Da so ein bisschen Erfahrungsaustausch. Weil vieles ist halt da wirklich Erfahrungsaustausch. Und es gibt halt sehr, sehr wenige Sachen, die... wie soll ich sagen, die halt überall gleich sind. So, man kann Smart Home so verschiedentlich machen, man kann auch sehr viel Open Source machen. David hat ja jetzt mit dem, wie heißt das, Home Assistant, genau. Genau, hast du ja sehr viel jetzt gemacht. Das ist ja alles offene Software und alles offenes Zeug. Ich kann aber auch so ein geschlossenes System wie Homematic kaufen oder ich kann auch von Philips Hue oder Bosch, da habe ich jetzt auch was hier, testweise, es sind sogar hier die Kartons,
will ich was ausprobieren mit deren Rauchmeldersystem, weil ich halt das von Hormetic nicht so geil finde. Also das ist halt, aber da reden wir mal in der extra Folge drüber, wenn ich dann auch Erfahrung damit gesammelt habe. Gut, ja, Erfahrung durfte ich auch und wahrscheinlich tausende andere Administratoren von Exchange-Servern auch über Weihnachten, wollte ich schon sagen, über Silvester sammeln. Microsoft hat einfach mal einen relativ blöden Bug in ihrem Exchange-Server gehabt. Der Exchange-Server bzw. die Malware, Anti-Malware-Engine, also im weitesten Sinne Defender, kam einfach mit der Jahreszahlumstellung von 2022 nicht mehr klar. Und dann sind keine Mails mehr rein und rausgekommen. Und ich habe nur gesehen, dass bei uns im Monitoring-System auf einmal, wir haben das ganze Monitoring, dass regelmäßig E-Mails geprüft werden, ob die nach außen gehen. Und da habe ich gesehen, holla die Waldfee, auf einmal bei zig Exchange-Servern, also auch Kunden-Exchange-Servern, auf einmal ja, keine Mail-Übermittlung mehr möglich. Betroffen sind übrigens nur On-Prem-Exchange-Server oder wenn du so eine Hybrid-Konstellation hast, also dass du ein On-Prem hast und oder mehrere On-Prem und die dann mit der Cloud verbunden sind für Office 365. Und ja, also wenn der Mail-Flow über diese Server ging, Server 2016 oder 2019, interessanterweise der nicht mehr geupdatete oder unterstützte 2010er war davon nicht betroffen. Also wenn einer so ein altes Ding noch am Laufen hatte, der lief einfach weiter. Also wirklich saublöder Fehler. Die Lösung war erstmal, die Anti-Malware-Engine komplett abzuschalten von Exchange und dann gingen die Mails wieder rein und raus und dann irgendwann wieder zu aktivieren und dann ging es auch wieder weiter. Und ja, Microsoft hat bis jetzt noch keinen wirklichen Patch dafür geliefert. Ist auch interessant. Und ja, wie habe ich, also ich hatte den Fehler, ich habe mir da wirklich die Finger wund gegoogelt, habe nichts gefunden am Anfang. Irgendwann habe ich gedacht, ach, guckst du mal auf Twitter. Und tatsächlich hat irgendein amerikanischer Administrator hat dann schon die Lösung gepostet und hat dann gesagt, hier müsst ihr nur deaktivieren über die PowerShell zum Beispiel, beziehungsweise nur über die PowerShell. Und dann auf einmal ging auch der Mailflow wieder. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, es kann doch echt nicht wahr sein. Und so ein dummer Fehler wegen so einer Jahreszahl. Ich meine, man geht davon aus, dass gewisse Jahreszahlen, die sind ja bekannt dafür, dass sie Probleme machen. Aber 22 war eigentlich kein Jahr, wo man gesagt hat, das macht Probleme bei der Jahreszahl. Aber in dem Fall blöd programmiert und schon tappst du in die Falle rein. Ja, kannst du nichts machen. Naja, was man machen kann, das ist so ein Learning da draus, was wir jetzt auch schon machen, aber das würde ich jedem Administrator empfehlen, ist halt ein Monitoring-System, was halt so einen sogenannten Mail-Roundtrip macht, also einmal eine Mail nach draußen schickt, zu einer Free-Mail-Anbieter XY hier einsetzen, E-Mail-Adresse und wieder reinwärts und das halt immer überprüft und dann kriegt man relativ schnell mit, wenn halt sowas passiert und ja, also was ich da empfehlen kann, jetzt mal kein Hashtag Werbung, ist zum Beispiel PADG, das ist ein deutsches Unternehmen aus Nürnberg, die Pessler AG, die haben da so ein Monitoring-Tool, das heißt halt PADG und das bietet zum Beispiel diese Möglichkeit an, so einen Mail-Roundtrip zu machen, aber wenn man jetzt ganz, ja, ganz sicher auf der Shell unterwegs ist, kann man sich sowas auch selbst skripten irgendwie, bin ich von überzeugt, dass man da irgendwas bastelt und dann eine Mail nach draußen schickt und dann wieder von draußen nach innen rein auf den Mail-Server und dann prüft, ob die da ist. Also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wenn man sehr viel Zeit hat und Lust, dann kann man sowas auch selbst machen. Aber sowas gibt es auch fertig für Monitoring-Systeme und bin mir sicher, so für Zappix und Co. oder Nagios und wie die alle heißen, gibt es bestimmt auch Plugins dafür, um sowas zu machen. Aber das ist so ein Learning, wo ich gesagt habe, dieser Mail-Roundtrip, der hat sich gelohnt, weil der Fehler wurde relativ schnell erkannt, relativ schnell auch behoben, zumindest ja im Rahmen der Möglichkeiten behoben, was der Admin halt so machen kann. Ja, aber saublöde Geschichte und das dann auch noch an Neujahr, wenn alle Leute so jetzt nicht unbedingt verkatert, aber auch vielleicht, aber auch eben total müde, weil du wirst dann alarmiert früh am Morgen, bist vielleicht erst vor 3 Stunden ins Bett gefallen, ist eher blöd. So. Und da hat sich Microsoft mal wieder sehr viel Freunde gemacht. Naja, sehr viel Freunde hat sich auch ein YouTuber gemacht, der einfach mal so einen
Absturz simuliert hat, aber mit einem Flugzeug, nicht mit Alkohol. Weiß man nicht. Ja, genau. Ich fange mal vorne an. Es geht um Trevor Jacob. Das ist ein östamerikanischer Olympia-Snowboarder. Zumindest hat er 2014 in Sochi an den Winterspielen teilgenommen. Da jetzt wohl aber nichts Besonderes. Und der nette Herr hat schon länger einen YouTube-Kanal, wo er unter anderem auch Videos macht von irgendwie Fallschirmspringen, Skydiving, glaube ich, auch so, also Extremsportsachen, aber auch eben Fliegen, eine Fluglizenz, ist eben auch Pilot. Und hat ein Video hochgeladen, da hat er irgendwie dann auch erstmal noch gemeint, so ja, er will irgendwie die Asche von seinem verstorbenen Freund Johnny Strange, heißt er, glaube ich, der beim Skydiven oder Fallschirmspringen gestorben ist, verstreuen und hat auf jeden Fall das Video genannt, warum er immer mit Fallschirm mit seinem Flugzeug fliegt, also was sowieso schon mal gar nicht zusammenpasst, weil in sämtlichen seiner anderen Flugzeug-Vlogs, sag ich mal, hat er ja keinen Fallschirm an. Und interessanterweise ist er mit dem, das ist ein Bushcraft-Flugzeug, also Taylorcraft heißt es. Das sind so Flugzeuge, die werden, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, seit 1932 gebaut, das ist schon uralte Teile. Und die sind halt eigentlich gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe, eher für so einen Einsatz, ich sag mal, im Busch. Die haben sehr, sehr kurze Start- und Landewege, wiegen nicht viel, kannst du wirklich in echt Raumgelände starten und landen, die Teile. Und haben auch eine sehr, sehr niedrige Stallgeschwindigkeit, also quasi da, wo der Strömungsabriss passiert. Die Informationen, die gebe ich deswegen noch dazu, weil der spannende Teil kommt jetzt noch. Er ist dann, wie gesagt, geflogen und Flugzeug hatte überall GoPros dran und so weiter und dann ist der Motor ausgefallen. Normalerweise gibt es ja für sowas extra Checklisten, wo die Piloten dann durchgehen, pass auf, Engine Restart, Failure, Procedure, keine Ahnung, gucken die sich an, kriege ich den Motor wieder an, wenn nicht, leite ich Gleitflug ein, dann funke ich den Tower an, wo kann ich als nächstes notlanden, komme ich noch bis da und dahin, da gibt es ja extra Vorgaben für. Das hat er nicht gemacht. Zumindest ist das in dem Video augenscheinlich nicht erkennbar. Was erkennbar ist, er hat dann irgendwie noch ein bisschen versucht, da irgendwie am Yoke rumzuhebeln und irgendwie angeblich versucht, das Flugzeug in Gleitflug zu bringen. Und dann macht er die Tür auf und springt einfach raus. Wo ich dann auch erstmal dachte so, ja, das ist doch jetzt irgendwie ein schlechter Witz. Der gute Mann hat ja einen Fallschirm auf, ne, da ist ja alles super. Also hat er dann seinen Fallschirm aufgemacht. Interessanterweise war das dann aber kein normaler Fallschirm, sondern da war ein Paragliding-Schirm, den man jetzt sowieso eigentlich bei sowas eher nicht anhat. Also selbst auf so, ich sag mal, kommerziellen Flügen haben die Piloten keine Fallschirme an und dann schon gar nicht so ein Paragliding-Schirm. Und ist damit dann sicher gelandet. Das Flugzeug ist abgestürzt irgendwo in die Pampa da in Kalifornien, also in einem Naturschutzgebiet, glaube ich, in einem Park oder so. Ist aber also nicht explodiert, hat nicht gebrannt und gar nichts. Jetzt ist es so, dass die amerikanische Flugzeug-Community sehr groß ist. Die Amis sind ja irgendwie, also sehr, sehr viele sind da Piloten, haben viel Ahnung. Und ja gut, da noch ein kleiner Einwurf vielleicht mit den Amis. Bei den Amis hast du es ja teilweise so, dass es da mit dem Flugzeug auch nötig ist. Also da hast du ja auch Bauern und so weiter, die genau Fluglizenzen haben. Genau, richtig. Auf jeden Fall haben da deutlich mehr Leute eine Pilotenlizenz als bei uns in Deutschland, das würde ich mal so behaupten. Genau, und die Community, der kam es sowieso so komisch vor und sehr, sehr viele haben sich dann das angeschaut, analysiert. Tatsächlich gibt es einen, der aufgrund der Sonnenstände und Geovegetation die genauen Koordinaten von dem Flugzeug raustracken konnte, die Flugroute nachempfunden hat. Man hat dann entdeckt, es hätte ein trockenes Flussbett gegeben, da hätte er notlanden können. Er hat dann diese Failure Procedures, ist er nicht durchgegangen. Dann war auf der Innenangabe der Kamera zu sehen, Innenaufnahme der Kamera zu sehen, dass die Zufuhr vom Treibstofftank auf ausgestellt war. Dann ist aufgefallen in der Flugzeug-Community, dass das Flugzeug selber quasi Nose-Pitch-Down gemacht hat, also die Nase automatisch runtergedrückt hat, was außer durch eine Manipulation eigentlich nicht so sein sollte. Unter anderem war das Flugzeug auch noch gar nicht auf ihn zugelassen. Er hatte das einen Monat vorher erst gekauft und hatte auch bei dem Verkäufer damit angegeben, dass er was Großes damit vorhat, was auch irgendwie schon zum Himmel stinkt. Dann, dass die Tür auch schon offen war bei Aufnahmen davor. Und was jetzt ganz neu rausgekommen ist, was man gesehen hat, dass er sich um seine Waden an beide Beine Feuerlöscher geschnallt hat. Und da muss ich dann sagen, und ich glaube, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, wird dann auch sagen, das kann nur fingiert sein, das wird für Klicks sein, weil es tut mir leid, also so viele Zufälle kommen nicht zusammen.
Und das Absurdeste aber eigentlich an der ganzen Geschichte war, dieses Video fing an mit einem Sponsoring oder einer Produktvorstellung von irgendeiner komischen, wie heißt es denn nochmal, so einem Portemonnaie, was irgendwie sehr viel auf YouTube beworben wird. Und dann meint er so, ja, hier, das ist total super und jetzt fliegt er los und will die Asche von seinem Freund verteilen und dann springt er irgendwie aus dem Flugzeug raus. Und dann denkst du auch so, okay, was ein absurdes Placement. Dann ist er zu dem Flugzeug tatsächlich auch zurückgelaufen, hat dann wohl, ich denke mal, die Kameras abgemacht, ne, und das dann einen Monat später hochgeladen. Jetzt ist es so, dass der ganze Absturz von der Federal Aviation, was ist denn seine Federal Aviation Administration, also die Flugaufsichtsbehörde, unter Beobachtung ist und die schauen sich das an. Der Punkt ist aber, also habe ich auch schon viel gelesen, ob man ihm jetzt direkt da draus, ich sag mal, strafmaßtechnisch irgendwas rausdrehen kann, ist schwer zu sagen, weil sie müssen halt nachweisen, dass er tatsächlich vorsätzlich gehandelt hat. Ob das so funktioniert, weiß man natürlich nicht, aber es liegt sehr nahe. Und das Video hat er tatsächlich nachträglich nochmal editiert, hat das Werbeplacement rausgenommen und auch den Part, wo er von seinem Freund irgendwie die Asche verteilen wollte, wo man auch vermutet, dass vielleicht die Familie das als pietätlos angesehen hat von dem Hinterbliebenen und hat ihn darauf auch gebeten, das zu entfernen. Ja, letztendlich wohl eine Aktion für Klicks, die total absurd ist, wenn man sich überlegt, dass dieses Flugzeug unkontrolliert abgestürzt ist, auch wenn das vielleicht ein nicht besiedeltes Gebiet ist. In Kalifornien ist es sehr trocken, ne? Buschfeuer oder Waldbrände sind da jetzt ein bekanntes Problem und ich finde es halt einfach so krass, dass inzwischen Leute einfach so weit gehen für Klicks oder für so eine, ich weiß nicht, für was es genau war, weil Geld, glaube ich, wird bei ihm nicht das Problem gewesen sein. Nee, aber das ist halt, irgendwann bist du wahrscheinlich in einer Spirale drin, wo du halt sehr viel machst für Klicks. Ja. Aber ich glaube halt auch, oder was ist, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass wenn du ein Flugzeug abstürzen lässt, dass das schon bewusst abstürzen lässt, dass das schon einen gewissen Straftatbestand. Ich wollte gerade sagen, also vor allem, weil es halt dann auch unbemannt ist, das ganze Ding. Außer da saß halt wirklich noch irgendjemand versteckt drin, der das Ding dann sicher gelandet hat. Aber nee, weil man sieht ja auch auf dem Video noch den Kameras, die dran sind, dass es abgestürzt ist, die er dann noch danach entfernt hat. Und also es ist halt wirklich maximal so, das passt halt nicht zusammen zu einem normalen Absturz. Vor allem das, auch in dem Moment, wo der Motor ausgeht, er probiert gar nicht erstmal so eine Checkliste durchzugehen. Er packt sich den Selfie-Stick von seiner Kamera, macht die Tür auf und springt raus. Also die Sache ist die, wenn das wirklich ein geplanter Absturz war, also das ist ja auch nichts, mit dem du leicht umgehst. Also das ist ja. Es ist ja jetzt auch nicht nur so, also ein Flugzeug ist ja noch mal schwerer reguliert wie Bodenverkehr. Ja, eben. Oder sowas. Also da kannst du, denke ich, echt übel auf den Sack bekommen. Und also, vor allem in den USA, ich möchte jetzt nicht wissen, was da auf einem fingierten oder in dem Fall vorsätzlichen Flugzeugabsturz steht. Ja, ich würde wünschen, wenn das so rauskommt, ich bin ziemlich sicher, dass es fingiert war, dass ihm auf jeden Fall die Lizenz entzogen wird, weil das ist halt absolut abartig. Aber ich fand es halt generell ein krasses Beispiel für irgendwie das Jahr 22 kann nicht noch, also geht gleich wieder mit so einer YouTube-Scheiße los und kann man sich echt nicht denken. Also es ist schon so viel Pranks und so viel Blödsinn schon passiert, dass ich erinnere nur an diesen Bombenprank in der einen Mall bei uns hier in Deutschland oder so von, aber das setzt dem halt irgendwie nochmal irgendwie die Spitze auf. Ja, ein Flugzeugabsturz hat noch kein deutscher YouTuber gebracht, ohne dass das eine Aufforderung ist. Ich glaube allerdings, wenn das jemand in Deutschland macht, ich glaube, der ist relativ schnell dran. Ja, das aber zu Recht. Also das ist schon heftig. Die andere Frage ist, ob ein Mensch mit dem Charakter auch einen Flugschein bekommt, ist die andere Frage. Ja. Aber na gut, wenn man sich anguckt, wer alles den Führerschein bekommt, dann... Ja. Es ist auf jeden Fall wieder ein krasses Negativbeispiel, deswegen habe ich es auch mit reingebracht. Und ich hatte auch erst das gelesen, dachte mir so, okay, das ist ja jetzt auch... Und vor allem, dass er noch ein Video drüber macht und das Sponsoring vorne reinhaut und alles, ist es halt schon sehr komisch. Ja. Naja, aber passiert, also YouTube macht mittlerweile... so einige Faxen, das ist unglaublich, was da abgeht. Und auch von den Creators. Wollte gerade sagen, dann sieht man aber, dass sowas kann online bleiben, während andere Sachen. Ja, absurd, was da teilweise durch das Raster bei YouTube fällt und was halt eben gefiltert wird.
Gut, Filter, da sind wir schon beim richtigen Thema. Filter gibt es nämlich nicht nur auf YouTube, sondern auch bei Cloud-Diensten. Wir haben es ja im Teaser bereits erwähnt, dass es da scheinbar mittlerweile nicht mehr so unbedacht, oder dass man dann nicht mehr so unbedacht rangehen sollte, wenn man irgendwelche Bilder auf irgendwelche Cloud-Dienste packt oder allgemein Daten auf Cloud-Dienste packt, weil halt auch immer mehr dort gefiltert wird. Und das kann auch ganz böse enden. Ja, richtig. Ich habe das Thema auch mal mitgebracht, weil es tatsächlich bei uns irgendwie auch, präsent geworden ist. Also wir haben Nachwuchs bekommen und dann haben wir letztens noch überlegt, weil wir irgendwie das Kind das erste Mal gebadet haben und so, und man macht halt Babyfotos, und dann bin ich irgendwie durch Zufall über den Artikel gestolpert und es ist so, dass private Fotos auf OneDrive durch einen Fotoscan zur dauerhaften Kontosperrung und sogar zu einem Ermittlungsverfahren führen können. Konkret ist es so, dass einem Nutzer einmal der Zugang zu seinem OneDrive-Konto beziehungsweise generell seinem OneDrive-Account und alles, was damit dranhängt, also Xbox-Konto, gesperrt wurde. Somit waren sämtliche Daten verloren, sämtliche Zugriffe auf Spieletitel, also Xbox-Spieletitel, die damit dranhängen, und auch die E-Mail-Adresse waren nicht mehr verfügbar. Es ist so, dass OneDrive die Fotos, die hochgeladen werden in der Cloud, wohl scannt auf dem Scan-Algorithmen, die eben, Sachen wie Kinderpornografie und solche Sachen eben rausfinden wollen. Da gab es ja auch von Apple mal den Ansatz, dass sie das machen wollten. Ja. Haben sie jetzt wohl wieder auf Eis gelegt. Bei OneDrive ist es so, dass konkret dieser Nutzer sein Online-Fotoalbum wohl neu geordnet hat oder ein Fotoalbum angelegt hat, und keine 2 Stunden später war das Konto gesperrt. Tatsächlich ist sogar ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden, weil es wohl um ein Familienfoto mit einem nackten Kleinkind ging. Wo ich jetzt sage, da bist du heutzutage irgendwie mit dem Handy immer schnell gewillt, knippst irgendwelche Fotos, denkst vielleicht gar nicht drüber nach, der eine oder andere. Also ich möchte nicht wissen, genau, wie viele Kinderfotos in irgendwelchen Alben sind, wo halt Kleinkinder da mal im niedrigen Alter fotografiert wurden. Machen doch Eltern, also ohne dass ich jetzt selbst Kinder habe, aber das machen halt Eltern. Das ist, also ich möchte nicht wissen, wie viele Bilder. Es gibt sicherlich auch Badebilder von mir bei meinen Eltern, aber die sind halt also nicht im OneDrive, die sind halt im Fotoalbum. Genau, das war früher, glaube ich, gar nicht so das Problem, weil da hast du in unserer Zeit Filme noch entwickeln lassen. Heutzutage ist das alles digital. Habe aber letztens jetzt dann auch irgendwie mit meiner Frau darüber gesprochen und auch gesagt, also es ist nicht so, dass wir jetzt gezielt solche Bilder machen, aber wenn du jetzt einfach, wie zum Beispiel das Kind das erste Mal badest, du filmst es, weil du es als Erinnerung haben willst oder so, dann musst du halt echt aufpassen. Vor allem, du weißt ja nicht, wo fängt es an. Reicht es schon, dass das Kind irgendwie oberkörperfrei da rumliegt? Geht es konkreter? Also, das ich wollte ja gerade sagen, geh mal ein paar Jahre weiter, wenn dann dein Kind irgendwann vielleicht mal einen Pool im Garten hat und du machst dann da ein paar Bilder. Oder Urlaub irgendwo am Strand, darf ich dann keine Bilder mehr machen, wenn mein Kind dann in Badehose oben ohne dort sitzt. Ne? Also bei einem Jungen jetzt. Ne? So muss man noch dazu sagen. Zumal musst du ja auch noch sagen, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter auch noch überhaupt kein, also da siehst du ja keinen Unterschied, es sei denn. Ja, das ist das. Also es ist halt irgendwie sehr, sehr absurd. Also prinzipiell, wie gesagt, der Hintergrund auch hinter solchen Scanner, hinter die Idee dahinter, die ist ja gut, die kann ich ja verstehen. Aber das ist halt irgendwie auch wieder so eine schwierige Sache in dem Fall. Und es ist in dem Fall, gab es eine strafrechtliche Ermittlung gegen den Betroffenen. Das ist eingestellt worden, das Verfahren. Trotzdem ist der Zugang zu dem Konto weg. Und es gab wohl auch dann noch mehrere Leute, die, nachdem es veröffentlicht wurde, sich gemeldet haben, denen das so ähnlich ergangen ist. Mhm. Was natürlich schwierig ist. Es ist so, Microsoft verbietet natürlich verbietet das Hochladen von Nacktbildern. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber, wenn man sich mal so zurückerinnert, man setzt Windows irgendwie neu auf, dann bietet Microsoft ja auch gleich wieder an mit der OneDrive, synkt den ganzen Spaß doch irgendwie bei der OneDrive. Das heißt, du musst aktiv das deaktivieren, wenn du das nicht haben willst. Was halt da auch wieder ein bisschen problematisch ist, weil du ja mehr oder weniger direkt da reingedrückt wirst, dass das hochgeladen wird. Also ist halt schwierig, man sollte da ein Auge drauf haben. Also ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem. Also du hast sehr richtig gesagt, immer mehr hängt an dem Microsoft-Konto dran. Und das war ja bei Apple auch genau die Diskussion, dass auch Apple-User gesagt haben, wenn mein iCloud-Account gesperrt wird, ich habe da so viel dran. Das geht bei Apple ja auch weiter mit der Keychain, dass ich da meinen eigenen Passwortmanager habe. Oder Backups, Fotos, alles Mögliche drin habe.
Und wenn dann solche Anbieter kommen und ich meine, Microsoft ist da einer von vielen, Google macht das Gleiche, habe ich auch rausgefunden, Google macht genau das Gleiche mit Google Ja. Drive, dann ist es echt schwierig. Und da muss man wirklich sagen, das schränkt halt wieder die Leute ein. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, keine Nacktbilder ins private OneDrive. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute vielleicht auch gerade so im pubertären Alter von sich Nacktbilder verschicken oder auf die dann auch in Cloud-Diensten liegen, von sich Ja. selbst zum Beispiel. Das ist dann halt weit davon entfernt Oder du von. musst jetzt hier nicht nur ausgehen, dass es privat ist, sondern auch wirklich vollkommen legal. Also es ist Richtig. jetzt. Ja. Ja, genau. So, und wie viele Leute nutzen diesen Speicher halt für das, wofür auch beworben wurde, dass ich einen privaten Speicher für mich persönlich habe. Und dann muss ich halt bis auf alle illegalen Inhalte, alles, was ich auf meine normale Platte laden kann, muss ich dann eigentlich da auch abspeichern können für mein Empfinden, für mein Rechtsempfinden. Das ist auch alles, was ich legal besitzen darf an Bildern, an Zeugs. Das darf ich da auch in meine Cloud hochladen. Und da ist für mich halt was, wo ich sage, das ist für mich einfach ein No-Go, dass man sagt, man schränkt die Leute dann in ihrer, ja, in ihrer persönlichen Was? Entfaltung ein. Ich verstehe den technischen Hintergrund, da ist KI am Werkeln, da sind Ich automatische wollte gerade Algorithmen sagen, am Werkeln. was halt da wahrscheinlich eher die schwierigere Sache ist, ist die KI bzw. den automatischen Algorithmus Ja. so präzise genug hinzubekommen, dass er eben auf illegale Inhalte anschlägt und nicht Ja. auf zufällig, also zufällig dort. Eingestellt, oder was zufällig eingestellt, Na. aber halt auf False Positives. Genau, und da ist halt dann auch wieder die Frage, ist es überhaupt die Aufgabe der Cloud-Anbieter, da reinzugucken? Ne? Also sehe ich halt auch sehr kritisch. Sollte eigentlich auch eher nicht sein, Ja. für meinen Was Geschmack. dazu auch noch kommt, wenn man sich mal überlegt, sei es jetzt durch eine KI, die Konkretes anschaut, sei es aber auch, wie Apple es, glaube ich, vorhatte, mit irgendwelchen Hashes auszuwerten. Du brauchst ja erstmal Vergleichsdaten. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. So. Und Richtig. ich glaube jetzt nicht, dass es mal einfach so eine lokale Datenbank gibt, wo du dir als so ein Cloud-Anbieter mal kurz so eine Datenbank runterziehen kannst, wo sowas als Vergleich drin ist. Also du musst ja irgendwoher musst du es ja haben. Ja, das BKA hat mittlerweile aber auch eine Datenbank mit irgendwelchen Kinderpornos und Ja, Zeugs. gut, Gut, klar. aber da ist es Aber. ja auch wieder in gewisser Weise ein legitimer. Nee, ich meine ja Also. bloß, aber solche Datenbank gibt es ja, wo Ja, klar, genau, aber. aber nicht für den Use Wollte gerade Case. sagen, aber nicht für den Use Case, beziehungsweise wenn, dann musst du halt irgendwie als Sicherheits-KI-Hersteller dann, keine Ahnung, zum BKA oder FBI jetzt, je nachdem, wo du sitzt, hingehen und sagen, Ja. ich würde meine KI gerne darauf trainieren. Und dann ist halt die Frage, inwiefern das überhaupt ethisch zu rechtfertigen ist, wenn ich Ich mich. bin, also ich habe ja auch immer noch so einen Ansatz, wenn ich solche Maßnahmen sehe in der IT-Sicherheit jetzt, dann schaut man sich ja auch an, wie wirkungsvoll ist sowas. Und da muss ich halt feststellen, dass die Wirkung oder der Nutzen im Vergleich zu der Gefahr, dass halt False Positives passieren, ist halt da sehr, sehr gering, der Nutzen, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, man löst das Problem ja damit auch nicht wirklich, weil die Leute, die ja, also wenn jemand da geblockt wird oder verklagt wird oder so, das spricht sich rum, irgendwann benutzen halt solche Leute, die Diese pädophil Dienste nimmer. veranlagt sind, diese Dienste einfach nicht mehr. So, und irgendwann, wenn das Internet, sag ich mal, selbst wenn dieser feuchte Traum von manchen Politikern, dass alles überwacht wird und überall der Staat reingucken kann, naja, dann geht's halt weiterhin, dann werden halt die Dinger weiterhin auf irgendwelchen Medien gebrannt oder kopiert und die Ja. Medien werden dann unter der Ladentheke irgendwo Wollte gerade verteilt. sagen, dann So. sind mal wieder beim alten Schwarzhandel zurück, den du für, keine Ahnung, für eine Stange Zigaretten und So, genau. unmarkierte Geld Wertsachen. Genau, also da sind wir dann wieder an einem Punkt, sag ich mal, das geht dann wieder in die analoge Welt, in diese analoge Lücke rein und dann hast du da wieder die Kriminalität oder diese Leute, die so veranlagt sind. Von daher, du wirst dieses Problem nicht mit Upload-Filtern, da sind wir fast wieder bei der Artikel 13-Debatte und 17, du wirst das Problem nicht mit Upload-Filtern oder mit KI lösen können, das grundlegende Problem, so, das wirst du nicht hinbekommen. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, finde ich diesen Schritt von wahrscheinlich ist auch Microsoft und Google und Apple
Apple weiß man nicht, aber die sind vielleicht auch von den Ermittlungsbehörden genötigt worden, das zu machen. Naja, was vielleicht am Ende noch, außer ihr habt noch was, erstmal habt ihr noch was dazu? Nein. Dann vielleicht am Ende noch so ein paar Ideen meinerseits, was man denn machen kann, weil jetzt ist ja ein guter Hinweis von dir, David, jetzt, vielleicht gibt es ja auch bald noch werdende Eltern bei uns oder vielleicht schon Eltern, die zuhören, was kann man denn machen? Naja, eine Lösung ist zum Beispiel, ich suche mir einen kleineren Cloud-Dienst, der für solche Spielereien gar nicht verpflichtet ist. Hat vielleicht auch wieder den Nachteil, dass ich eigene, dass ich wieder Probleme habe mit Datensicherheit, weil der Anbieter das vielleicht nicht so genau nimmt. Ja, oder ich hoste sowas selbst oder vielleicht ich verschlüssel das Ganze. Verschlüsseln hat halt wieder andere Nachteile. Ich kann halt auf dieser Cloud nicht mehr so komfortabel arbeiten, wie wenn ich alle Daten unverschlüsselt habe, ne? Weil dann kann ich vom Handy drauf zugreifen, vom Webbrowser. Weiß ja jeder, wie so eine Cloud funktioniert. Diesen Komfort verliere ich halt dann einfach dadurch, wenn ich sage, ich verschlüssel meine ganzen Daten, aber es kann halt eine Lösung sein unter Umständen, wenn man in solche Public Cloud Modelle reingeht, dass man sagt, ich verschlüssel halt rigoros alle meine Daten oder zumindest die Bilder. Wobei viele Leute auch diese Alben sehr gerne nutzen, diese Albumsfunktion und so weiter. Tobi? Oder halt, was man da vielleicht noch ganz ich sag jetzt mal, die stumpfste Variante ist, man nutzt halt einfach in dem Sinn keine Cloud-Dienste, was jetzt in gewisser Weise machbar ist, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, aber die andere, so wie du es zum Beispiel gemeint hast, früher gab es Fotoalben. Also die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich mit der Verwandtschaft über gewisse Distanzen entfernt wohne, möchte man natürlich klar mal irgendwie, keine Ahnung, erste Bilder am Strand oder was auch immer, halt keine Ahnung, mal der Oma schicken oder so. Ich sehe es ja bei Verwandtschaft von mir, die wo momentan Nachwuchs in der Familie ist, da wird auch auf etwaigen Messenger-Diensten Kinderfotos und Videos hin und her geschickt. Ja. Ja. Ja, es ist schwierig, aber ich muss ehrlich sagen, ich will nicht mehr auf die Cloud verzichten. Nee, um Gottes Willen. Also ja, das ist halt, war nur wie die stumpfste Lösung vielleicht. Ja, nee, klar. Also wenn es geht, wenn man sagt, okay, man hat kein Problem, wieder zu analogisieren, dann kann man natürlich auf die Cloud verzichten oder halt, man kann es ja trotzdem digital haben, aber eben halt eben lokal auf dem Rechner und schickt halt dann Bilder wieder rum über analoge Wege. Aber es ist eigentlich ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Deswegen halt vielleicht eher sogar, wenn man das Wissen dazu hat, die eigene Cloud, das wäre halt auch wieder so ein Statement gegen diese ganze Zentralisierung des Internets, wo ich auch nicht so der größte Freund davon bin. Aber das passiert in den letzten Jahren halt immer mehr, dass das Internet auf 1, 2, 3 große Anbieter immer mehr zentralisiert wird und eigentlich Server auf anderen Plattformen kaum noch existieren. Und deswegen bin ich auch eher so ein Fan davon zu sagen, lasst uns mal wieder mehr eigene Server betreiben und nicht nur in die großen Public Clouds gehen und uns dann von diesen riesen Konzernen abhängig machen. Und so gerne ich Office 365 nutze, aber es gibt mittlerweile Punkte, wo ich sage, da kriege ich einfach nur, sorry, das Kotzen. Das ist mittlerweile einfach nicht mehr schön. Und deswegen bin ich auch schwer am Überlegen, inwieweit ich zum Beispiel, um da jetzt mal einen Punkt dahinter zu machen, bei CourseOFU Services, also bei unserer CourseOFU Dienstleistungsfirma, die es noch gibt, inwieweit ich da Office 365 praktisch uns irgendwelche Sachen diktieren lasse und inwieweit ich praktisch auf eigene Software, auf eigene Server setze. Und aber klar, Microsoft hat da halt echt mittlerweile sehr den Fuß in der Tür und ich meine, wem sage ich das, Tobi, ne? Du bist Linux-Fan mittlerweile oder immer noch und hast Linux auf dem Desktop und du bist, glaube ich, ganz froh, dass du da nicht so in den Zwängen von Microsoft bist. Also da bin ich echt froh, dass ich mittlerweile aus dem Haufen raus bin. Genau. Und so schön vieles halt ist, aber das ist halt manchmal mittlerweile auch der goldene Käfig bei Microsoft, nicht nur bei Apple. Und das ist halt echt schade. Aber ja, es ist leider Realität mittlerweile und Microsoft will das ja auch. Es geht immer mehr in diese Richtung und ich bin mal gespannt, wann es bei Microsoft
ja, den letzten Windows-Server on-premise gibt. Also das wird irgendwann passieren, dass Microsoft den Windows-Server nicht mehr für on-premise rausbringt, sondern nur noch für Azure. Und dann, ich glaube, dann wird es bei einigen Leuten ziemlich, ja, ziemlich düster. Oder viele Leute werden dann halt wirklich eine Lötsche ziehen, weil sie dann sagen, ja, ich will aber den Server nicht in Azure stehen haben. Und es gibt durchaus Gründe, warum man einen Windows-Server auch on-prem hat. Tobi wird sagen, es gibt keine Gründe für einen Windows-Server überhaupt, aber es gibt durchaus Use-Cases, wo du halt einen Windows-Server brauchst. Bei Servern halte ich mich grundsätzlich zurück, weil ich von denen nicht wirklich Ahnung habe. Deswegen. Genau. Nee, aber das, ja, das nur mal so noch als Abschluss von dem Thema. Bin ich mal gespannt, was dabei noch rauskommt. Wir halten euch natürlich auf den Laufenden, weil das halt uns alle auch betrifft. Ne? Also bis auf Tobi vielleicht. Aber wir alle haben irgendwo in Cloud-Diensten Sachen drin und nutzen Cloud-Dienste. Ich habe ja mal erzählt, CourseOfU ist eine Cloud-Only-Company. Also wir haben nirgendwo On-Prem-Hardware stehen oder irgendwas, sondern es ist alles in der Cloud, in Rechenzentren. Und natürlich auch eigene Server in Rechenzentren, aber es ist alles Cloud. So. Gut, was auch Cloud ist, ist Streaming. Und da gehen ja durchaus mal ordentliche Bandbreiten drüber. Wir haben auch gerade in Vorbereitung dieser Sendung mit unserem Streaming-Equipment etwas gekämpft, bis wir hier heute könnt ihr nichts sagen. Heute haben wir ein sauberes Bild, sehe ich hier gerade in meiner Regie. Bei der letzten Folge konnte man sagen, das sieht aus wie, ja, wie hingekackt und hingeschissen, um mal jemanden zu zitieren. Aber heute ist wirklich Bild super. Und ja, und es gibt halt auch Veranstaltungen, wenn die gestreamt werden, da kommt ordentlich was dabei rum. Und da kann euch der Tobi ein bisschen was erzählen. Genau, und zwar hat sich dank dem bösen C-Wort mal wieder eine Konferenz ins Online-mäßige verschoben. Und zwar, da ja momentan Corona noch gut am Wüten ist, hat sich die RC3, also die Konferenz vom Chaos Computer Club, nach wie vor auch dieses Jahr noch, oder nee, letztes Jahr, oder war? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr war das noch. Die hat sich dann doch nochmal wieder auf online zurückziehen müssen. Und ja, die haben damit rund 300 Gigabit Bandbreite und 200 Terabit Daten gestreamt. Also da haben sie doch durchaus ganz schön was aufgezogen. Die ganze Sache ist die, so wie ich das hier auch verstanden habe, war das auch alles eigene Infrastruktur. Unter anderem haben was die dann heftig eben... heftig ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also das ist Kai Klein, also da ist nicht mal eben, also da hat man nicht mal eben mal einen Server hingerollt oder mal einen Raspi oder mal auch keinen sportlichen Tower oder sowas aufgestellt. Also da... Da hat man schon ordentlich, also da hat man schon ordentlich Wehrmaterial an die Front geräumt, will ich mal so behaupten. Ja, ja. Und ja, also da wurden hier auch durchaus sicheres Routing und eben auch eigene Verteildienste für Daten und alles Mögliche ans Netz gerollt. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Beispiel, wie man es eben auch mal selber machen kann. Natürlich ist jetzt der CCC so ein bisschen der Goldstandard, beziehungsweise auch so ein bisschen die... Eine Machbarkeitsstudie. Die Machbarkeitsstudie von Leuten, die halt eben mit langen Bärten in Kellern sitzen. So ein bisschen... Ja. So böses klingt natürlich, will ich hier nicht das Klischee des Sozial... Ja. Unnormalen Informatikers oder was ist unnormal, ist sozial inadäquaten Informatikers propagieren, aber da sind halt Leute dabei, die geil sind auf Technik. Richtig. Und ich glaube auch mit der ganzen, also mit dem ganzen, was man hier aufgefahren hat, wollte man auch mal so ein bisschen seine Muskeln spielen lassen. Auf jeden Fall. Ja, aber krass, also was da durchgegangen ist, ist schon heftig und vor allem, du musst ja auch erstmal so eine Anbindung an den Backbone bekommen. Ich meine, bei so einem Kongress ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Teilnehmer davon genau Connections zu sowas hat oder in einem RZ arbeitet oder in einem Knotenpunkt und so weiter. Aber du musst halt auch erstmal Glasfaserleitungen dahin bekommen, die das übertragen können und das ist schon heftig.
Ja, aber es hat scheinbar auch ganz gut funktioniert. Ja. Was mir doch noch gerade aufgefallen ist, noch ganz unten im Bericht noch eine ganz interessante Sache. Es wurden 23 Dolmetscher auch noch eingesetzt, also eben um das Ganze auch mehrsprachig für ganze 139 Vorträge zu präsentieren und zu dolmetschen und zu übersetzen. Ja, das ist schon, vor allem was halt bei solchen Dingern auch immer krass ist, du kannst sowas ja nie vorher so 100% prüfen oder testen. Das hat man jetzt auch gesehen bei einem, bei einem befreundeten Projekt, sag ich mal. Die hatten jetzt über Silvester diesen 48 Hours Silvester Stream am Start. Und ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn da irgendwas nicht läuft, das kannst du vorher nicht testen. Du kannst die ganze Technik selten unter so einer Belastung mal 48 Stunden am Stück prüfen und so weiter, das ist unmöglich. Ne? Und also, selbst wenn du irgendwie die Last simulieren kannst oder beziehungsweise auch in dem Sinn schon mal gemacht hast, musst du ja auch immer mit der Fluktuation vom Netz rechnen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich da... Ja, ich bewege mich ja dann auch irgendwo in einem technisch öffentlichen Raum. Also da kann auch mal Zeug passieren, mit dem ich eben nichts zu tun habe. Richtig, genau. Ob das jetzt ein DDoS-Angriff ist oder eben halt auch irgendwie, gut, bei einem Hacker-Kongress eher weniger, aber irgendwelche... Ja gut, die arme Sau, die den Kongress DDoS... Ja, oder halt irgendwelche Leute, die halt Sachen nicht so benutzen, wie man sie benutzen soll. Dadurch entstehen ja auch oft unvorhergesehene Sachen. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Fehler in Unternehmens-IT-Bereichen entstehen, einfach weil User nicht das machen, was sie sollen oder wie es im Lehrbuch steht oder ihnen beigebracht wurde. Und deswegen, also allen Respekt, kann man nur sagen. Und so eine Bandbreite hätte ich auch gerne mal zur Verfügung, ehrlich gesagt. Ja. 300 Gigabit, das wäre was für unser Heimnetzwerk, David. Also das wäre noch mehr Herausforderung. Jeder 150, ne? Da gehst du dann her mit Steam-Bibliothek runterladen, fertig. Dann könnte ich meine 100 Gigabit Netzwerkkarten ja mal sinnvoll nutzen. Ja, genau. Also. Ja, am besten schreibst du die nochmal irgendwo an der Uni oder so ein und nimmst dann einfach den Tower mit den Netzwerkkarten mit. Genau. Da freut sich dann auch die Uni, wenn du ihren Backbone leer ziehst. Ah, ich weiß noch so früher LAN-Partys, wo dann halt einfach mal so Festplatten mitgeschleift wurden und dann hier ist eine Freigabe im Netzwerk, da liegen so ein paar Sachen. Mhm. Das war noch Zeit. Counter-Strike Source. Ja, genau. Ja. Counter-Strike Source auf einem mini-kleinen USB-Stick. Ja, oder in der Berufsschule, wo es dann irgendwelche Laufwerke gibt, wo dann halt Spiele liegen zur Beschäftigung. Ja, Sachen. Viele Leute werden sich jetzt wiederfinden bei den Aussagen, bin ich mir sicher. Ja. Bin ich mir sehr, sehr sicher gerade. Oder irgendwie die Forkbomb, die man da unter den ganzen Spielen versteckt hat, weil man Arsch ist. Klar. Naja. Es lernt aber Netzwerksicherheit sowas. Stimmt, also da lernt man was. Ne? Das war ja auch so die Aussage von Sebastian Schreiber damals im Interview auf der ITSA, wo er gesagt hat, er lernt dadurch, dass er IT-Systeme in Grenzbereichen betreibt. So, ne? Das ist jetzt mal eine Aussage von einem Pentester. Die lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, würde ich mal sagen. Ja. Aber er hat ja recht. Also nur so, also so kriegst du viel mit, wenn du halt IT im Grenzbereich betreibst und da kannst du einiges lernen einfach. Und deswegen müssen ja auch Leute, die IT-Sicherheit in Unternehmen leben wollen, auch wissen, wie Angriffe funktionieren. Es nützt ja nichts, wenn ich irgendwas verhindern möchte, aber gar nicht weiß, wie ein Angreifer arbeitet. Ist halt auch blöd dann. Gut. Jo, dann kommen wir noch zu einem kleinen Microsoft-Einkauf. Und mal eben kurz bei Aldi gewesen. Und zwar hat Microsoft sich die Firma Activision Blizzard angeeignet. Für die läppische Summe von 69 Milliarden Dollar. Also hat man mal auf der Portokante. Kennt man. Was gibt es da zu viel zu sagen? Ja, Microsoft ist ja auch momentan eher mal so ein bisschen am Spieleentwickler aufkaufen. Ja. Und also ich muss dazu sagen, ich hatte mit Steffi schon in der Pre-Show davon, ich hatte es mit einer Bekannten schon drüber, über den Kauf von,
von Activision. Und ich sehe das Ganze, so böse es klingt, erstmal positiv, da ja Blizzard und Activision die letzten Jahre, also die letzte Zeit, eher so ein bisschen Negativpresse hatten. Und ja, vielleicht wird dann auch dann mit dem Kauf über, ich sag jetzt mal, Wegrationalisierung und Umstrukturierung vielleicht da mal ein bisschen die Unternehmenspolitik entschlackt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich wollte gerade sagen, die Hoffnung stirbt bei der ganzen Aktion zuletzt. Schauen wir mal, was schlussendlich bei rumkommt. Na gut, ist halt wieder insofern, man hat dann noch mehr wieder zentralisiert, aber... Genau, das ist halt auch wieder so ein Ding. Die andere Sache ist, AAA-Titel im Jahre 2022, wenn man da was Unzentralisiertes will, glaube ich, braucht man keinen AAA-Titel kaufen. Ja, klar, stimmt wieder. Also, ich meine halt, also, was halt bei Microsoft so ein bisschen befremdlich ist, dass Microsoft es halt scheinbar nicht mal bei den eigenen Produkten hinbekommt, dass die ordentlich auf einem Windows-Rechner laufen. Das ist halt oftmals auch so ein bisschen, was halt gerade im Gaming-Bereich halt schon ziemlich nervig ist. Also, du kannst halt sagen, okay, es liegt vielleicht an den Varianten der Systeme. Okay, das ist ein Argument, das kann man auch bei Windows zählen lassen, ja, aber teilweise sind es halt so offensichtliche Sachen, dass du da irgendwelche, zum Beispiel IPv6 deaktivieren musst, gab es auch schon bei einem Spiel, da hatte Felix den Fall. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Microsoft-Titel das war, wo du dann wirklich IPv6 deaktivieren musst auf der Grafikkarte, sonst läuft das Spiel nicht. Oder halt dann auch irgendwelche wilden Geschichten mit irgendwelchen Kopierschutz und ja gut, da, aber das sind ja alle, also da steht es überall. Da habe ich auch so eine kleine Anekdote, was da vielleicht noch ist. Ich habe mir letztens die Halo Collection gegönnt und ich kann aber keinen Shit freischalten, weil das alles nur über so Season, also so Dinger geht und die halt nicht, weil sie sich eben dank Proton nicht mit der Cloud verbinden können, weil die der Meinung sind, dass die Kompatibilitätsschicht Proton ein ganz, ganz böses Hacker-Tool ist. Natürlich, ja. Ja, kann ich halt keine Panzerungsfreischaltungen oder online zocken, aber bevor ich Halo online spiele, da habe ich sagen wir es mal so, ich habe keinen Bock, neue Schimpfwörter zu lernen. Okay. Also wenn die Community noch genauso toxisch ist wie damals auf der Xbox, dann... Ja gut. Um Gottes Willen, nee, danke. Da machst du dann irgendwelche Gullideckel auf. Ja, ja, da ist noch Kanaltauchen noch angenehm dagegen. Ja. Ja, also im Moment kann man ja wenig dazu sagen, außer dass es halt ein krasser Deal ist. Also das kann man jetzt, so festhalten. Ist jetzt kein kleiner... Genau. Kleiner Kauf und was man vielleicht eher da auch noch gedacht hat, weil Activision Blizzard war ja auch immer so ein bisschen das freie Flaggschiff ist ein bisschen übertrieben, aber ja doch ein Name im Gaming-Bereich. Ja, ja. Also das war jetzt nichts, wo man sich leichtfertig drüber, oder was ist leichtfertig, aber die hatten schon ordentlich Schwungmasse, wenn man da mal was gehört hat. Es ist halt dann auch wieder die Frage, wie weit sich dann Microsoft noch in Richtung andere Plattformen öffnet mit den Produkten dann, aber ich glaube, das können die sich gar nicht leisten, dass sie da sich irgendwie eine Xbox-Only-Strategie fahren. Und man sieht es ja sogar bei Microsoft, man erschrickt ja manchmal ganz sehr, wenn man sieht, wie weit die sich mittlerweile auch im Bereich Open Source und Linux breit machen und da auch supporten und so. Mhm. Das hat aber auch viel, glaube ich, mit dem neuen CEO oder neuen alten CEO zu tun. Also unter Bill Gates oder auch Steve Ballmer wäre das nie passiert, dass Microsoft sich so in dem Open Source Markt oder auch Linux allgemein, dass da so viel Interesse dafür besteht, dass auch diese Plattformen zusammenarbeiten oder dass du auch wie selbstverständlich in der Microsoft Azure Cloud auch mit Linux VMs arbeiten kannst. Und das ist schon, finde ich, aber auch eine gute Entwicklung. Ja, und ich glaube, das ist auch unbedingt notwendig, weil mittlerweile halt sich die Leute aus den Bereichen einfach die Vorteile rausziehen. Ne? Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, einen Webserver mit Windows zu betreiben. Es gibt aber auch sicherlich Firmen, da hat es, da ist es so, da wird er mit Windows betrieben, da hat es bestimmt auch gewisse Gründe dafür. Aber ich suche mir halt das, wo ich sage, da läuft es für mich am besten und es funktioniert für mich am besten.
Und auch andersrum, ne? Also es gibt halt auch Fälle, wo halt einfach Windows besser ist oder Linux. Und deswegen sollte auch eine Microsoft kapieren, und das haben sie ja scheinbar, dass sie nicht der Mittelpunkt der Erde sind. Und dass man aber auch Geld verdienen kann, indem man den anderen Leuten keine Steine in den Weg wirft, sondern dass man mit denen zusammen guckt, dass denen ihre IT läuft. Und was ich mir halt da noch wünschen würde, ist, wenn sie mal ihr DirectX-Scheiße bisschen weiter öffnen, beziehungsweise mal überarbeiten. Ja. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich da vielleicht ein bisschen kritisch sehe, wenn die mal sich in viel diese Open-Source-Bereiche mit einmischen, wenn sie es mal irgendwann dann sich entscheiden, den Ding dicht zu machen, also das dann als Closed-Source beziehungsweise Geldhand zudrehen, aber das sieht man ja, dass es jetzt trotzdem bisher noch nicht der Fall war. Und die andere Sache ist, ich glaube, wenn sowas dann wirklich mal passiert, dann ist da eh erstmal durch die Community Terror. Ja. Das andere ist ja auch, das sieht man ja zum Beispiel bei Google, da sieht man das häufiger, dass Google halt irgendwelche Projekte supportet, aufkauft und dann am langen Arm verhungern lässt. Mhm. Und deswegen ist Google bei den meisten immer noch, leider Gottes, immer noch dein Freund. Und ich sehe das mittlerweile schon sehr kritisch. Also Google macht das relativ regelmäßig und Google steckt ja auch viel Geld in Mozilla rein und also was bei Mozilla im Moment abgeht, ist ja auch so, boah, also ich muss irgendwie sagen, so langsam, ich bin froh, dass ich mich mittlerweile so ein bisschen von Firefox oder Mozilla löse. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber irgendwie dieser Verein, das wird ja immer gruseliger, was sie da veranstalten, auch intern, was da abgeht. Wie war das letztens mit irgendwelchen Spenden über irgendein dubioses Ding? Hatte ich, glaube ich, einen Krypto, Tweet geschickt oder so. Über so einen Krypto-Dienst, ja. Ja, wo der ursprüngliche Mozilla vorne drunter geschrieben hat, sodass ihr euch nicht schämt, mit so einer Scheiße überhaupt nach Spenden aufzurufen. Ja, genau. Also es ist sehr absurd. Es ist schon mittlerweile sehr absurd und deswegen weiß ich auch nicht. Also ich war früher ja ein Riesenverfechter vom Firefox, ist im Moment auch noch der Browser Nummer 1 bei mir, noch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wer weiß, wie das in ein paar Monaten oder Jahren aussieht, wenn da noch mehr ans Tageslicht kommt oder vielleicht auch Google noch tiefer in das System einsteigt oder irgendwann auch die Browser-Engine weg ist, weil dann gibt es für mich auch keinen Grund mehr, den Mozilla zu benutzen. Mhm. Wenn die dann irgendwann auch die Chromium-Engine drin haben, ja, dann kann ich ja gleich dann mir irgendwas anderes suchen. Es gibt ja auch den klassischen Musiker, wie du es genannt hast, was ja auch ehemalige Opera-Entwickler sind beim Vivaldi, die halt unzufrieden waren, wie sich Opera entwickelt hat, was ja früher auch ein wirklich gutes Projekt war und die hatten früher ja auch viel Augenmerk auf Privacy und so weiter. Was aber bei Mozilla vielleicht auch irgendwann mal per se nicht mehr vorhanden sein kann. Naja gut, wir driften jetzt ab, aber wir driften gerade ganz böse ab. Wir driften gerade ganz böse in ein schwarzes Loch. Aber das ist, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, Microsoft. Es ist jetzt alles ganz frisch, es hat sich noch nichts verändert. Das kann auch sein, dass die Firmen einfach so weiterarbeiten. Es gibt ja auch Übernahmen, wo halt dann einfach nicht reingequatscht wird, wo es einfach so weiterläuft wie bisher. Ich wollte gerade sagen, da wird vielleicht mal ein bisschen was umstrukturiert, irgendwo im Board mal jemand dazu gesetzt, der so ein bisschen die Finanzen überwacht und genau, die FIBU läuft dann mit Navision oder mit Dynamics. Excel Datenbank. Das kann natürlich passieren bei Microsoft dann. Naja, was auch passieren kann, außer ihr habt noch irgendwas zu dem Thema. David, du noch? Nee. Dann, was passieren kann, dass man mal seinen DSL-Anbieter wechseln möchte. So, und das ist ja so eine Geschichte, man wird vielleicht auch mal dazu genötigt, ohne dass ich jetzt mich selbst angucken möchte, aber es kann passieren, dass mal der Anbieter sagt, yo, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und das ist genau jetzt passiert. Ich bin bei einem, ich möchte jetzt da keine Firmennamen nennen, ich bin jetzt gerade bei einem spanischen Großkonzern, der auch in Deutschland mit einer Brand anwesend ist,
bin ich aktuell noch im DSL-Vertrag. Davor war ich jahrelang Telekom-Kunde. Es gab einige Sachen, die uns so ein bisschen auseinandergerissen haben. Also das war jetzt nicht so das beste Verhältnis mit der Telekom. Manches hat wirklich super geklappt und manches war einfach beschissen. Darum soll es aber jetzt erstmal nicht gehen. Und und jetzt bin ich jetzt nach einem Jahr von dem spanischen Konzern wieder weg aus diversen Gründen. Weil aber der Konzern aber auch mit mir zusammen nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Ich habe hier fürs Büro und so weiter, für Wohnungen und so, haben wir jetzt hier im Haus einen Business-DSL-Vertrag mit denen, wegen zugesicherter Service-Reaktionszeiten, wegen statischer IP. Wir haben ja schon über das Thema Home-Netzwerk geredet. Da kommt bei mir halt noch dazu, dass das Home-Netzwerk gekoppelt ist mit einem Teil meiner Büroinfrastruktur, die halt nicht im Rechenzentrum ist, also mein Rechner und so, wo ich auch für QSO4U Services Sachen mache. Und da ist es halt praktisch, wenn ich eine öffentliche statische IP habe. Und ja, letztendlich, long story short, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück zur Telekom. Details möchte ich jetzt nicht nennen, warum das der Fall ist, aber ich bin jetzt wieder zurück und jetzt habe ich gemerkt, dieser Wechselprozess, der stinkt von vorne bis hinten. Ich bin auf die Website gegangen, habe gesehen, hey, das gibt ganz tolle Tarife mit statischer IP. Vor 2 Jahren, wo ich die gebraucht hätte, hätte ich dafür 200 Euro oder noch mehr bezahlen müssen und hätte nur die Hälfte der Bandbreite bekommen, die ich jetzt bekomme. Alles gut. Bestell dieses Ding und es passiert erstmal nichts. 2 Wochen lang passiert gar nichts. Ich krieg eine E-Mail zwar ein paar Minuten danach, danach ist aber nichts mehr passiert. Naja, dann denke ich mal, okay, wendest du dich mal an den Support bei der Telekom. Die haben auf ihrer Website, das muss ich positiv hervorheben, haben die einen Kundenchat. Ich telefoniere nicht gern mit Support-Hotlines, kam mir ganz gelegen, habe ich gechattet, war auch sehr nett. Der Mitarbeiter dort hat auch einen kompetenten Eindruck gemacht und hat gemeint, ja, das ist alles ganz klar. Er hat jetzt nachgeguckt, da ist ein interner Fehler im System. Gut, dass ich mich gemeldet habe, weil sonst wäre dieser Vorgang gar nicht weitergegangen. Denke ich mir, gut, ist ja schön, aber dann schreib doch bitte eine Mail, dass ich mich nochmal beim Kundenservice melden soll, damit es weitergeht, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich nicht gemeldet hätte, ein anderer Kunde hätte monatelang gewartet und sich gewundert, warum nichts vorangeht. Okay, aber er hat jetzt alles eingetütet. Ich bekomme jetzt eine Mail nochmal als Bestätigung. Und es geht jetzt garantiert weiter. Ich soll einfach nur Geduld haben. Nochmal 2 Wochen warten. Dann habe ich 2 Wochen gewartet, 3 Wochen gewartet, wieder nichts passiert. Denke ich, okay, dann schreib's halt nochmal den Mitarbeiter an. Ja, bla bla bla, alles gut. Ich habe jetzt nachgeguckt. Sie haben ja Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt. Sag ich, E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt? Ja, wo denn? Ich habe gar keine E-Mail bekommen, dass ich die E-Mail-Adresse bestätigen soll. Ja, die E-Mail schicke ich Ihnen jetzt raus. Ach ja, und übrigens, Sie wollen ja Ihre Telefonnummern mitnehmen. Hier ist nochmal ein Formular. Füllen Sie das bitte aus und schicken Sie mir das nochmal zu. Kein Problem, mache ich. E-Mail bekommen, wo ich diesen Bestätigungslink anklicken soll, hieß es auf einmal, bitte geben Sie Ihre Kundennummer ein. Ich habe keine Kundennummer. Ich bin ja jetzt erst wieder Neukunde geworden. Ich habe keine Kundennummer. Geht aber nicht wegklicken. Du musst deine Kundennummer angeben. Also nochmal den Chat aufgemacht. Mitarbeiter wieder sehr bemüht. Ach ja, Sie brauchen Ihre Kundennummer. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber hier ist Ihre Kundennummer, die Sie bekommen haben. Okay, Kundennummer eingegeben, E-Mail-Adresse bestätigt. Vorangegangen muss ich noch sagen, ich konnte mit unserer Domain keine Bestellung auslösen, weil das Formular der Telekom-Website keine Top-Level-Domains mit .services unterstützt. Aber unsere Firma heißt ja QSO4U Services, deswegen haben wir auch die Top-Level-Domain QSO4U.services. So, also ich konnte mit der QSO4U Services-Mail-Adresse keine Kundennummer öffnen bei denen. Das ist vorangegangen. Das ist nochmal vorangegangen dann. So, dann habe ich die E-Mail-Adresse bestätigt. Dann wieder nichts gehört. Ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das waren dann auch schon wieder Wochen ins Land gegangen. Habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Dann nochmal den Chat aufgemacht.
Ja, Sie haben ja noch nicht Ihre Rufnummernportierung bestätigt. Ich sage, doch, das habe ich doch gemacht. Ja, scheinbar ist da ein Problem intern war da ein Problem intern. Hier nochmal das Formular. Ich sage, das kann doch nicht sein, ich habe das Formular doch schon mal. Ja, das ist jetzt ein anderes Formular. Okay, Formular nochmal ausgefüllt. Nochmal zur Telekom hingemailt. Wieder nichts gehört. Dann habe ich nochmal nachgefragt, nach 2 Wochen. Ja, es gibt Probleme bei der Rufnummernportierung, weil angeblich der Name nicht stimmt. Was kann da nicht stimmen? Ich meine, die Firma heißt nach wie vor genauso wie vorher. Ja, wir bemühen uns da. Füllen Sie doch bitte nochmal das Formular zur Portierung aus. Zum dritten Mal wohlgemerkt. So, in der Zwischenzeit habe ich schon, da muss ich sagen, auch sehr kompetente Leute, Telekom hilft bei Twitter angetwittert, haben meinen Ärger Luft gemacht, weil ich sage, es kann doch nicht sein. So viel habt ihr schon mal diesen Prozess intern durchdiskutiert oder mal einer einen Testkauf gemacht. Du wirst wahnsinnig, die wachsen graue Haare, du drehst durch, wenn du das machst. So, das ist ja immer noch nicht am Ende. Jetzt kam dann irgendwann mal ein Anruf auf mein Handy. Hallo, ich bin Ihr Wechselmanager. Ich so, okay. Wenn sie dir dann schon eine extra Person zur Verfügung stellen, weißt du, es gibt Probleme. Gut, wir sind ja auch Geschäftskunde. Habe ich gedacht, okay, als Geschäftskunde ist ja toll, Wechselmanager, alles super. Ich kümmere mich um alles, hat er dann zu mir gesagt. Habe ich gesagt, okay, super, wunderbar, auf Sie habe ich gewartet, dass endlich mal einer sich kümmert bei der Telekom. Dann kümmern Sie sich mal, ne? So, dann hat er gemeint, er hat jetzt nochmal bei dem anderen spanischen Anbieter nachgefragt, angeblich ist der Name immer noch nicht gültig. So, dann haben wir rausgefunden, dass die scheinbar Probleme haben mit Zahlen im Namen. So, das war das eine. So, das irgendwie, also im Firmennamen. So, dann haben wir denen einfach meinen Vor- und Nachnamen als Vertragsinhaber, der ja auch hinterlegt ist, gegeben. Auf einmal ging der Wechsel. So, auf einmal hatte ich dann aber auch eine Info bekommen, wann das Ganze, da muss ich sagen, Telekom, das finde ich bei der Telekom gut. Du hast dann so ein Portal, wo du nachgucken kannst, wie der Wechselstatus ist. Was scheiße ist, dieses Portal ist nicht an deine Kundennummer gekoppelt. Du kriegst eigene Zugangsdaten, die du im Browser auch nicht abspeichern kannst. Also auch wieder völlig unnötig kompliziert gemacht, aber das geht. Also du siehst dann, es sieht aus wie Web der 2000er Jahre und du kannst dann nachgucken, was ist denn jetzt mit deinem Wechselstatus. Dann hat mich nochmal mein Wechselmanager angerufen. Herr Kolb, ich glaube, Sie haben vergessen, Hardware zu bestellen. Sag ich, wieso Hardware bestellen? Ich will keinen Speedport. Und, ja, aber Sie können doch auch eine Digitalisierungsbox von der Telekom kaufen. Nein, ich will keine Digitalisierungsbox bleib von der mir Telekom. Fern damit. Naja, letztendlich hat er dann gesagt, okay, dann vermerke ich, dann müssen Sie mir aber nochmal schriftlich bestätigen, dass ich Sie belehrt habe, dass Sie keinen Router von uns haben wollen und dass Sie das dann trotzdem beauftragen wollen. Ich sagte, okay, mache ich, habe ich den nochmal. Also ich glaube, ich habe einen Schriftverkehr gehabt, das ist schlimmer wie bei einer Scheidung, ohne Witz mit der Telekom. 10.000 Blätter hin und her, Formulare hin und her, und jetzt steht steht jetzt der Umschalttermin fest. Jetzt geht's ja noch weiter. Jetzt habe ich den Umschalttermin. Ich habe denen gesagt, ich will keinen Router haben. Ich habe hier was funktioniert, weil Telekom-Router stinkt, will ich nicht haben. So, jetzt habe ich die Zugangsdaten bekommen. Jetzt steht da auch drauf auf dem, ich kann es vielleicht mal in die Kamera halten, ohne die Zugangsdaten zu zeigen. Moment, ich habe den Brief nämlich hier. Und ich habe hier stehen, dass ich mich im Portal, das ist auf der Rückseite, na, Telekom, bla, dass ich mich im Portal anmelden kann und auch mit meine öffentliche IP einrichten kann und so weiter und so fort. Das steht hier alles in dem Schreiben von, mein Text werdet ihr jetzt nicht lesen können, aber ihr seht, ich habe hier ein Schreiben von der Telekom. Und jetzt will ich mit meiner Kundennummer mich dort anmelden, sagt die Kundennummer existiert gar nicht. Also ich will mir einen Kundenaccount im Portal registrieren. Geht nicht. Kundennummer existiert nicht. Naja gut, dann gibt es unten das Feld, geben Sie Ihre Zugangsdaten vom DSL-Login ein. Ich gedacht, okay, die habe ich ja auch schon bekommen, gebe ich die ein. Das heißt, ja, das gibt's noch nicht. Sag ich, ja,
super, dann schreibe ich den Support an, dann sagt der Support zu mir, ja, alles gut, das geht ja erst am Tag der Umschaltung. Erst ab da kann ich dann meine Telefonnummern einrichten im Portal und kann ich zum Beispiel auch meine statische IP und so weiter einrichten. Und da habe ich gesagt, Leute, schreibt das halt irgendwo hin. So, und das andere Problem, was ich halt auch sehe, wenn da irgendwas einzustellen ist, was vielleicht tagelang eine Bearbeitungszeit beansprucht, kann ja sein, dass ich den Anschluss dann am Umschalttag noch gar nicht vollständig nutzen kann, weil ich diese Features erst einrichten kann am Umschalttag. Also, das ist ein Irrsinn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch öffentlich Telekom hilft geschrieben. Bitte, Leute, Telekom, eure Technik mag ja super sein, die teuerste sein, die es auf dem Markt gibt, whatever, aber prüft bitte mal eure Vertragsabschlüsse auf Nutzbarkeit, Sinnhaftigkeit der Formulare. Das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn ich mir vorstelle, dass da jemand einen Vertrag abschließen soll, der kein ITler ist, der dreht doch durch. Der kriegt doch das kalte Kotzen. Also anders kann man es doch gar nicht sagen. Ah, also Telekom, wie gesagt, technisch vielleicht super, aber der Service manchmal. Und wie gesagt, der Chat war super, Telekom hilft war super, die Leute waren super freundlich, super bemüht, was man von einem spanischen Anbieter nicht behaupten kann. Aber ey, solche Formulare und dann die Leute zu nerven, nochmal schicken, nochmal bestätigen, nochmal neues Formular, das kann's doch echt nicht sein. Also am Ende habe ich mir gedacht, Alter, warum hast du diese Telefonnummern mitgenommen? So wichtig waren die nicht. Festnetz benutzt sowieso kein Mensch mehr. Aber warum willst du diese Telefonnummern mitnehmen? Hätte ich es mal nicht gemacht, weil das wäre wahrscheinlich für meine Nerven wesentlich besser gewesen. Naja, gut. Aber Leute, die in der Telekom Cloud sind, die mussten ja auch leiden, gell, David? Da gab es ja auch ein bisschen Probleme. Wir hatten es im letzten Tech-Talk, habe ich ja auch schon gebracht, dass da ja eine Umstellung war, wo man einfach mal angekündigt hat, dass die Cloud für 2 bis 3 Tage offline ist. Entschuldigung. So. Was ja eh schon irgendwie sehr sportlich ist, wenn ich sage, ich biete einen Cloud-Dienst an und sage, oh, der ist jetzt mal 3 Tage offline. Man stellt sich mal vor, Google oder Microsoft bringt den Move. Ich glaube, das kommt nicht so, das können sie sich nicht erlauben. Aber gut, Magenta Cloud ist ja irgendwie auch so ein Projekt auf der, also gefühlt so ein Nebenprojekt auf dem Abstellgleis, was man halt irgendwie mitbetreibt, damit halt irgendwie der Kunde, der sonst keine Ahnung hat, ein bisschen Cloud-Speicher hat. Ist ja okay, meine Güte. Wie viele Online-E-Mail-Adressen im Prinzip. Ne? Genau. Also, niemand wirklich, der sich auskennt, würde sowas ernsthaft als Maildienst benutzen. Also alle Leute, die ich kenne, die bei der Telekom arbeiten, die benutzen privat auch keine Online-Adresse. Nein. Naja, auf jeden Fall, aber gut. Anyway. Ursprünglich gab es ja am 19. November schon die Info darüber, dass Leute ihre Sachen selber sichern müssen und wieder hochladen müssen, was ja das nächste Ad Absurdum ist und wie gesagt, das nicht erreichbar ist und naja, sagen wir es mal so, die Telekom hat jetzt nicht gerade, ich sag mal, nicht gegeizt mit den Tagen, an denen der Dienst nicht verfügbar ist. Also es war so, dass teilweise auch Tage später immer noch Serverfehler kommen. Und ich habe tatsächlich auch in den Telekom-Hilft-Foren mal so ein bisschen geschaut. Also der Thread hat inzwischen 439 Seiten dazu. Ach, du Scheiße. Und bis heute, also heute sind noch aktuell Sachen gepostet worden. Es gibt Probleme wie Dateien über 1 GB Größe können nicht runtergeladen werden. Bei manchen sind die Daten komplett weg. Also die haben sie wieder hochgeladen, dann hat die Telekom nochmal wohl irgendwas gemacht, dann waren die Daten komplett weg. Auch wenn man weiter vorher schaut, also zum Zeit der Umstellung war es so, 3, 4, 5 Tage über den Umstellungstermin gab es Punkte wie, ja, heute gehen wir alle ins Bett, wir kriegen das heute nicht mehr hingestellt, sorry, tut uns leid, wir machen morgen weiter. Das ist halt so mehr oder weniger der O-Ton. Hier, ich persönlich hatte zwar schon Feierabend, aber wir können halt da erst morgen weitermachen. Und dann hieß es ja, es gibt ja auch die Sorge, dass es zu Datenverlusten kommen könnte. Das kann durchaus sein und keine Ahnung. Also ein totales Durcheinander. Nichts hat so wirklich geklappt. Und ja, also auch der eine oder andere Telekom-Experte oder Mitarbeiter, der gepostet hat, hat nicht so ganz verstanden, warum das eigentlich alles so abläuft. Aber also wirklich total krude. Also da kann man echt nur keinem wünschen, dass er diesen Dienst irgendwie ernsthaft nutzt, weil dann bist du echt verloren. Und die haben bis jetzt, wie gesagt, immer noch Probleme.
Und das ist eigentlich wirklich schade, weil wir hatten es ja vorhin über amerikanische Cloud-Dienste und so weiter. Und ich meine, die Telekom, wenn man jetzt nicht unbedingt Google oder Microsoft oder Amazon traut, dann denkt man ja, naja gut, dann werfe ich halt meine Daten bei der Telekom ein und ich vertraue der Telekom mehr. Den Gedanken kann man ja haben, durchaus. Aber wenn man dann so enttäuscht ist und vielleicht sogar noch Firmendaten da reinlegt in so eine Cloud, dann bist du halt echt verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Also das wäre halt wirklich ein Armutszeugnis oder ist ein Armutszeugnis für die Telekom, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, aber krasse, krasse Geschichte. Anders kann man es nicht sagen. Hoffen wir mal, dass sich das bald behebt. Aber man sieht ja... Hoffen wir mal, dass dann dabei ein gutes Produkt rauskommt und nicht... Ja, also ich habe mich auch, ich müsste mal gucken, ich habe ja noch einen Account bei der Telekom, also einen privaten Account, auch von dieser Cloud, weil die hatte ich auch mal testweise in der Benutzung. Ich habe das auch mal genutzt und, tatsächlich, um jemanden einfach mal kurz ein paar Daten drüber zu schaufeln, weil ich den gerade irgendwie noch installiert hatte, den Client, und dafür hat es auch ausgereicht, aber performant war das nicht. Nee, aber da wäre mal interessant, wie das Ding jetzt aussieht, weil es ist ja jetzt angeblich überarbeitet worden, was da so Tolles, Neues dazugekommen ist. Ich fand die Oberfläche auch schwierig, aber ich finde die Oberfläche auch von den Speedport-Routern schwierig und auch von vom E-Mail, also von dem T-Online. Ja. Ich habe auch noch so aus ein Relikt aus alten Zeiten, ich habe auch noch so eine Steffen-Kolb-E-Mail-Adresse von T-Online. Weil das halt damals, keine Ahnung, meine Eltern hatten die Online-E-Mail-Adresse. Es war dabei und man hat es nicht besser gewusst. Genau. Genau, man hat es nicht besser gewusst und dann hat man sich halt da eine erstellt, genauso wie die Leute, die noch eine Web.de-E-Mail-Adresse irgendwo rumfliegen haben oder GMX. Aber das ist, also das, diese Oberfläche ist einfach eine absolute Katastrophe und deswegen würde ich, selbst wenn ich es weiterhin benutzen würde, dann würde ich auf gar keinen Fall die Web-GUI benutzen, sondern eher dann irgendwie mir einen Mail-Client installieren und über IMAP, nicht über POP3, wohlgemerkt, gibt es ja immer noch Leute, die so mit, also wer mit POP3 2022... Ich hatte genau diesen Eklat mit meinen Eltern jetzt erst letzte Woche und ja, die E-Mails waren wieder alle weg. Also wer noch mit POP3 2022 im Internet unterwegs ist, Leute, bitte. Der hat entweder einen sehr, sehr validen Grund oder weiß nicht, was er tut. Genau, also das sind genau die zwei Punkte, aber ich behaupte mal, es gibt eigentlich im Moment keinen validen Grund mehr, seine E-Mails lokal zu speichern und dann irgendwann sind sie halt mal weg, wenn man sich nicht adäquat um das System kümmert. Ach ja, anyway, jetzt haben wir so viel über die Telekom gebasht. Wie gesagt, wenn das umgestellt ist, dann reden wir mal über Sachen, hoffentlich, die wirklich gut funktionieren bei einem Telekom-Business-DSL-Anschluss. Ich hoffe, ich kann darüber in ein paar Wochen mal berichten. Gut, was auch Thema schon war, waren ja so Router. Also ich bin ja kein Freund vom Speedport. Also wenn ich mir so einen Consumer-Router. Ich stelle mir einen User zu Hause hin, der die Pakete hin und her schaut. Mit den Hands, was du vorhin gemeint hast. Remote Hands. Du kannst dir auch super einen User kaufen, das ist dann zum Produkttesten. Den setzt du dann hin und dann schaust du, wenn er dein Produkt kaputt kriegt, funktioniert es richtig. Genau. Nee, aber ich, also man kann sich ja so einen Speedport hinstellen oder einen anderen Consumer-Router, wie zum Beispiel eine Fritzbox, das sehe ich halt eher ein als einen Speedport. Man kann sich aber auch einen Enterprise-Router hinstellen. Und jetzt gibt es da halt auch wieder mal so das Thema, das leidige Thema, diese Router stehen ja direkt im Internet. Und wenn die eine Sicherheitslücke haben, dann brennt halt wirklich die Leitung. Anders kann man es nicht sagen. Und dieser Fall ist halt jetzt auch mal wieder eingetreten und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute da halt auch wieder nicht drauf achten, dass ihr Router ein Sicherheitsproblemchen hat. Ja, ich glaube tatsächlich, die wenigsten achten da drauf. Also die wenigsten werden sich da überhaupt, die wissen die Zugangsdaten wahrscheinlich nicht mal. Das hat dann irgendwie der Techniker mal eingerichtet oder sonst wer. Ja. Tatsächlich ist es so, dass Sicherheitsforscher von Sentinel Labs, also mir waren sie bekannt und ist gar nicht so unbekannt, haben einen schwerwiegenden Fehler im NetUSB-Kernel vom Hersteller K-Codes entdeckt. Das Problem ist, dass dieses Modul in einer Vielzahl von Netzwerkgeräten verschiedenster Hersteller verwendet wird und somit in Abermillionen Routern weltweit
Einsatz findet. Angreifer können durch die Sicherheitslücke aus der Ferne Code auf dem Router ausführen. Bisher gibt es zwar noch keine Aufzeichnungen dazu, aber also ob sie genutzt wurde, aber es ist natürlich eine Sicherheitslücke. Das Interessante dabei ist, dieser Artikel, den er vorlegt, der ist jetzt gerade Mitte Januar. Bereits am 9. September hat das Unternehmen mit der Offenlegung der Schwachstelle begonnen und der erste Patch sei auch am 4. Oktober schon Hersteller versandt worden. Stand heute hat aber gerade mal die betroffene Firma TP-Link Software-Updates für die Modelle bereitgestellt. Netgear, Tender, Edimax, D-Link und Western Digital hat da wohl bisher nicht nachgezogen. Ja, wo ich sagen muss, krass. Das ist natürlich auch irgendwie krass. Ja, sowas geht eigentlich gar nicht. Ja, und auf jeden Fall da mal darauf achten. Also wenn ihr Geräte von Netgear, TP-Link, Tender, Edimax, D-Link oder Western Digital habt, schaut vielleicht mal drauf, vielleicht gibt es inzwischen doch jetzt ein Update, aber Stand von diesem Artikel war da nichts verfügbar. Und da solltet ihr definitiv drauf achten, dass das up-to-date ist. Ja, gerade also bei so Billig-Routern, sag ich mal, TP-Link, oh, jetzt werden mich Leute steinigen. aber es ist ja jetzt nicht gerade, sag ich mal, die sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass die jetzt teure Router bauen oder auch Netgear ist ja auch schon eher so budgetmäßig unterwegs. Ja, muss man halt schon sagen, ja, schwierig. Also würde ich mir echt überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Problem ist halt, bei manchen Herstellern oder bei manchen Providern weiß ja noch nicht mal, was die für Router-Hardware verwenden. Siehe Speedport, die haben ja ihren eigenen Brand obendrauf. Da gibt es ja auch andere Sachen noch. Es gibt ja eben auch von Vodafone so eine komische Box. Easybox oder so. Ja, genau, da weiß ja auch nicht, was da für ein Hersteller dahinter Krasslich. Ist. Und wenn die dann nicht patchen, so, dann hast du vielleicht eine Sicherheitslücke und weißt davon gar nichts. Deswegen bin ich, wo wir wieder beim Thema Heimnetzwerk sind, da eher der Fan davon, nochmal hinter den Router eine eigene Firewall zu stellen. Weil ich sage, ich kann der Firewall von dem Router halt nicht vertrauen. Hat man auch bei der Digitalisierungsbox der Telekom, gab es ja auch schon mal einen ähnlichen Fall, wo du halt mit einem Port Forwarding auf 443, was ja Web ist, auch den 445, der für SMB ist, der ein also Windows-Dateifreigabe ins Internet hängen, ist halt schon ein bisschen Harakiri. Das hat halt massive Probleme ausgelöst und das ist ein paar Jahre mittlerweile her, aber das ist halt passiert. Und es hat auch keine Sau erstmal gemerkt, bis dann ein Systemhaus aus Aschaffenburg diese ganze Geschichte aufgedeckt hat, mit Heise zusammen und der Telekom, oder mit Heise sich an die Telekom gewandt hat, so rum, mit einem CT-Magazin, weil es halt einfach keinen interessiert hat irgendwie, dass da so ein Bug existiert, wenn du da diesen Port durchreichst, dass der halt dann auch noch andere Ports mitnimmt. Und das kann halt richtig böse ausgehen, gerade mal bei so einem Windows-Server. Jetzt überleg mal, es gibt bestimmt viele Firmen, die ihren Exchange-Server on-prem betreiben und die machen Port 443 auf wegen der OWA, wegen der Outlook-Web-App und dann auf einmal ist auch die SMB-Share vom Exchange im Internet verfügbar. Und es gab schon genug Lücken jetzt oder genügend Ransomware, die dann auf so SMB-Shares los ist. Ja, das könnte ich mir halt da auch ganz gut vorstellen und sowas möchte man einfach nicht haben. Ne? Aber das macht es mal einen normalen Anwender klar. Der versteht diese Problematik gar nicht. Wieso? Ich habe doch hier einen Router. Das ist doch alles gut. Und der Provider erzählt mir, der Router ist wie eine Firewall. Was habt ihr denn? Na? Ja. Kann man nichts machen. Also Leute, patchen, was das Zeug hält. Gut. Wie kommen wir jetzt oder abstöpseln, wenn sicherheitskritisch und so ein Ding dran hängt. Ja. Ja, wie kommen wir jetzt vom Patchen aufs Rote Kreuz? Patchen, Aufkleber. Ja, cool. Pflaster. Patchen, Aufkleber, beziehungsweise Rotes Kreuz, Patch und so weiter. Genau. Beziehungsweise Sicherheitslücken und Angriff. Ja. Also, gibt es einige Brücken. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Meldung. Und zwar beim Roten Kreuz wurden 500.000 Daten abgegriffen. Und zwar nicht nur irgendwelche Daten, sondern Daten zu vermissten Personen und Familienzusammenführung. Dabei handelt es sich um Daten, die von flüchtenden und vermissten Personen praktisch ans Rote Kreuz, also die wurden vom Roten Kreuz aufgegabelt irgendwo. Und das geht dann praktisch darum, dass man die wieder irgendwie an ihre Familien bringt, beziehungsweise
So wie ich das verstanden habe, ist es wohl auch so eine Datenbank für bei Naturkatastrophen und so weiter, wenn da halt dann halt wie gesagt, Vermisste, jetzt egal woher. Und da sind 500.000 Daten praktisch öffentlich zugänglich gewesen. Und das ist ja dann doch auch irgendwo wieder eine kritische Sache, weil die Leute können A nichts dazu. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sagen kann, ja, hey, blöd gelaufen, wenn du das Zeug Ja, selber irgendwo richtig. hinstellst. Und zum anderen haben die meisten ja auch irgendwo einen Grund, dass sie irgendwie in dieser Datenbank gelandet sind. Ja. Und wenn man das mal ganz, ganz böse hochzählt, vielleicht ist da auch irgendwo ein Dissident oder was mit dabei. Und wenn das dann in falsche Hände fällt, da kann natürlich dann ordentlich Schaden mit angerichtet werden. Also. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Das ist halt was, das sollte eigentlich nicht passieren, aber wir sehen halt, die in der Realität passiert es. Und du hast ja, oder man hat ja auch damals diesen Skandal in Coburg gehabt, auch mit dem Jugendamt. Jugendamt. Ne? Also das ist auch was, das sollte eigentlich nie passieren, aber leider Gottes kommt sowas vor und wenn es dann passiert, ist es halt echt scheiße. Aber was willst du machen? Ne, klar. Digitalisierung aufhören, Ne, kannst ne, du vergessen. das nicht, aber ich vielleicht mal, dass Ja. man so ein bisschen auch mal wieder so eine Warnflagge aufstellt für eben Cybersecurity, eben auch nicht Ja, nur genau. im Businessbereich, dass man sagt, ja, das sind böse Leute, die dein Geld wollen. Sondern Richtig. es geht halt auch wirklich um den, ich sage jetzt mal, Personenschutz. Also es geht nicht nur darum, dass ich da irgendwelche Dateninteresse von Firmengeheimnissen bis hin zu irgendwelchen persönlichen Daten, die ich halt aus, ich sage jetzt mal, ethischen oder persönlichen Gründen nicht will, dass sie jeder mitliest. Ja. Wirklich, es geht ja auch wirklich um Sachen, bei denen auch ja, großer menschlicher Schaden entstehen kann. Richtig, ja. Ja, da muss immer wieder Awareness geschaffen werden. Das ist vielen Leuten einfach nicht klar. Und wo wir beim Thema Awareness sind für ein freies Internet, da habe ich ja vorhin schon mein Plädoyer gehalten mit den DNS-Resolvern. Ich mache es ganz kurz. Die EU plant jetzt scheinbar eigene, ja, EU-DNS-Resolver an den Markt zu bringen, die ja den Arbeitstitel DNS vor EU trägt. Und Hintergrund ist da angeblich natürlich der Schutz vor Cyberbedrohungen, Phishing und so weiter. Aber natürlich wissen wir alle auch, dass da natürlich auch das Thema Netzsperren ein großes Thema sein wird. Denn Resolver, die das Thema IT-Sicherheit betrachten, die gibt es ja schon länger. Ne? Also wenn man jetzt mal Richtung Symantec und Norton guckt oder auch Richtung Cloud9, die haben ja auch einen DNS-Resolver, der eben Sachen filtert. Auch der von Cloudflare, der soll ja auch Sachen rausfiltern und schädliche Domains nicht auflösen und solche Geschichten. Also von daher, das ist ja nicht neu, das Thema. Und warum soll ich dem ausgerechnet vertrauen, wenn es dann auch noch von der Regierung kommt oder von Staatsseite her, finde ich halt schon ein bisschen speziell diese ganze Nummer, diesen Stunt. Ich meine, man wird es den Leuten anders verkaufen in dem Fall, aber man sieht ja, dass man da eigentlich Ziel hat, irgendwelche Sperren zu errichten. Und bei der Telekom ist ja auch wieder so ein Beispiel, da haben die ja schon seit Jahren so eine spezielle Geschichte, wenn du bei der Telekom den DNS-Resolver von der Telekom drin lässt und eine Domain aufrufst, die es nicht gibt, wird die Seite trotzdem angezeigt mit einer eigenen Suchmaske von der Telekom, mit Google Ads und was weiß ich und schieß mich weg. Das sind so Sachen, die möchte ich gar nicht haben. Ich will das DNS-System so haben, wie es im Internet wirklich steht und nicht wie der Anbieter das gerne hätte, wie es im Internet steht. So, und deswegen ist es halt echt ein großes Thema, wo ich sage, also das geht absolut nicht und man kann nur hoffen, dass es weiterhin möglich ist, eigene DNS-Resolver zu betreiben. Ich glaube, diese Geschichte, die werden sich viele freiheitsliebende Leute nicht nehmen lassen, wenn ich da an zum Beispiel Computerclubs denke, Chaos Computer Club und so, die ja auch eigene DNS-Resolver betreiben, Freifunknetze, Unternehmen, Provider oder eben auch so Dienste im IT-Sicherheitsbereich, die dann halt sagen, nee, wir wollen eigene DNS-Resolver betreiben, die zum Beispiel auch zensurfrei sind. Und
Also das sehe ich schon sehr kritisch. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Wenn das so weitergeht wie Gaia X, dann wird da wahrscheinlich nichts passieren. Aber ja, also der Hintergrund, der ist schon sehr schwierig. Also den muss man schon wirklich sehr kritisch sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da auch wieder so das Thema wie ITler. Wir wissen, wie man sowas umgeht. Der normale Anwender weiß es halt einfach nicht. Und das ist halt wieder ein Problem dann auch, wo man sagen muss, da werden viele Leute halt da einfach voll reinlaufen in diese DNS-Resolver-Sperren und so weiter. Und das könnte echt kritisch werden. Und ich denke auch, dass es viele ITler, die sich damit beschäftigen, schon wirklich sehr kritisch sehen. Und wenn einmal diese Infrastruktur vorhanden ist, kann man es halt auch für andere Sachen benutzen. Und es gab ja jetzt auch schon diese Schadensersatz- oder Haftungsansprüche gegen Cloud9, gegen diesen Resolver, der unter anderem von IBM auch mit unterstützt wird. Das ist halt schon, das hat halt alles schon ein bisschen ein Geschmäckle, muss man halt ganz ehrlich sagen. Also schön ist es nicht. Eine Kleinigkeit vielleicht noch dazu. Es ist an sich ja eigentlich keine schlechte Idee, wenn es also von einem Staat aus kommt, wenn halt nicht eben bei der EU jetzt wie die letzten Jahre schon vorausgegangen wäre, dass da eben, ich sag jetzt mal, Blocking Attempts und so Zeug schon mit vorher, also vor gegangen sind. Also es ist jetzt auch mit so, wie gesagt, eben Artikel 16 und 17 und diesen ganzen Späßen ist es ja nicht so, dass da nicht genug Intention schon dahinter stecken. Ja, also ich, Tobi, um vielleicht da auch nochmal, dass da kein falscher Eindruck entsteht, ich hätte kein Problem damit, wenn die EU sagt, wir müssen Projekte unterstützen, die IT-Sicherheit ins Internet bekommen und vielleicht bei vorhandenen Projekten Geld reinstecken. Hätte ich nichts dagegen. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie was Eigenes bauen, was aber 100% transparent ist. Wenn es einen DNS-Resolver gibt mit einer Liste mit den Sachen, die blockiert sind, mit einer Begründung, warum die blockiert sind und jeder weiß, auf was er sich dann einlässt. Kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel die EU sagen würde, wir unterstützen einen freien Virenschutz für die Bürger. So, wenn sie zum Beispiel sagen, nehmen wir mal ClamAV, den gibt es ja schon. Wenn die sagen, hey, wir stellen jetzt Mitarbeiter zur Verfügung, die beim Projekt ClamAV mitarbeiten, dass das halt so eine Art Bürger-Virenschutz wird, den jeder frei verwenden kann, der kostenlos ist, der Open Source ist. So, dann habe ich kein Problem damit. Können sie gerne machen, finde ich toll. Das BSI macht genau das in manchen Bereichen schon. Das BSI stellt teilweise Indicators of Compromise für SIEM-Systeme Open Source tauglich zur Verfügung, wo du deine IT prüfen kannst auf kompromittierte Inhalte und so weiter. Da ist das BSI denkt da ein bisschen anders, zum Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was da passiert, das ist einfach nicht in Ordnung aus meiner Nee, Sicht. das ist es auch nicht, aber wie gesagt, vielleicht, dass man es nochmal so ein bisschen, aber das Addendum von dir jetzt, denke ich, hat das Ganze nochmal klargestellt, Genau, weil. nicht, dass hier rüberkommt, dass ich generell dem Staat nicht mehr traue und jetzt hier Reichsbürgerallüren habe und am liebsten hier mein eigenes Reich ausrufe Ja und so gut, weiter. das hätte ich eh gern, aber auf mich hört Da ja kann ich keiner. alles haben, ne? Das ist, ja, wir wollen nicht schon immer mal ein Reich haben. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Gar nicht. Na, Nee. Roboter, passt doch auch. Ja, Nein. deswegen würde ich sagen, Corona-Pandemie ist ja ein Streitthema auch in der Politik. Deswegen könnte man vielleicht auf die Idee kommen, den Staat nicht mehr so toll zu finden. Und ja, wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, seit 2 Jahren im Podcast immer das Thema Homeoffice und wie toll das doch ist. Und es gibt aber auch Grenzen, muss ich auch erkennen. Es gibt Grenzen vom Homeoffice. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Kurs of You vor der Sendung den einen Server abgeschossen, den wir eigentlich für Streaming und für die Aufzeichnung hier verwenden. Und jetzt wäre es halt toll, wenn ich jetzt nicht hier im Homeoffice sitzen würde, sondern im Rechenzentrum sitzen würde und dort einfach das Ding umstecken könnte. Kann ich aber nicht. So, und dieses gleiche Problem haben halt auch riesig große Unternehmen, wie zum Beispiel auch der D-Kicks in Frankfurt. Das ist ja der europäische Knotenpunkt oder der größte europäische Knotenpunkt. Ich glaube sogar der größte Knotenpunkt weltweit. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und die haben genau das gleiche Problem. Dort sitzen Leute, die müssten Kabel umstecken, aber die haben eine Lösung dafür.
Richtig, genau. Alles wireless. Nein, natürlich nicht. Der WLAN-Exchange Point. Ja, das ist dann das neue Hub mit Wetterveränderungen. Nein. Genau, der DCX setzt da jetzt auf Fernzugriff und Patchroboter. Also die haben erstmal ihre ganzen, ich sag mal, Notfallpläne, Sicherheitspläne überarbeitet und geschaut, wie können sie das handhaben aktuell zur Pandemie. Das heißt, es gibt eine Homeoffice-Pflicht für die Teams. Die Teams werden separiert und man hat denen natürlich frühzeitig Impf- und Booster-Angebote gemacht. Momentan Ausbaupläne werden zurückgefahren, solange das Personal halt einfach mit jemandem in diesem Modus arbeitet. Und das, der sehr große Teil kann einfach ferngewartet und überwacht werden. In seltenen Fällen bräuchte man zum Beispiel mal physikalischen Zugriff, sei es zum Beispiel, um neue Glasfaserverbindungen zu patchen. Aber dafür gibt es jetzt einen Patch-Roboter. Der fährt dann da lustig durch, steckt dann die Glasfaserleitungen in die richtigen. Genau, verlinken wir euch mal. Genau, steckt dann die Glasfaserleitungen in die richtigen Ports rein und connectet so die ganzen Sachen. Das heißt, da muss kein Mitarbeiter mehr rein, was natürlich auch eine ganz coole und praktische Geschichte ist. Ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen irgendwie wieder an die alten Bandroboter beim Sicherungen. Aber im Prinzip ist es ja das gleiche Prinzip, nur dass halt statt ein Band rein und raus ist halt ein Kabel. Und ja, oder das ist ja heute ohne Probleme möglich. Nehmen wir einen Lagerroboter oder sowas, ja. Das ist ja auch eben, möglich. Ich schaue mir gerade das Video an, das ist im Grunde ja nichts anderes als ein automatisierter Stapler, halt nur kleiner. Ja. Genau. Aber ist eine tolle Sache, ja. Und ich finde das, also ich wäre froh, wenn ich in unserem Rechenzentrum das auch hätte mittlerweile. Aber der müsste ein bisschen mehr können als einfach nur umpatchen. Der müsste halt auch mal eine Firewall ausbauen und wieder einbauen und woanders reinbauen und so. Aber das wäre, also wenn das kommt, dann ist das wäre wirklich genial. Wenn wir das irgendwann schaffen, dann ist auch das Thema mit der Cloud alles viel einfacher. Dann schicke ich da irgendwo meinen Server hin. Dann heißt, jo, wir legen dir deinen Server dahin. Du hast den Roboter, den kannst du steuern und dann kannst du den Shit selber einbauen, ohne dahin zu fahren. Ey, das wäre prima. Vor allem, wenn man sich überlegt, es gibt ja auch Unternehmen, die sich halt irgendwo eine Co-Location in einem anderen Land mieten und die könnten dann mit so einem Roboter dann halt da einfach arbeiten, ohne da Leute immer vor Ort zu karren. Das wäre schon prima. Aber ja. Wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Wir sind erstmal froh, dass es diesen Patch-Roboter gibt. Und man muss ja auch ehrlich sagen, sowas kann sich halt auch im Moment nur so ein DKIX leisten oder DZIX. Ja. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, also auf Amazon, auf Wikipedia steht, dass er gemessen an dem Datendurchsatz einer der größten weltweit ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, ob es der größte ist. Aber also Europas größter ist er auf jeden Fall. Und es ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Was mich jetzt an dem Ding noch ein bisschen interessiert, ist, wie gut es auf lange Sicht funktioniert. Weil man hat auf dem Video jetzt gesehen, dass praktisch, wenn ein Lichtleiter eh schon drin hängt, dass der vielleicht mal so ein bisschen randotzt. Das ist halt jetzt die Frage, wenn da mal mehr liegen, da war jetzt, hat nur einer drin hängt, wie gut es funktioniert. Aber ich denke, das muss ich zeigen. Und ich denke mal auch, da haben sich Robotikingenieure, die wesentlich intelligenter sind als ich, damit mit dem Problem auseinandergesetzt, oder zumindest möchte man das hoffen. Ja, Vorteil ist ja auch, wenn du es gesehen hast in dem Video, der macht ja auch gleich Kabelmanagement. Genau. Und wenn das mal gut programmiert sagen, ist, dann ist das besser mal, als... Wenn das mal läuft, dann... Genau. Wenn du überlegst, was in manchen RZs oder wo auch immer an Kabel Wirrwarr ist, was ich auch schon bei uns rumpfen musste. Genau, da wird dann, für 30 Zentimeter wird dann so eine 10 Meter Patchleitung reingelegt. Und oben aufs Rack und wieder reingelegt. Oben aufs Rack und das Ganze ohne Kabelbinder. Das sieht dann nach drei Kabeln aus, als hättest du dann Topfspaghetti reingeschmissen. Genau. Und dann war der Typ, das vorher eingehängt hat, noch der letzte Sadist und hat alles dieselben Farben verwendet. Genau, keiner weiß, wo es hin. Ja, das ist schwierig. Erzähle ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt, glaube ich, öffentlich nicht teilen. Aber da gab es einen lustigen Vorfall. Wenn das Bild war, wo du mal gepostet hast, beziehungsweise wo du mal, glaube ich, in die Gruppe geschickt hast, dann weiß ich, was es war. Nee, erzähle ich euch dann außerhalb der Aufnahme mal. Da gab es vor ein paar Wochen erst einen Vorfall. Ja, man muss auch dazu sagen, der DKIX ist ja nicht gerade klein und das hält ja im Moment noch nicht Einzug in den kleineren Datacentern. Also bis jetzt hat es ja noch niemand. Und was ich noch dazu sagen wollte zum Thema, wie sicher das Ganze ist, ganz ehrlich, die würden das nicht einsetzen, wenn das nicht schon tausendmal geprüft worden wäre, weil
wenn am D-Kicks irgendwas schief läuft, dann haben wir echt ein Problem in Deutschland. Weil ich würde mal behaupten, der Traffic, der da drüber geht, den kriegst du nicht mal eben irgendwo anders umgeroutet. Da ist wirklich dann Schicht im Schacht. Also da ist dann Deutschland wirklich, hat ein Internetproblem, wenn nicht sogar Europa. Ich wollte gerade sagen, die Aussage würde ich wahrscheinlich sogar eher noch ausweiten, dass da Zentraleuropa Problem kriegt. Und es gibt ja aus gutem Grund auch viele ausländische Kunden, die in Deutschland ihre Server stehen haben. Erstens mal, weil Deutschland relativ günstig noch ist. Noch, wenn jetzt die Energiewende kommt, mal gucken. Aber im Moment ist Deutschland noch recht günstig. Zum Beispiel auch sehr viele Schweizer nutzen einfach deutsche Rechenzentren, weil einfach in der Schweiz, wenn du dir dann so einen Server klickst, selbst der Webspace, da wird dir schon schlecht, wenn du siehst, was der kostet. Und dann gehen die eben nach Deutschland. Und auch viele Unternehmen einfach, die zum Beispiel in den USA eigentlich sind, aber deutsche Kunden oder europäische Kunden haben, die stellen ihre Server nach Frankfurt, damit die über den D6 einfach gut angebunden sind. Also auch Game-Server und solche Sachen. Deswegen ist, also wenn der die Kicks, wenn der irgendwann um die Ohren fliegt, dann hast du echt ein Problem. Ja. Ist natürlich ultra redundant alles aufgebaut. Also ich vermute mal nicht, wenn eine Verbindung wenn die kaputt ist, macht nichts. Wenn zwei, auch nicht. Aber wenn hunderte, dann mit Sicherheit schon. Also dann kriegen die das auch mit der Redundanz nicht mehr abgefiltert. Aber wir haben ja schon mal über den D-Kicks geredet. Also ich finde das Ding immer noch sehr faszinierend und ich würde gerne noch mal hier so tiefere Einblicke haben. Also wenn von der Geschäftsführung oder wenn irgendjemand dort arbeitet und uns zuguckt, wir würden gerne mal mit Curso4U da vorbei. Ganz ehrlich, das würde mich echt mal so auch mit den Leuten mal reden dort vor Ort. Das ist, glaube ich, echt sau interessant und ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Ist in Deutschland gegründet worden, das ganze Ding, und ist weltweit mittlerweile auch in Asien und sonst wo in Amerika auch. Haben sie auch in, ich glaube, New York oder so, haben die auch einen Knotenpunkt, der vom D-Kicks betrieben wird. Also das ist echt eine krasse Erfolgsgeschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, zurück zum Konzept. Genau, wie kommen wir jetzt von da nach da? Erfolgsgeschichten, genau. Der Apple AirPod ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, ähnlich wie zum Beispiel das iPhone, und ist auch mittlerweile nicht mehr wegzudenken bei Apple-Usern. Allerdings gab es da jetzt eine unschöne Geschichte. Genau, und zwar sind in Berlin jemandem die AirPods Pro explodiert. Und im Ohr, glaube ich, sogar, ne? Im Ohr. Die Person hat auch einen Gehörschaden davon getragen, also einen Tinnitus. Und ja, es ist auch momentan, wird noch untersucht. Es ist auch so, dass es sich laut dem Artikel hier auch um keine Fake-Produkte handelt. Also es ist ein Original Apple-Produkt gewesen. Ja. Und ja, Amazon und Apple schauen da auf jeden Fall rein. Ja, was kann man dazu sagen? Also, unvermeidlich ist jetzt schlechter zu sagen, aber es sind Akkus drin. Moderne Akkus, die ganzen Dinger sind sehr volatil. Dazu muss man auch wieder sagen, also ich habe auch kabellose Kopfhörer hier. Mhm. Von daher, die sind jetzt zwar nicht, also die sind jetzt nicht ganz so ganz so tief am Ohr drinnen wie die AirPods. Ja, auch wieder eine Sache, muss man halt aufpassen. Von daher vielleicht aufpassen an seinen Geräten insgesamt, was Akkus hat. Wenn die Dinger warm werden oder unverhältnismäßig warm werden, sollte man bei jedem Akkugerät, glaube ich, sollten bei jedem die Alarmglocken losgehen. Ja. Ja, wenn sich da irgendwas aufwölbt, hast du eine bessere Handgranate, als dass es ein Akku, also als dass es ein Akku ist. Ja, also dieses Thema Akku, ich meine, man darf es jetzt nicht überdramatisieren, ne? Weil nee, dann kommen gleich wieder die Leute, die dann sagen, ah, das ist der Grund, warum Elektroautos scheiße sind. Aber ja, es ist so, das wird als Argument gerne vorgeführt, was und auch wieder irgendwo, Quatsch ist. Irgendwo ist es ja berechtigt, wenn die Dinger mal brennen sie gescheit, aber... Richtig, aber Verbrenner brennt auch halt ordentlich. Das ist eher ein Problem, ja, also, weil die Lithium-Ionen, die in den meisten Geräten drin sind, wie Handys, sind in der Regel gut handelbar. Lithium-Polymer ist halt dann nochmal was anderes, ja. Weil die Dinger, wenn du hier reinstichst, dann hast du wirklich eine Brandbombe.
In der Regel ein gut verarbeiteter Lithium-Ionen-Akku hat ja auch Entgasungslöcher normalerweise. Also eigentlich explodieren die nicht. Normalerweise entgasen die. Kann natürlich sein, dass in dem Fall das nicht passiert. Also es gibt immer mal sowas. Aber klar, ich habe schon so viele Lipos beim Drohnenfliegen mit einem Rotor erwischt, dass die wirklich sofort in Flammen aufgehen. Aber bei Lithium-Ionen habe ich es bisher nur gehabt, dass sie entgasen. Und ich habe hinter mir ein paar hundert liegen. Also bisher alles gut. Bisher alles gut. Ja, ich habe da, also ich habe auch schon mal gesehen, wie bei einem Mitarbeiter ein Handy in der Hose fast explodiert ist. Also der hat gemerkt, es wird auf einmal sehr warm am Hosenbein und es hat sich dann aufgebläht, das ganze Ding. Aber das war dann auch eher eine Entgasung. Aber wenn du das dann in der Hose hast, das wünscht man auch niemanden. Mhm. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist, aber es ist halt eine Technologie, mit der müssen wir leben. Die Risiken sind halt, überlegt mal, wie viel Millionen solche AirPods auf dem Markt sind. Jetzt ist halt da mal einer explodiert. Also meine sind noch gut. Ich habe jetzt keine Angst, mir in die Ohren zu stecken. Aber gut, ich kenne mich auch mit Akkus aus und weiß halt auch, okay. Ich habe es jetzt tatsächlich letztens gehabt. Mein Vater hat mich angerufen, du, mein Handy lädt sich auf. Oh. Haben wir dann gleich den Akku tauschen lassen, aber bei der, da sollte man keinen Spaß verstehen, wie gesagt. Ja. Also sowas schon vorsichtig sein und wichtig, solche Lithium-Akkus nicht mit Wasser löschen. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Wenn ihr mit Wasser löscht, dann habt ihr eine richtig schöne chemische Reaktion und dann geht es nochmal ordentlich rund. Also am besten sowas wie Sand oder Erde, am besten raus ins Freie, wo kein anderes Brandgut ist. Die Dämpfe nicht einatmen, die sind hochtoxisch. Ja. Und wenn das andere Zeug nicht da ist, einfach ausbrennen lassen, wenn es außenrum keinen Schaden anrichtet. Ja, auch jetzt heftig aktuelle Geschichte. Vor 2 Tagen ist dem Sennheiser-Gründer die Villa abgebrannt für ein paar Millionen Euro. Also Sennheiser kennt ja jeder, Kopfhörer, wenn wir schon mal dabei sind, Kopfhörerhersteller oder auch Audio-Equipment, also unsere Mikros bei Course of You sind auch die Funkmikros von Sennheiser. Und da war wohl scheinbar ein E-Bike-Akku, der geladen wurde. Das Problem, der dann halt über Nacht irgendwie, da muss man halt sagen, das ist halt echt eine blöde Geschichte. Also ich habe den Grundsatz, dass ich Akkugeräte grundsätzlich nicht über Nacht lade, außer jetzt vielleicht das Handy. Aber das ist ja, also sowas wie ein E-Bike-Akku oder so, unbeaufsichtigt, oder sei es nur Elektrorasierer, sind ja auch solche Akkus drin, weil die können immer mal eine schadhafte Charge haben und dann passiert dir genau sowas. Und dann, wenn du wenigstens, sag ich mal, in der Nähe bist und ein Auge drauf hast und sei es nur 5 Minuten oder so, aber wenn du schläfst, dann hast du halt wirklich die Arschkarte. Das kriegst du halt überhaupt nicht mit. Und selbst bis der Rauchmelder angeht. Also ein Elektrorad oder Rasierer oder sowas ist, da ist ja auch meistens kein Rauchmelder in der Nähe, wo das Ding lädst. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, mein Rasierer liegt bei mir im Bad, da ist der nächste Rauchmelder gute 4-5 Meter weg. Im Bad macht ja auch kein Rauchmelder Sinn. Also da hättest du ja ständig False Positives oder Fehlmeldungen, Fehlalarme auf Deutsch. Und beim Bike, das Ding steht irgendwo in der Garage oder so wahrscheinlich, da hängt ja auch nicht unbedingt einer. Keine Ahnung, wie das bei Sennheiser, bei dem CEO war. Vermutlich, wenn er eine Villa hat, hat er wahrscheinlich eine Tiefgarage oder so oder eine eigene Garage irgendwie, die am Haus aber angebaut ist, weil halt die ganze Villa abgefackelt ist. Also da muss schon ziemlich lang unbemerkt gelaufen sein. Also das ist schon krass, was da abging. Deswegen bleibt für mich nur der Appell, Kandition statt Akku und Carbon. Nein. Nee, aber also das ist halt so ein Thema, da muss man sich einfach bewusst sein und vielleicht halt wirklich nicht über Nacht laden, nicht komplett unbeaufsichtigt laden. Was noch ein Tipp ist, was mir gerade einfällt, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, auch mit diesen Lithium-Ionen-Akkus für so Powerwalls zu bauen, weil du mit Wasser generell nicht gut löschen kannst, es gibt extra ein Löschgranulat. Also wenn man vielleicht sein E-Bike-Akku löscht, das Löschgranulat kostet nicht die Welt. Mal so einen Sack kaufen, so einen 10-Liter-Sack, das sieht aus wie diese rötlichen Steine für Pflanzen. Mir fällt gerade der Name nicht ein, die man nutzen kann, diese Feuchtigkeit. Diese Tondinger. Ja, genau. Ja. So ähnlich sieht es aus, bisschen feiner. Einfach den Akku zwischen zwei so teillegen oder auch halt einfach das da drüber platzieren drüber oder kippen. So. Genau, weil das Zeug ist wenigstens dann, also es ist keine Garantie,
Aber das machen sehr viele aus der Community und der Beutel schmilzt natürlich dann und dann sollte das eigentlich gleich seine Wirkung entfalten. Das wäre so ein Tipp. Und prinzipiell keine Pulverlöscher. Also generell nicht in der Wohnung Pulverlöscher. Wollte ich gerade sagen. Und generell eigentlich keine Pulverlöscher. Aber ja. Wie gesagt, auch Wasserlöscher könnt ihr vergessen. Dass die immer noch verkauft werden, ist auch so ein Ding, ja, Pulverlöscher. Ja, das ist unglaublich. Genau. Nee, aber das ist vielleicht nochmal ein gutes Abschlusswort zu dem Thema. Und wer sich generell allgemein bei dem Thema Brandschutz fortbilden will, ist Feuer und Flamme natürlich eine super Möglichkeit, sich zu unterhalten zu lassen und sich weiterzubilden. Da lernt man zum Beispiel bei der letzten Folge auch, dass man einen Kaminbrand auch nicht mit Wasser löschen soll. Ja, definitiv. Genau. Ja, aber manch einer würde auf die Idee kommen, da mal mit einem Gartenschlauch reinzuhalten. Mhm. Dann, das dann Haus, das noch steht. Ja. Genau. Nee, aber das ist, also Akkus allgemein muss man aufpassen, aber man sollte jetzt nicht in irgendwelche Panik verfallen. Und Nein. Klar, was natürlich, das vielleicht noch am Ende ist, aktuell vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber wir kommen ja wieder in die Jahreszeit, wo es warm wird, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt das Handy irgendwo im Auto vorne liegen lässt. Genau. Und das ist ja auch so Fehler. Keine schwarze Hülle oder so ist, schön vorne aufs Armaturenbrett. Ja, aber das machen so viele, auch meine Eltern, die neigen dazu. Das ist einfach schlimm und da sollte man echt mal drauf achten. Und ich hatte auch schon mal den Fall, dass mein Handy so dermaßen, das war auf einem Festival, so dermaßen sich aufgeheizt hatte, da hatte ich echt Schiss um das Handy. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber es hat es überlebt. Aber ich habe echt gedacht, also wenn jetzt hier in der Menge der Akku losgeht, mein lieber Herr Gesangsverein, da ist Alarm. Also das ist so warm geworden bei dem Festival. Das war unglaublich. Wir waren halt da in der prallen Hitze, Mittagshitze bei einem Konzert. Das war in der Hosentasche. Und es hat sich so dermaßen erhitzt. Und ich habe es dann ausgemacht. Und dann hat sich das irgendwann zum Glück abgekühlt. Aber das war auch... Ich dachte, uiuiui, also wenn da was passiert, ja, moin, das ich kann nebel lustig selbst. Werden. Ja. Ja, was auch lustig wird, ist unsere Energiewende. Da habe ich noch einen Videotipp für euch am Ende. Ich habe ja schon öfters mal drüber geredet, dass aus meiner Sicht die Energiewende völlig falsch angepackt wurde und wir schalten jetzt auch die Kernkraft vor der Kohlekraft ab, wobei ja nachgewiesen ist, dass die Kohlekraft mehr CO2 und Feinstaub und so weiter in die Luft bläst als die Atomkraftwerke, aber es ist halt jetzt so beschlossen, ist nur ein Punkt von vielen und da in dem Beitrag von der Deutschen Welle, da muss ich mal die Öffentlich-Rechtlichen mal wirklich loben, ist mal ein Wissenschaftler zu Wort gekommen, der halt aus seiner Sicht mal die Situation schildert. Und da wird eben auch beschrieben, dass dieses Netz halt immer instabiler wird. Und von vor ein paar Jahren mussten halt große Netzbetreiber vielleicht zweimal am Tag ins deutsche Stromnetz eingreifen. Mittlerweile sind wir da im 200-fachen Bereich von der ganzen Nummer, weil halt dieses Netz einfach immer mehr... instabiler wird, immer mehr Stromquellen dazukommen, die einfach nicht abschätzbar sind, wie die sich verhalten und so weiter. Und es gab auch, das ist uns völlig, also völlig an der Öffentlichkeit, zumindest an meiner Öffentlichkeit vorbeigegangen, es gab scheinbar letztes Jahr im Januar ist by the way auch der Monat, wo es mit der Stromversorgung am schlimmsten ist, hat der Wissenschaftler gesagt, gab es einen Fall, wo es wirklich in Europa um Haaresbreiten an so einem Blackout vorbeigeschrappt ist, weil eben Kraftwerke ausgefallen sind. Man hat sich Strom, Deutschland und Frankreich haben wahnsinnig viel Strom abgerufen aus dem europäischen Stromnetz, dass eben die Energie, die Kraftwerke hier vor Ort geliefert haben, nicht mehr abstellen konnten. Und dann hat man, ich meine, das war in Spanien oder irgendwas, Kraftwerke hochgefahren. Die hatten dann aber eine so hohe Leistung, die das Netz vor Ort dann wiederum nicht ausgehalten hat. Und es gab dann auch zu Problemen die Frequenz. Es ist ja auch, das ist ja besonders wichtig, die Frequenz auf dem Netz im richtigen Herzbereich zu halten, weil sonst kippt dir dieses ganze Netz um. Also wenn du Netze miteinander verschaltest, dann musst du das synchron bekommen, sonst kippt dir irgendwann das ganze Stromnetz um. Und da ist es halt passiert, dass es wirklich ganz knapp war, noch gerade so im Toleranzbereich, dass dieses Netz einfach noch stabil gehalten wurde. Und wie gesagt, Details im Video, es ist wirklich echt gut gemacht und das wird auch gut erklärt, wo dieses Problem herrscht. Und es wird auch ganz gut erklärt, warum die
Energiewende, die halt von der aktuellen Politik so gefordert wird, in der Form einfach nicht funktionieren kann und viele Leute halt sich ernsthaft Gedanken machen aus der Wissenschaft, wie das eigentlich gehen soll. Na, also Thema Speichersystem. Es ist schön, dass wir Windkraft haben. Es ist wunderbar, dass wir Photovoltaik haben. Es ist wichtig und richtig, würde Montana Black sagen. Aber es muss auch eine Speichermöglichkeit geben. Und da gibt es im Moment zu wenig. Und technisch gesehen gibt es Möglichkeiten. Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, sind wir vielleicht in 20 Jahren fertig. Wenn wir so mit der Geschwindigkeit weitermachen, dann haben wir diese Speichermöglichkeiten nicht dann, wenn wir sie brauchen. Deswegen vielleicht auch für euch so, wenn ihr Hausbesitzer seid, Eigenheim, wenn ihr allgemein sehr stromabhängig seid, solltet ihr euch vielleicht auch mal über eine Notstromversorgung im Haus, es klingt jetzt sehr Prepper-mäßig, aber das könnte wirklich in ein paar Monaten, vielleicht auch in ein paar Jahren erst Realität werden, dass unser Stromnetz, und wir sind wirklich verwöhnt, wann hatten wir den letzten Stromausfall? Bei mir im Ort vielleicht vor 2 Jahren. Wir sind da sehr verwöhnt, ne? Aber wenn dann doch mal was kommt, dann sind wir wenigstens vorbereitet. Und ich für meinen Teil, also wir haben hier jetzt bei der Wohnungsplanung hier, habe ich mir schon Gedanken gemacht, auch bei beim Thema meinen kleinen Server hier zu Hause, Heimnetzwerk, fahre ich mittlerweile mit einer USV-Anlage, einfach für den Fall der Fälle, wenn dann wirklich das Stromnetz ausfällt. Und da sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen. Also ich meine, ich bin ja in der IT-Sicherheit und da macht man sich ja gerne auch mal vorbereitend Gedanken und nicht erst, wenn schon alles zu spät ist. Und deswegen auch so mein Tipp an euch, macht euch da mal Gedanken, was ist für euch wichtig. Und dass man vielleicht da die USVs mittlerweile, die kosten immer die Welt, so eine kleine USV kriegst du mittlerweile neu sogar schon für 100 Euro von einem namhaften Hersteller. Sollte man natürlich auch jetzt nicht den billigsten Dreck kaufen, also irgendwelche China-Geschichten, wo man dann nicht weiß, was mit dem Teil passiert. Ich nenne den Hersteller jetzt nicht, aber es gibt einen guten Hersteller mit 3 Buchstaben, den ich ja auch im Einsatz habe, mehrfach. Tito, ja. Und die sind fusioniert mit einem großen Elektrikkonzern, die große Schaltanlagen, riesengroße USVs für Rechenzentren bauen. Und diese Teile funktionieren eigentlich immer recht gut. Die haben auch Self-Checks drin. Man kann die Batterie gut wechseln. Also diesen, was ist denn das eigentlich? Ein Bleigel, glaube ich. Bleigel ist das, ja. Genau. Weil die einfach am wartungsärmsten sind und auch ungefährlich. Genau. Und diese Teile kannst du super gut warten. Und deswegen absolute Empfehlung, USV auch für zu Hause, so eine kleine USV unter den Schreibtisch oder in den Serverraum, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Abstellkammer. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wenn man halt ein bisschen ländlicher wohnt, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, sich vielleicht auch ein kleines Notstromaggregat in die Garage zu stellen und einen kleinen Vorrat an Sprit. Da gibt es ja auch gesetzliche Vorschriften. Ich glaube, 10 Liter oder so darf man maximal zu Hause haben. Kein Anwalt, kein Jurist und kein Feuerwehrmann. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Googelt mal danach. Es gibt da irgendwie eine Regelung. Ich habe hier so 5 Liter. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also wenn hier mal was wäre, ich könnte ein paar Stunden lang überbrücken, auch mit einem Notstromaggregat, einfach für Kühlschrank und die IT, die laufen muss. Da sollte man echt mal sich Gedanken machen. Das klingt alles so Prepper-mäßig, so weit weg, aber Leute, ihr hättet auch nicht vor 2,5 Jahren gedacht, dass ihr immer Probleme habt, an Klopapier zu kommen. Also das nur mal so als sagen, Beispiel. Die andere Sache ist, ich glaube, hier muss man auch ein bisschen Unterschied ziehen zwischen Prepper-mäßig und einfach ein bisschen vorsorgen. Ja. Es ist halt einfach eine Sache, es ist schön und gut, dass wir momentan halt, keine Ahnung, wenn wir was brauchen, in den Supermarkt gehen können und das Zeug halt kaufen. Man muss halt sich trotzdem was überlegen. Zum Beispiel, wir haben es jetzt auch bei uns gut, wir haben hier in Franken relativ wenig Stürme und Zeug, wo es wirklich mal hart auf hart kommt, aber man muss halt trotzdem sich mal mit rechnen, dass halt eben mal die Kacke am Dampfen ist. Das geht jetzt natürlich nicht davon aus, dass ich irgendwie 15 Kilo Nudeln und eingedostes Zeug haben muss und mir dann irgendwie im Garten einen Bunker graben. Nee, aber auch bei. Aber halt eben einfach Zeug, dass man eben halt mal ein Dosenfutter daheim hat. Genau. Und vielleicht auch, wenn man eben gerade mal, jetzt wie ich zum Beispiel, Medikamente nehmen muss oder so, halt auch mal davon ein bisschen was vorrätig hat.
Genau. Also nicht darauf angewiesen ist, dass diese Versorgung. Dass man nicht auf Kante genau. Unbedingt lebt. So ist es. Und es gibt ja auch vom, wie nennt sich das? Bundesamt für Bevölkerungsschutz, ich wollte es gerade noch sagen. Genau, dann sag du. Ja, genau. Es gibt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, gibt es da für den Notfallvorsorge auch zu verschiedenen Themen, sei es Essen, Trinken, Medikamente und so weiter, kleine Checklisten, wo so ein paar Sachen drin stehen. Die geben auch Hinweise, was ist denn da sinnvoll, vielleicht gerade an Essen so zum Beispiel vorgelagert zu haben. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, das ist empfehlenswert. Und was ich eben auch noch einbringen wollte dazu, ist eben auch wenn der Strom vielleicht mal kurz weg ist, Wasserkraftwerke und so Zeugs, das funktioniert ja auch alles damit. Also es ist nicht so, dass das Wasser ja hier alles durch Eigendruck fließt, je nach Wohngebiet. Also vielleicht auch einfach mal so 2-3 Sixpacks an Wasser einfach mal. Also wir haben zwischen immer da, du weißt ja nie, wo du es mal brauchst. Ja. Und das geht ja auch nicht kaputt. Also von daher, und das ist ja auch, wie gesagt, das ist nicht primärmäßig, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat das schon immer mit drinstehen. Also es ist nicht erst so, dass seit Corona solche Sachen da drinstehen, sondern ich weiß, dass ich mir mit dem Thema schon früher... Empfehlung an alle Bürger. Genau, es ist eine offizielle Empfehlung an alle Bürger, weil man ja nie weiß, was ist. Und ich meine, Deutschland hat riesengroße Kornspeicher mit Vorräten und das ist ja auch nicht, weil die denken, ja, ist irgendwie lustig, das Zeug vorzuhalten. Die sind ja hochgeschützt und versteckt und so. Also von daher ist eigentlich eine ganz normale Sache, wo man sich einfach mal Gedanken drüber machen sollte. Ja, oder auch Leute, die zum Beispiel im Ahrtal betroffen waren. Ja, wenn jemand sowas, klar, wenn es im Keller war, ist weggeschwommen, okay. Aber wenn man sowas halt noch dann retten konnte in eine obere Etage oder so, dann konnte man durchaus mal eine gewisse Zeit überleben einfach und hatte was zu essen und so weiter. Also das ist durchaus ein Tipp, den sollte man auch beherzigen. Was man hängt natürlich auch mal davon ab, welche Möglichkeiten man hat. Ne? Wenn man eine Einzimmerwohnung hat, dann ist es schwierig, dann für 14 Tage da irgendwie eine Notfallration zu bunkern. Aber es gibt... Ja gut, dafür habe ich die Nachbarn. Das ist das ist die alte Postapokalypsen-Methode. Du wartest einfach, bis ein Nachbar stirbt, umkippt und dann kannst du dem seine Vorräte... Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, was auch noch ist, was ich mir auch noch besorgen muss, und das weiß ich, da hänge ich ein bisschen hinterher, für Leute, die es nicht haben, Feuerschutzschatullen und Safes. Ja gut, also ich habe jetzt mit was ganz anderem gerechnet, aber okay, ja. Gasmasken. Nein, ich hab jetzt gedacht, was du auf jeden Fall dir mal besorgen musst, ist das Buch Blackout. Das habe ich jetzt gedacht. Weil das ist ja auch so ein Bestseller. Ich habe es noch nicht gelesen, mein Vater hat es gelesen. Der hat gemeint, das ist ziemlich gut. Ja, genau. Also das habe ich auch hier, das habe ich auch gelesen. Das ist so, unter IT-Sicherheitsleuten ist es so der Evergreen zum Thema, was passiert, wenn mal das Stromnetz gehackt wird. Gerade im Kritis-Umfeld ist es immer ganz gut gehandelt. Aber es ist auch wirklich gut geschrieben. Es gibt jetzt auch eine Netflix-Serie oder eine Amazon Prime-Video-Serie. Ich weiß nicht mal, wo das läuft. Da habe ich noch nicht reingeguckt, wie gut die sein soll. Also von dem Typen, der Blackout geschrieben hat, der ist eh relativ guter deutscher Autor, von daher. Richtig, ja. Name weiß ich jetzt nicht. Name Mark von Autoren. Irgendwas. Irgendwas mit Mark, ja, das weiß ich auch noch. Aber das ist auf jeden Fall, in dem Buch geht es halt wirklich um einen Stromausfall in Deutschland, einen Flächendecken, also einen Blackout. Dann redet man ja auch erst von einem Blackout. Mark Elsberg heißt er. Genau, absolute Empfehlung. Das Buch ist wirklich top. Film, keine Ahnung. Oder Serie, keine Ahnung. Muss ich mir noch reinziehen. Aber das ist eine absolute Empfehlung und da wird beschrieben, wie es halt, was halt dann alles nicht mehr geht. Und das ist halt auch so Sachen, wo man halt nicht dran denkt. Dann irgendwann keine Nahrungsmittel mehr, Kläranlage funktioniert nicht mehr, die Lieferketten sind unterbrochen, Sicherheitssysteme funktionieren nicht mehr, also Alarmanlagen und so weiter, wenn sie nicht gerade USV gepuffert sind, und dann irgendwann bringt die USV auch nichts mehr. Die USV geht ja auch irgendwann in die Brüche. Die Tankstellen können nicht mehr, funktionieren nicht mehr, weil die Pumpen natürlich auch mit Strom funktionieren. Also das sind so Sachen, und im Buch wird es halt wirklich sehr detailliert alles beschrieben, und das ist also eine absolute Empfehlung, wer noch was zum Lesen sucht, sich das mal reinzuziehen. Ist auch wirklich sehr angenehm geschrieben. Also auch für Leute, die jetzt nicht so oft irgendwelche Sachen lesen, ist es durchaus. Also es ist in dem Sinn kein Sachbuch, sondern ein gut geschrieben, gut recherchierter Roman. Richtig, das ist eher ein Roman als ein Sachbuch, aber man nimmt halt sehr viel Wissen daraus mit.
Und Wie schon gesagt, ein ja. Sehr gut recherchierter Roman. Auch eine kleine Anekdote zum Autor. Der hat auch den Schwarm, Der Schwarm geschrieben. Das ist ein Katastrophenbuch über eine Flut, beziehungsweise über einen Tsunami. Ja. Und ich glaube auch noch über irgendwelches Meeresgedöns, aber da frage mich nicht. Ja. Und es hat damals in Thailand ein deutscher Tourist dank dem Buch überlebt, weil in dem Das ist Buch krass. nämlich beschrieben, also detailliert und auch faktisch richtig beschrieben wurde, wie die Vorzeichen von einem Tsunami aufgekommen sind. Ja, das ist krass, ja. Also, wie gesagt, der Typ ist für seine gute Recherche in solchen Sachen bekannt. Ja, und gerade bei sowas muss man halt oftmals ein bisschen um die Ecke denken, ein bisschen weiterdenken, auch die Ketten kennen, ne? Also, dass man halt weiß, okay, auch bei einer Tanke gibt es Pumpen, die den Sprit aus den Tanks pumpen. So, das ist halt Wissen, das muss ich halt haben, weil sonst könnte ich ja denken, ja, dann fahre ich an die Tanke und tank mal eben mir Sprit für meinen Dieselgenerator oder für meinen Generator. Ja, aber wenn das Ding nicht funktioniert, Pech blöd. gehabt. Ja. Nee, dann würde ich sagen, das ist doch mal ein guter Ich Abschluss hatte für. noch einen Ja. Punkt, der Ja, noch. dann David. Ja, Bitte. das, also Also ich will dich nicht indirekt, aber ich habe ausbremsen. tatsächlich letztens ein sehr hochspannendes Video gesehen, was dazu passte zum Thema Strom. Und zwar ist es Wissenschaftlern gelungen, mittels einem Algorithmus sich in verschiedene Filtertechniken, weil du vorhin eben meintest, mit diesem Einkoppeln in die Netzspannung von 50 Hertz, dass sie das ja aufrechterhalten müssen. Und diese ganzen Spannungen sind ja, es ist ja alles immer plus minus 50 Hertz, aber halt im Millihertz-Bereich oder Nanohertz-Bereich. Und das wird alles gelockt, das ist öffentlich zugänglich. Und die haben es geschafft, mit diesen Filtertechniken, aufgrund von Videoaufnahmen, die denen eingeschickt wurden, den genauen Ort und die Uhrzeit festzustellen, indem die eben diese Spannungsschwankung, nicht Spannungsschwankung, Entschuldigung, wie wisst, was ich meine, indem die eben die Frequenzveränderung. Frequenzschwankungen eben gemessen haben und genau wussten, wann zu welcher Zeit, an welchem Ort diese genaue Frequenzschwankung eben stattgefunden hat. Und das ist sehr interessant, weil das natürlich auch zur Kriminalitätsaufklärung genutzt werden kann. Also denkt dran, wenn ihr irgendwelche Verbrechen begeht. Und das ist tatsächlich so, das geht nicht nur darum, dass es Okay. von irgendwelchen Hochspannungsleitungen ausgeht, sondern es hat gereicht, dass die teilweise Aufnahmen haben aus einem Zimmer, wo jetzt einer von uns aufnimmt, und die konnten sogar da also das rausfiltern aus dem Audiosignal Also, durch ja. das, also durch quasi die umliegende Geräte. Was man ja auch machen kann, man kann, das ist ja auch in der Kritik gewesen wegen den Smart-Zählern, also mit Smart-Mietern, man kann theoretisch sogar anhand der Messungen feststellen, welches Fernsehprogramm du gerade schaust. Ja. Also so weit geht es mittlerweile. Also, und das ist halt auch was, wo man kritisch sehen kann. Wo man Ja aber gut, auch aber da große Chancen kannst sehen du halt kann. nicht viel gegen machen. Also jetzt Nee, das kann man, aus. es ist halt, das fällt halt hinten so als Ja. Abfallprodukt mit raus, weil Smart Meter, da ist man sich, glaube ich, schon einig, dass es durchaus, wenn man es richtig benutzt, sinnvoll ist, wie man es aktuell benutzt, eher weniger. Aber ja, Smart Meter an sich keine schlechte Idee, sowas auch zu digitalisieren. Aber ja, es fällt halt hinten Ja. raus. Das ist halt wie bei der IT, ne? Du kannst halt so viel locken. Ja, aber deswegen würde auch niemand sagen, ja, ich benutze jetzt keinen PC mehr, weil ich alles Ja, locken könnte, es sei theoretisch. denn, du bist irgendwie kompletter Ultra und Ja, gut, dann geh in eine Blockhütte im wollte Wald gerade sagen, bist irgendwie wieder dann oder derjenige mit dem Klappspaten. genau nach Lappland irgendwo und verkriech dich da, aber es ist halt, Ja. man muss da halt irgendwo mal die Kirche im Wie Dorf gesagt, ich lassen. fand es doch ganz spannend, weil das zu gepasst hat zu dem Aspekt. Das Video können wir auch noch unten verlinken. Es sind 5 Minuten oder Pack's sowas, in ziemlich die spannend. in unsere Shownotes Ja, ist den schon Link. drin, genau. Dann können wir das mit verlinken. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Dann weise ich nochmal darauf hin. Umfrage der Woche stimmt ab, ob ihr, also wie ihr das Thema mit den Like-Buttons seht, ob ihr die Sprachassistenten nutzt, zum Beispiel den von Amazon. Und natürlich verweise ich auch nochmal auf unsere Social Medias. Ihr habt ja gemerkt,
es ist mittlerweile wichtig, dass man auch nicht nur auf YouTube präsent ist, sondern auch sein Bein noch auf anderen Plattformen hat, falls einem das Bein auf YouTube einfach weggezogen wird. Deswegen, wir sind auch auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter, wir sind auf Dailymotion, wir haben den Podcast auch als reinen Audio-Stream auf den ganzen bekannten Plattformen, ja, also auch auf Spotify zum Beispiel oder iTunes oder Deezer, alles, was ihr so kennt an Möglichkeiten, wie ihr Podcasts hören könnt. Lustigerweise, da noch eine Anekdote, Podcast auf dem Amazon-Sprachassistenten ist ein Problem, weil der nicht weiß, wie QSO4U geschrieben wird. Das hatten wir ja schon mal, David, mit dem Skill. Ja, genau, das haben wir schon mal probiert zu umgehen. Aber das ist ein Problem, das ist noch nicht gelöst, wie man so einen eigenwilligen Namen, da müssen wir wahrscheinlich dann ein paar Millionen Follower haben, dass wir das irgendwann mal gelöst bekommen. Aber aktuell ist es einfach unlösbar. Das heißt, ihr müsst halt über irgendwelche Smartphone-Apps den Podcast hören und dann über die App den Podcast auf den Speaker bekommen, was ja auch geht, zum Beispiel bei Spotify. Wenn ihr Spotify auf dem Echo eingebunden habt, dann könnt ihr ja den Audio-Stream vom Handy auf den Speaker bringen. Aber direkt über Sprachkommando ist es wegen dem Namen einfach schwierig, weil dann wird halt immer noch QSO4U wird halt einfach falsch übersetzt. Es funktioniert einfach nicht. Gut, in dem Sinne. Dazu auch noch vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte mal einen Prof, der sich mit hier Sprachsynthetisierung bzw. Sprachtranskripten auseinandergesetzt hat. Der hat gemeint, das ist absolut, absolut schlimm zu programmieren und schlimm, sich praktisch damit zu beschäftigen. Weil es hat immer funktioniert, bis sie dann mal ein paar Leute hatten. Und wenn sie einen absoluten Härtetest machen wollen, haben sie sich einfach einen Pfälzer oder einen Oberpfälzer oder einen Dyer geholt. Und ja, dann ist das Programm meistens kollabiert. Ja, also das QSO4U habe ich tatsächlich versucht zu umgehen, habe dann wirklich Q, also wie das Tier, dann das S als ES. Ja. Und also es war ganz krude. Es hat mal funktioniert, mal nicht, aber das ist halt nichts, wo wir sagen, okay, das können wir euch rausgeben, weil. Loslassen, ja. Oh, da kriegst du die Krise, musst du 20 Mal die Eingabe starten, dann kannst du auch über Spotify oder so weiter streamen. Also. So ist es genau. Und vor allem, ich denke halt, es ist auch komfortabler, wenn man es dann auf dem Smartphone hat. Dann kann man zum Beispiel vom Haus aufs Auto wechseln, kann da den Podcast weiterhören. Was ja viele auch machen, was ich auch gut finde, dass man einfach Podcast kann ja überall stattfinden, theoretisch. In freier Wildbahn, irgendwo im Auto, im Zug, im Bus, whatever. Das ist einfach eine feine Sache und deswegen soll die Leute das auch mobil nutzen. Deswegen würde ich das auch nie exklusiv nur auf eine Plattform hauen, wie es ja manche machen. Mhm. Das regt mich so auf bei manchen Podcasts, die es dann nur auf iTunes gibt, nur auf Spotify oder nur auf Soundcloud oder whatever. Sondern also bei uns gibt es halt wirklich überall, wo möglich ist. Ihr könnt auch den RSS-Feed in euren eigenen Podfetcher einbinden und könnt zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwo einen Dienst seht, der unseren Podcast noch nicht hat, könnt ihr zum Beispiel auch die URL einsenden, dass die das in ihren Index aufnehmen. Also wenn ihr da noch was findet, aber wir haben, glaube ich, mittlerweile alles abgedeckt. Wir sind auch bei radio.de, wir sind bei TuneIn sind wir auch mit drin. Also ja, also ist es schwer, an den Podcast irgendwie vorbeizugehen. Gut, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt uns gewogen. Bis dann, Servus. Servus. Also ich bin eigentlich soweit. Die Folge ist jetzt. Wir nehmen jetzt die 44er auf, ne? Ja, ich meine, du solltest vielleicht auch mal dein Bild in Bild rausnehmen, David. Was soll das nicht so bleiben? Nee, wäre ganz gut, wenn das einigermaßen clean wäre.
clean? Willst du sagen, ich habe nicht geduscht oder was? Das weiß ich nicht. Wir sind Informatiker, wir sind doch eh alle ungeduscht. Hey, ich habe heute Nacht geduscht. Ja. 5 Uhr heimgekommen, erstmal gut, weil ich so nach Rauch gestunken habe. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. So. Ich hab mich heute früh ausgeduscht, weil trocken kann ich mir den Kopf nicht rasieren. Das sehe ich dann aus wie ein Stachelschwein. Ups. Das Interessante ist jetzt, bei mir verschwinden hier jetzt ständig die Bilder und kommen wieder. Auf Management läuft es aber jetzt. Also ja, solange es auf dem Management läuft. Wenn jetzt bei unser einem das kurz weg ist, draufgeschissen, ja, wir wissen ja, das läuft. Draufgeschissen! Ja. Wie der Münchner sagt. Aber weil ich es gerade noch vom Kopf rasieren hatte, ich habe mal eine Zeit lang versucht, mit dem normalen Nassrasierer fürs Gesicht zu machen. Das ist keine gute Idee, ey. Da habe ich mich manchmal fast skalpiert, ey. Das ist äußerst unangenehm. Das kann man vorstellen. Ach ja, Umfrage der Woche. Wartet mal, da haben wir ja noch so ein paar Sachen, die könnte man vielleicht mit rein dengeln. Dengel, dengel, dengel. Also. Sollen wir noch ein bisschen Schleichwerbung reinbringen? Dieser Stream wird Ihnen gesponsert von Leitungswasser. Leitungswasser. Das beste Wasser aller Zeiten. Jetzt kommt hier noch Services, haben wir ja oben links, dann haben wir da Accurate 3D. Müsste Nico da noch irgendwas haben mit Shot Elektrotechnik und dann. Soll ich es rausnehmen oder soll ich es drin lassen? Das stört doch nicht. Ja, mir ist es wurscht. Wir den ist doch dein Büro, von, da kann von, doch hängen, was du möchtest. Stimmt, das hängt da, das physisch, ja, das weiß nur keiner. Von Mainfranken Leitungswasser enthält 120% des täglichen Bedarfs an Kalk. An Kalk oder an Kack? Kalk. Also das ist, ja. Das ist hier in der Mainschleife, ich weiß nicht, also wie gesagt, Würzburg ist da, weil Maxi da wohnt. Und Bad Kissingen, wo die Tamma wohnt, also da kriegst du praktisch flüssiges Kalk aus der Leitung. Zum Zapfen. Geil. Ja, das ist bei meiner Tante auch 70% Kalk und 30% Wasser in München. Das ist, wo die wohnt, das ist schon heftig. Also, ja, München ist brutal. Ich habe jetzt auch Probleme mit meinem Kaffeeautomaten. Die eine Düse, da kommt irgendwie fast nichts mehr raus. Das ist... Wasserfilter. Ja, sonst kannst du die Flora nicht saufen. Ja, da muss ich mal gucken, was ich mache. Ich kann den nicht 30 Mal in der Woche entkalken. Irgendwann sind die Schläuche durch. Ja gut, wie so, ich mach mir eh meistens pour over, also von daher ist es dann eh wurscht. Also. Ja. So, ich würde sagen, dann mache ich halt die Umfrage der Woche. Der Tobi kann ja die Zuschauerfragen machen, wenn er möchte. Ich habe noch einen Link. Das kann ich gern machen, dann mache ich wieder die Zuschauerfragen, die habe ich bisher immer gemacht, dann... Genau, dann bist du der Fragenbeauftragte. Der zynistische Misanthrop, der eigentlich nichts mit Leuten zu tun hat. Genau. Was? Ja. Ach ja. Oh Gott. Ich habe mir neulich so gedacht, irgendwie brauchen wir mal wieder eine Folge auch mit Felix. Irgendwie, ich brauche jemanden, der mal so wieder so irgendwie... Wir sind zu viel einer Meinung, habe ich festgestellt. Das muss einfach... Du willst, dass wir uns die Köpfe einschlagen, oder? Das ist mir alles zu... Hast du einen Link, oder... Ich habe das in das Zeug mit... Ja, rein. Weil ich... Dann, na gut, muss ich ein bisschen zoomen, weil das... Ich habe es gerade vergrößert, aber es lädt noch. Jetzt hast du... Hä, wieso ist das jetzt? Moment. Microsoft halt. Wahrscheinlich auch irgend so ein Elektron-Scheiß. Habe ich es denn nicht heute richtig gelesen, dass diese Google Suite jetzt kostenpflichtig wird? Die Google Suite war doch schon immer kostenpflichtig. Oder meinst du jetzt für Privatkunden? Nee, für privat konnte man das doch immer so nutzen online. Ich meine, dass das jetzt, habe auch heute gelesen, dass es das jetzt auch kostenpflichtig wird. Vielleicht haben wir es im nächsten Tech Talk, ist mir nur gerade noch eingefallen, aber. Ja, das können wir im nächsten irgendwie mit rein. Ja. Wenn du was findest, das wäre mal interessant. Gut, dann würde ich sagen, jeder startet noch Audacity, Safety genau. First. Wenn Bild nicht so funktioniert, dann es ist echt Wahnsinn, was ich hier alles offen habe. Ich blicke schon fast immer durch. Ich brauche bald ein Navi bei mir auf dem Desktop hier. Das ist ja... Das ist echt nicht mehr normal. Wenn möglich, bitte wenden.
Es ist. Das Navi programmiere ich dir dann, das sagt dann bei jeder Gelegenheit, wenn möglich. Bitte kann man, ganz kurze Frage, kann man eigentlich bei dem Management-Server, der ja im Stream auch zu sehen ist, oben links, der aufnimmt, kann man dem nicht ein Profilbild des Cruise of You-Logo geben oder so, dann ist das nicht ganz so leer ausschaut? Das kann ich doch in der Post-Pro, kann ich doch da was reinbasteln. Ach, stimmt, ja. Ja, David, Schande über dein Haupt. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal so ein Bildschirm hier noch einblenden, wo wir Sachen zeigen können. Ja. Also wenn wir über so irgendwas ein Einspieler. Sprechen. Ja, oder halt den Artikel, über den wir gerade reden oder irgendwie sowas, dass man halt einfach da was macht. Ja, also wenn Georg mal wieder kommt, dann wäre er da ja zu sehen, aber so. David ist offline, okay. Ich teste nur ganz kurz, so. Dass wenn ich mal kurz Näschen pudern will. Ach so, ja. Dass hier dann einfach nur offline so steht. So hätte ich das auch genannt an deiner Stelle. Was sonst? Ja. Erstmal eine Line ziehen. Moment! Wenn dann der Ton noch an ist, das wäre natürlich auch. Wie man es halt in München so macht. Weil, ne? Genau. Die Schickeria. Schick. Frankfurt nimmst du eher so Krokodil oder Heroin? Stell mal vor, mitten im Tech Talk auf einmal so mit der Spritze. Witzigerweise könnte ich das demnächst machen, weil ich habe halt Einwegspritze für Medikamente bei mir. Aber die kann ich mir in den Arm geben, die muss ich mir im Bauch oder in den Oberschenkel hauen. Das wäre schon heftig. So, anyway. Audacity ist bei mir offen. Wie sieht es bei euch aus? Bei mir Jawohl. Auch. Und der Finger ist Moment. Am Abzug. Moment, ich lege den Müssen Finger auch auf den Abzug. Vorbesprechen? Nee. Machen wir einen Teaser oder? Oder einen Taser? Ala, warum ich mein Flugzeug nicht abstürzen lassen sollte? Nein, keine Ahnung. Dann machen wir einfach Flugzeug abstürzen. Ja gut, den Taser sagt, hat auch immer mit der Steffen gesprochen. Ja, aber da muss ich mir auch erstmal was überlegen. Also von daher. Ja, das ist ja dann nicht unser Problem, Steffen. Ja. Naja, ist gut. Ja, das gutes DNS-Thema. Was könnte man. YouTube-Like-Button? Ja, aber zweimal YouTube. Dann würde ich das mit dem Absturz nehmen und dann würde ich sagen, hier mit der. Mit den Fotos in den Cloud-Diensten. Ja, und warum ihr aufpassen müsst, was ihr fotografieren sollt. Oder was ja, genau so. Aufpassen so solltet, was ihr fotografiert. Heute ist sowieso sehr viel Freestyle, habe ich das Gefühl. Also komisch, nachdem die Management vor allem schon tot ist. Ja, das ist. Wir werden es hinkriegen irgendwie. Freestyle ist immer gut. Es soll ja Entertainment für unsere Zuschauer sein. Eben. Aber ich freue mich schon mal, dass Jitsi jetzt läuft. Also das ist am besten nicht mehr anfassen, das Ding. Auch nicht mehr updaten. Einfach so laufen lassen, das Ding. Weil sonst... okay. Seid ihr ready? So, Moment. Ich, Audacity. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Interface passt auch. Schließe ich noch das Setup. So, Audacity kann ich, ja. Oder warte ganz kurz, wo speichert er das hin? Na, ist egal. Okay, passt bei mir. Das, wo das hinspeichert, kannst du eh noch beim Export. Ja. Nee, passt, also ich bin soweit. Naja, dann starten wir doch rein. Dann gehen wir rein, würde ich sagen. Also, Aufnahme in 3, 2, 1. Würde ich sagen, machen wir kurzes Päuschen, oder? Jawohl. Jo. Und dann sind wir ja fast fertig. Aufnahmen lassen weiterlaufen, ne? Wir lassen einfach laufen. By the way, weil du eben noch sagst, 48 Stunden Stream von Justin, hast du die Stelle mitbekommen, wo der eine Flammenwerfer angefangen hat zu brennen? Nee, habe ich nicht bekommen. Das ist in dem, ich muss mal raus, wie ich es finde. Auf jeden Fall, der eine DJ, gerade übel in Hockey, war auch eines der besten Sets, fand ich. Und auf einmal rennt halt so einer von vorne an der Bühne vorbei nach hinten, packt sich halt irgendwie einen Feuerlöscher und rennt halt vor, weil die halt kurz vorher noch ordentlich abgefeiert haben mit dem Flamethrower und der hat dann einfach selber einfach gefackelt. Das ist scheiße. So alles live halt so, ja. Ja, wenn die Pyro mal richtig abgeht. Genau. Ja, das ist, ich sag mal so, ich bin ja kein großer Fan von elektronischer Musik, aber da waren einige Sets dabei, die waren schon wirklich geil. Also habe ich auch mal reingehört und geguckt. Ich meine, Silvester war ja nicht viel los jetzt. Ja gut, ich hab's mit Kumpels verbracht, also von daher. Ja, und nachdem wir ja auch... Ja, wir haben dann alkoholfreien Sekt aus Keramiktassen getrunken, weil
Die Person, bei der ich war, wir hatten dann keine Sektflöten und keine wirklichen Gläser. Und das war dann eh so, weil wir trinken alle kein Alkohol, die dann waren. Ja. Und dann so, ja, ihr Kumpel hat alkoholfreien Sekt mitgebracht. Und so, ja, hast du Sektflöten? Nö. Ja, komm, dann mach mal richtig Ghetto, und haben die Kaffeepötte rausgezerrt und haben... Ja, Kaffee an Silvester ist natürlich auch ein Konzept, was man... Ja gut, das haben wir dann alle gemacht, weil bei der habe ich auch mal fast die... Oder da, die hat nur eine Espressomaschine. Und ich weiß gar nicht, ob sie in dem Moment Kaffeepulver da hätte, weil die hat anders so dreckslöslichen Kaffee. Und, Muckefuck. Und auf jeden Fall ihr Espressomaschine, die hat das Problem, dass du die nach dem Betrieb nicht entlüften kannst. Heißt, also du haust den Espresso raus und du hast dann im Tank halt noch den Druckhitze von dem verschraubten Tank. Normalerweise kannst du ja bei den meisten Espressomaschinen mit einem Zurückdrehen zum Aufschäumen, dass du da die Luft da rauslassen kannst. Geht ja aber bei der nicht, weil das auch so eine Second-Hand-Maschine irgendwie aus so einem Ärztewartezimmer oder sowas war. Ja. Und ja, da musst du ein bisschen aufpassen, weil stehe ich eigentlich ein bisschen auf die Hände an die Haut an meinen Händen, weil wenn du es dann aufdrehst, so Dampfverbrühungen habe ich keinen großen Bock drauf. Und B, haben wir das Ding auch mal verwendet, und das Ding hat auch keinen Indikator, wann der Druck hoch genug ist. Es heißt, du musst halt auf den Maschinengeist dieses Geräts vertrauen, dass er dir nicht unten den Korb rausdrückt. Ja gut, das ist... Und wie auch schon ein weiser Technik-YouTuber, AVE, also Arduino vs. Evil, gesagt hat, you don't fuck with pressure vessels. ja, habe ich vor solchen Geräten immer einen ziemlichen Respekt. Ja, ja, das ist... ja, also ich... muss ja sagen, das war dieses Jahr trotzdem sehr entspannt, Silvester. Aber ja, es war bei uns entspannt, wir waren zu fit. Ja. Wir haben dann Kartenspiel und Zeug. Ja, war nett. Kann man machen. Steffen, ich hab dir gerade mal die Stelle geschickt. Sehr schön. Ach, das ist doch der mit der Dosenbierwerfmaschine, ja, oder? Genau. Ich habe da reingeguckt, aber ich habe das nicht komplett gesehen. Du musst mal schauen, genau an der Stelle, und dann vorne links auf dem Flamethrower schauen. Ja. Der dann auf einmal zwischendrin, wenn das Ding ausgeht, einfach weiter brennt. Der brennt einfach weiter, ja. Und dann siehst du jetzt gleich, wie der eine, die vorbei rennt, hinter, holt sich einen Feuerlöscher. Ja. Und er so, hä, was ist jetzt los? Ja, der guckt auch sehr... Ja. Ja gut, wenn der Feuerlöscher halt auf der anderen Seite vom Becken ist. Das habe ich mir auch gedacht, das ist vielleicht nicht so klug. Ich hätte den halt zwischen... Ja, oder und einfach dann, mehr. Aber ich war ja so ein bisschen, oder wir mit Kurso for You Services waren ja technischer Berater auch ein bisschen gewesen mit. Mhm. Und habe ich gemeint, also beim nächsten Stream würde ich mal gerne auch eine Werbung mit da vielleicht buchen. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Weil die sind erstens mal nicht so teuer und zweitens mal... Ist unterstützenswert einfach. Ist echt unterstützenswert, was die da treiben. Ja. Und das war schon... Ja, und dann vor allem haben sie halt dann natürlich die Kamera nur auf das DJ-Pult dann erstmal gerichtet, weil der am Löschen war. Genau, ja. Und das Ding vielleicht auch gequalmt hat. Ich wollte gerade sagen, du weißt halt, dass es erst richtig gefährlich wird, wenn dann im Auge, also aus dem Off der Feuerschein hochkommt. Ja, genau. Aber weißt du, was geil auch hätte passieren können, aber da hatten die wahrscheinlich schon vorgesorgt, dass die Brandmeldezentrale losgeht. Ja, ich denke, es wird, weil bei denen die so rausheizt da. Aber was ich so geil fand, wo am Anfang die Maschine so einen Dosenwerfen aufstellt und dann meint er noch so, ja, wenn das schief geht, nicht, dass es in den Bildschirm fliegt, und dann so haarscharf am Bildschirm vorbei und dann er so, okay, ich lass das mal, sonst köpfen mich die Techniker hier noch. Ja, also da stand, ich erinnere mich da nur an gewisse Basketball-Events, Steffen. Ja, oh ja, da stand, ich meine, Tobi, das war in der Therme, war das auch, ich weiß nicht, den Link, den schicke ich auch mal, ja, Tobi. Ja, stimmt, sorry. Da hatten die ultra was aufgebaut. Schon fett. Und also die Technik allein einige tausend Euro, also das ist heftig. Ich meine, allein wenn du siehst, was diese beleuchteten Moving Heads heißen ja, glaube ich, ne? Ja, genau. Teile, was da einer kostet von denen, wie viel da hängen. Die Traverse, das Ganze, diese LED-Leinwand, die kostet ja auch ein paar tausend Euro.
meine, du weißt es ja als ehemaliger Veranstaltungstechniker besser als ich, was ja. solche Teile kosten. Ja, ich meine, klar, ich glaube, das gehört ja nicht alles mit Justin, ist vieles dazu gemietet, so, aber auch das Mieten ist echt teuer. Es waren ja viele Veranstaltungstechniker, die waren ja Sponsor auch von dem ganzen ja. Ding. So, also er hat von den Sachen am wenigsten mieten müssen. Und der Joris, der, das ist ja einer der von den 48 Hours, also Justin und Joris, und der hat, den sein Vater hat eine Veranstaltungstechnikfirma ja. in Braunschweig. Und von der Firma ist das meiste gekommen. Ja. Und dann haben teilweise natürlich DJs ihr eigenes Zeug noch mitgebracht. Und aber trotzdem, also das ist schon respektabel, was die da aufgebaut haben. Und ja, also bei dem nächsten größeren Event habe ich kein Problem damit, da auch mal, dass wir da auch mal was an Werbung schalten, weil das ist, glaube ich, ganz unterstützenswert. Und vor allem, es waren ja auch ziemlich viele Leute live dabei, also das war schon ja. nicht gerade ohne gewesen. Was schon krass war, ich habe das den letzten Teil vom Justin, beziehungsweise das war Justin und die Hähnchenteile waren es, glaube ich, ja. dann. Alter, die habe ich, glaube ich, noch geschrieben mit dir. Die ja. sind ja so eskaliert am Ende nochmal. Ja, ja. Und der Justin war einfach richtig fertig. Naja gut, aber sind Klar. wir mal ehrlich, wenn du sowas veranstaltest, dann kannst du nicht ruhig schlafen. Also Nein. auch wenn du dich mal eine Stunde hinlegst das oder so. Das ist kein Schlafen. Das ist kein wirklicher Schlaf, und wenn du dann halt so einen Stream 48 Stunden durchmachst, das ist schon heftig. Also ja. Hat da jemand Amphetamin erwähnt? Ja, ich glaube, der braucht noch einen klaren Kopf, dass er da noch als ja, Veranstalter... Ja, in geringen Dosen. Der ist es haben ja so wahrscheinlich so manche Großvater, wenn, das, ja, wenn du Deutscher bist. Er ist, das hatten wir auch im Stream gesehen, dann ab und zu mal draußen ins kalte Becken gesprungen von der Therme, um sich da wieder frisch zu machen, um da wieder einen halbwegs klaren... Ja, nee, klar, das, wenn du da 48 Stunden juckelst, da... Das ist schon... Naja, das ist echt respektabel, was die da gemacht haben, ja. muss man wirklich sagen. Und vor allem sind halt auch Leute, die halt sagen, ja klar, ist Corona im Moment scheiße, aber da muss man halt dann irgendwas draus machen. Ja, klar. Und das haben die eben gemacht. Und ja. Was mich gewundert hat, ist, die haben, wo wir waren, relativ viel Böller. Oh ja. Also geböllert, also wenige, also na gut, wir waren eh alle draußen, weil es war uns dann auch zu kalt, beziehungsweise die hohen Dachgeschosswohnung, da hätten wir dann nochmal 3 Stockwerke runter und raus. Und auf dem Balkon war es uns dann zu blöd. Ja. Und hast halt nur die Schläge gehört, und ich weiß nicht, ob das einfach nur durch die Gassen war. Dass das halt so scheiße laut war, aber da haben wir auch gedacht, so. Da also, mein Kollege, der war bei seiner Familie in Chemnitz, und er hat gemeint, die haben einen Tag vorher Chemnitz. Und einen Tag nachher war der Kriegszustand. Ja, also, er hat gesagt, die haben geballert vom anderen Stern. Ja, genau. Nee, er hat gemeint, bei ihm ums Eck hatte auch einer so eine riesen Batterie gekauft, die fast 3/4 Stunde durchgeschossen hat. Und er hat gesagt, das war halt nicht so, was wurde jetzt, das ist halt nicht so nach so. 0815 Feuerwerk aus. Ich meine, es war schon echt böse. Nicht Funkenzauber, sondern, keine Ahnung, Ostfront. Ja. Aber das ist eigentlich, im Osten sind die da eh total ballerballer. Also. Die sind da sehr, die haben da andere Ansichten. Das ist für die schon so Menschenrecht. Da kommst du schneller nach Polen. Da braucht schon alle 10 Finger. Ja. So, ich werde mir jetzt noch schnell was zu trinken holen und dann bin ich gleich wieder da. Ja, was ist das? Tja, Justin. Ja gut, ich habe gerade einen Ton aus, deswegen höre ich es gerade nicht. Ja, ich habe gerade nochmal reingeklickt. Ist auch so geil, der Top-Spender Jose Göbbel. Da fehlt nur noch ein Buchstabe. Ja, was hast du denn erwartet? Das ist das Internet. Ja. Wenn du nicht in einem Livestream mindestens einen Nazi-Witz und anzüglichen Inhalt hast, hast du... War es kein Livestream, ja genau. War es kein Livestream. Oh. Mensch, da fangen wir schon um 16 Uhr an und dann wird es trotzdem 22 Uhr bald. Ja, du weißt so, wie es ist. Das war aber halt auch, weil wir halt den Server genuckt haben. Genau. Killswitch am Server. Wir können ja jetzt nochmal durchziehen. Die Themen, die jetzt kommen, sind ja eigentlich eh schnell gefrühstückt, wenn wir uns nicht ewig verquatschen. Ja, genau. Also von daher, ich meine, Activision, ja. Mit dem Blitzer dran.
dann der Steffen mit seinem Wechselfrust. Kurze Frage dazu, hat O2 dir eigentlich mal genau gesagt, wo ihre Limits sind am Datenverbrauch, weshalb sie dich gekündigt haben? Nö, das ist einfach scheinbar aufgefallen. Was hast du denn durchgeballert im Monat? Ja, so um die 30 Terabyte, so um den Dreh rum. Im Monat? Ja. Okay. Weil ich dachte jetzt gerade so, okay, weil ich habe jetzt momentan so 500 bis 700 Gigabyte, das ist ja okay, aber ja, ein bisschen mehr. Alles klar. 30 Terabyte. Ja. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Und du wunderst dich. Ja, okay, ist ein Business-Vertrag, aber wahrscheinlich sehen die es eher so als Small Business. Ja, ne, ich hab halt von unseren Kursen. Du sagst es so trocken. Wie schon gesagt, Steffen, es steht auch bei so ID-Angeboten immer extra drunter. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Wenn das der haushaltsübliche Menge ist bei ihm. Naja, ich hab halt teilweise. Na gut, es ist großen Haushalt. Das ist genauso, wenn ich Kaffee kaufe, ne? Ich habe halt die Replikation von unserem Backup, die lief halt auch hier rein und es ist halt mittlerweile ein bisschen. Das war mehr Download mehr als Upload. Ja. Weil 30 Terabyte Upload, dann nee, bist du. Das kriegt man das ja mit der Bandbreite gar nicht. Nee, ja, aber gut, aber da schicken sie dir wahrscheinlich dann auch irgendwie die. Wollen sie dich über Festplatten vom RZ sich zuschicken lassen? Ja, genau. Die Kniescheibenknechte schicken sie dann vorbei. Alter. Ja, es war ein bisschen zu viel Traffic für den Anbieter. Also es war scheinbar ein bisschen viel. Aber ja, gut, dass die Leitung glüht. Was ist Ihr Kleingeschäft? Download-Uploads? Aha. Ja. Nee, aber jetzt mit der Telekom hoffe ich, dass ich da einen guten Bandbreitenpartner habe, der da. Ja, hast du denn schon mal so die Bandbreite auch bei der Telekom befeuert? Ja. Und das war kein Problem. Problem. Nee, okay. Das doch, lief ja noch. Eine ganze Zeit lang. Mach das mal über Starlink. Ich glaube, da kommt Elon Musk persönlich nach Ebersdorf gefahren. Der lässt einfach so eine wiedereintretbare Rakete, ja, genau. Wenn er bei dir drüber abgeworfen. Der weiß ja, wo der Satellit steht oder eben, die Schüssel. Du wirst dann orbital geschlagen. Da gibt es keinen Tesla mehr für den Steffen. Ja doch, der lässt das Cabrio, das er damals in. Ach so, den Roadster, ja genau. Lässt er auf, wieder abstürzen. Ja. Als kontrollierten Wiedereintritt, als wieder das Orbitalschlag. Kontrollierter Wiedereintritt, ja, auf Steffens Dach. Ja, ich glaube, also mit einem Starlink, du kriegst zwar hier über Starlink gute Bandbreite, aber so viel kriegst du nicht durch. Also du kriegst schon. Musst du deine Versicherung erstmal erklären, ihr Gebäude wurde von Elon Musk georbitalschlagt. Ja. Orbitalbombardement, wie bei Halo früher. Ja, klar. Wie ja, gesagt, das funktioniert ja. Du brauchst halt nur einen hart genugen Schrott. Also von daher, das Zeug darf halt nicht schnell genug verglühen. Genau. Also 50 Mbit kriegst du wirklich bei uns auch im Dorf über Starlink durch. Also so ein VDSL-Anschluss. Also du hast ja eins bestellt gehabt, ne? Das habe ich noch da. Das habe ich noch nicht gekündigt. Also okay, das läuft im Moment als Backup-DSL-Leitung. Und ja, das, also muss man wirklich sagen, da muss ich auch noch mal ein bisschen videotechnisch was machen, fällt mir auf. Aber das ist wirklich eine feine Sache. Also da, ja. Adam hat ja auch eins, der hat ja auch schon mal von einem Marktplatz irgendwo in der Pampa einen Stream gemacht, wo dann der irgendwie Bürgermeister die Polizei informiert hat und so weiter. Aber da steht er ja mit der Satellitenschüssel und auf dem Marktplatz und Kameras auf dem Marktplatz. Ich meine, es ist halt Skyline-TV. Ich meine, das ist halt. Das passt speziell ja zu ihm. Das ist halt ja, genauso gut, wie das mit den Ladesäulen, wo er dann halt einfach mal eine Popcornmaschine an der Ladesäule betrieben hat und so. Das ist halt Skyline-TV. Die Sache ist, die momentan würde ich wahrscheinlich auch als Bürgermeister ein bisschen komisch reagieren, wenn dann irgendwelche Gestalten bei mir auf dem Marktplatz. Ja, stimmt. Mit die IT aufnehmen wollen. Oh, der schießt irgendwas runter. Da gibt es ja so eine Compilation mit irgendwelchen Impfgegnern und Demonstranten da mit so die völlig absurde Verkleidungen und so. Das ist ja. Ah, das muss man sich einfach mal angucken von Spiegel TV. Das ist einfach von den Demos. Das ist teilweise echt zwar traurig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie lustig, was da für Leute rumlaufen. Das stimmt. Naja. Machen wir weiter, oder? Machen wir weiter. Zieh mal durch. Vielleicht kriegen wir es ja noch schnell. Zieh mal einen durch und dann geht's weiter. Gut, Aufnahmen laufen noch.
Aufnahme läuft. Aktivision. Der Ton ist hoffentlich auch, warte mal, ich guck mal gerade auf der Regie, ob der Ton... Jetzt ging es die ganze Zeit nicht. Ja, nee, ich höre euch. Alles gut. Also wunderbar, wunderbar. Also ich bin echt erstaunt, aber... in Sowjet-Russland. Ja, positive Erfahrung mit virtualisierten Servern ohne Grafikkarte. Das ist schon geil. Wenn es läuft, dann läuft's. Die andere Frage ist halt, wie gerade die CPU bei Hetzner ausschaut. Ach. Die haben schon Eiswürfel nachgeschüttet. Ja, genau, da ist schon Trockeneis nachgeschüttet. Ich wollte gerade sagen, die haben jetzt dann extra so ein Relais-Ventil mit flüssigem Stickstoff. Genau. Für die Kurs of You Server Farm. Naja, gut. Dann würde ich sagen, Tobi. Und könnt auch die Umfrage der Woche von diesmal auch wieder abstimmen. Gut, der Tobi präsentiert euch jetzt gleich die Fragen, die Zuschauerfragen, die gestellt wurden. Ja, ganz kurz, Cut, Tobi, du bist gerade irgendwie rausgeflogen oder so. Ja, jetzt ist das Bild verschoben komplett auf dem Stream. Das ist, bei mir hat sich gerade der Browser komplett zerfickt gehabt. Ist irgendwie doppelt drin. Kann jemand meinen alten rausschmeißen? Ja, hinauswerfen. Sorry fürs Dazwischengrätschen. Ja, nee, ist komplett in Ordnung, weil ich habe Acker, mir ist es gerade nämlich so ein bisschen der Arsch in die Hose gerutscht, weil ich nämlich gesehen habe, dass ihr dann plötzlich alle steif, also dass das Bild eingefroren ist. Ah. Ja. Und ja, da habe ich dann schon gedacht, nicht, dass der Server weg ist. Ah, nee, am Management liegt es jetzt auf jeden Fall nicht. Okay, dann machen wir einfach nahtlos weiter, oder? Wir machen nahtlos weiter, als wäre nichts gewesen. Und ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Ja, wenn nicht, lassen wir es drin. Schreiben wir es in Timecode rein. Ja. Zu den Fragen. Und zwar einmal von Anonymous. Bitte macht alle von Anonymous. Ja. Wir stellen immer anonym die Fragen über das Formular. Beziehungsweise, konnte man denn auch einen Namen mal dazuschreiben? Oder? Nee, also nur auf YouTube. Über das Formular ist es absichtlich okay. Anonym. Dann, 3:30. 5,5 Stunden mit Vorgeplänkel. Ja, das ist... Ich habe mir auch schon überlegt, aber das können wir nochmal in der Redaktionssitzung mal thematisieren. Wir könnten doch auch mal überlegen, ob wir nicht, wenn wir so lange aufnehmen, aus dem Podcast zwei Teile machen und den einen Teil dann immer eine Woche später veröffentlichen. Dann hätten wir regelmäßiger. Ja. Genau, dann hätten wir regelmäßiger. Ne? Ja. Ja. Also das wäre nochmal so eine Idee. Ja. Das könnte man mal versuchen, ob das funktioniert. Müsste man halt bei den Themen auch mal so ein bisschen gucken, aber das ist, dann könnte man zum Beispiel die Themen, die so ein bisschen zeitlos sind, die könnte man ja dann hinten ranhängen und sagen, okay, dann wird es halt dann eine Woche später. Ich bin immer noch begeistert, wie das beim Management-Server schon, ne? Krass, ja, oder? Das ist echt krass. Also der hat dann doch wohl ordentlich Power. Ja. Ich guck mir mal an, wie der Virtualisierungshost, der Proxmox, wie der ausgelastet ist. Töte mich. Ich schreibe gerade mit Audacity einfach direkt auf das ZFS rüber. Und das sind gerade mal... Oh Gott. Ach, du hast dein OneDrive wohl schon über Netzwerk irgendwie? Nee, ich schiebe immer erst aufs ZFS rüber und dann, weil wenn ich das jetzt irgendwie mache und der verkackt jetzt beim Exportieren, ist alles weg. Ja, das ist. Und das funktioniert sicher, also ich bin echt happy mit dem ZFS, also das ist so geil. Okay, ja gut. Ich habe mir gerade mal angeguckt, also der Virtualisierungshost ist im Moment so ausgelastet, wir nutzen von den 16 Cores, nutzen wir gerade 50% aus. Oh. Ja, aber da können wir ja noch ein bisschen drauf feuern. Wenn Leistung da ist, kann man sie auch abrufen. So. Genau, also ich meine, wir zahlen ja nicht für das, dass wir den Server zu 20% auslasten. Also von daher ich habe 100% gebucht, ich nutze 100%. Genau. Ich habe für 100% bezahlt, also her damit. Sieht mein Reifen, ich habe 8mm Profil, ich nutze 8mm Profil. Ja. Meine Sommerreifen jetzt, die sind echt, ja. Ja, siehst du, ich muss mit meinem Art demnächst mal zum Opel-Händler, aber das ist, weil da ist das Radio irgendwie in die Fritten. Mhm.
Und ich war schon bei einer Drittwerkstatt und die haben schon gemeint, also Herr Ponzel, wir wissen, woran es liegt, das Radio hat irgendein Problem mit der Satellitenantenne. Aha. Aber das können wir jetzt nicht genau nachmessen, was das ist. Da müssten wir über ihn den kompletten Autohimmel rausmachen. Oh. Und das wollen sie, so viel, das wollen sie nicht. Also wenn, ja. wenn ich denen gesagt hätte, machen sie es, hätten sie es gemacht. Aber... Für welchen Preis, ist die Frage. Genau. So, komm, jetzt mach hier inne. Wobei, ich muss sagen, meine Autowerkstatt, bei der ich momentan irgendwie bin, ist relativ kulant, was Preise und Zeug angeht. Boah, das ist so krass irgendwie. Ich hatte vorher den Switch, der übel laut war. Jetzt ist der Switch weg, jetzt höre ich den Server halt. Jetzt nervt der Server mich, aber der leiser, das kann ich ja nicht mehr machen. Luxusprobleme. Ja. Also ich glaube, die Folge mit dem Heimnetzwerk, ich glaube, da werden Leute dann sagen, sag mal, was geht denn bei euch? Da werden wir uns richtig ein runterkeulen. Der kann dann der andere mit seinem IPv6 erstmal einpacken. Ja, du hast IPv6, Alter, wir haben 20 andere Sachen dafür. Ich habe 20 VLANs, Digga. Ja. Ich hab Polizei. Genau. Oh. 40 Gigabit Netzwerk, Bruder. Brudi. Scheiße, jetzt bei mir speichert Audacity jetzt nichts mehr ab. Das ist eher schlecht. Ja, du kannst halt hoffen. Ach Göttchen. Ja, Audacity ist echt lahm, was Speichern angeht. Aber gut, es sind 3 Stunden 30 an Dings, ja. Bums-Dings. Also ich möchte nicht ich wissen... Ich muss mich dann demnächst noch wieder neu in meinen Wohnsitz umwelten und mein Auto... Ich möchte nicht wissen, wie lang auch das Video-Rendering braucht. Also das wird ja auch nicht gerade... Aber Tobi, du musst nur ummelden, du musst die Kennzeichen kannst du behalten. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt ja schon gemacht, wie ich hierher bin, aber das Problem ist, die Zulassungsstelle in Schweinfurt im Hafen, also die für die Stadt, ich kann ja auch zum Landratsamt, Gott sei Dank. Schweinfurt hat einen Hafen? Ja. Mein Hafen, der Frachthafen am Main. Ach, warte mal. Schweinfurt besteht aus einer sehr dichten Innenstadt und der Rest ist Industrie. Ach, lol. Ja, krass. Wenn du Schweinfurt noch ein bisschen technologisch hochdrehst, haben wir eine Cyberpunk-Stadt. Mit gefühlt dicht besiedelten Ghetto und der Rest ist Industrie. Aber das ist ja gar nicht weit weg von Coburg. Nö. Also so gesehen. Nö, das geht schon. Ich hätte das irgendwo ganz anders auf... Also, keine Ahnung, mein geografischer Hirnteil war gerade irgendwo anders unterwegs. Wo hast denn du mich hin verortet? Ich habe keine Ahnung. Ich sag lieber nix. Nein, keine Ahnung, ich habe es irgendwie... Sachsen. Nicht auf dem Schirm gehoppt hier. Aber Suhl ist ja nicht weit von Coburg und da muss ich nochmal mit der Simme hin, also dann... Ja, Suhl ist... Vor allem, wenn sie jetzt wieder neu aufgebaut ist, dann läuft's was... Ja, Suhl ist wie weit weg von dir? Das ist nicht, ja, ich hab's gerade offen, ich schaue, aber... Also direkt an der Autobahn, da kannst du schön hin. Ich wollte gerade sagen, du gehst auf die Autobahn. Mit einem kleinen Kennzeichen auf die Autobahn, ganz gute Idee. Ja, ja, klar. Sag mal, wie lange bist du da unterwegs, wenn du mit der Simson bis hierher gurken willst? Also, sagen wir mal so, wenn ich offiziell 60 km/h fahre, dann länger. Wenn ich mal schneller fahre zwischendrin, dann... Aber da muss ich mehr tanken, das ist halt das Problem. Das wird so eine Longboard-Tour, weißt du, über mehrere Wochen dann. Was weil du gemeint hast, mit dem, wo dich gewundert hast, wo Schweinfurt liegt, was halt in Schweinfurt cool ist. Ich brauche ungefähr vielleicht mal nur 2 Stunden bis nach Frankfurt. Das ist auch nicht schlecht. Also, wir sind teilweise von der Arbeit aus, weil wir sitzen ja in Frankfurt. Oder Schweinfurt ist auch gar nicht so groß, ne? Es ist flächenmäßig nicht groß. Ich kann mal gucken, wie viele Einwohner wir haben, aber wir haben relativ viel. Weil Schweinfurt ist wahnsinnig dicht. Ja. Achso, einwohnermäßig. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Ist größer als Mannheim? Monnem.
Mannheim ist größer, flächentechnisch auf jeden Fall. Ja, ja, flächentechnisch so ist Schweinfurt klein. Ja, Mannheim war lustig, wie wir da Pauli besucht haben, Alter, was da für Gestalten rumlaufen, ey, das ist... 53.000 Einwohner. Okay, krass. Mannheim. Bisschen mehr, 53.319. Mannheim hat 300.000, ja, ist ein bisschen größer. Also Coburg hat ja auch nicht wesentlich weniger als Schweinfurt, das ist ja auch krass. Aber Coburg ist halt flächenmäßig. Ja, ja. Wo soll man es hinladen? Ja, SharePoint, wie immer da in das... Warte mal, ich muss mal gucken, aber Coburg hat, denke ich, wesentlich, hat relativ wenig, hat schon ein bisschen TikTok. OneDrive meine ich natürlich. Ja, Coburg hat mal locker 10.000 weniger. Ja, was sind 10.000? Und was halt auch ist, wenn du dir mal die Bevölkerungsdichte anguckst, ich weiß nicht, wenn du mal... Hattest du noch Mannheim offen? Ja. Bei Wikipedia steht so drin. Wir haben halt eine Bevölkerungsdichte von 1.494 Einwohner je Quadratmeter. Ja, das ist immer noch weniger als Ottobrunn, wo ich heute gewohnt habe. Ottobrunn ist die dicht besiedelste Gemeinde Deutschlands mit 4.448 Einwohnern pro Quadratmeter. Wobei, Quadratkilometer. Quadratkilometer bei uns war. Aber Schweinfurt ist relativ dicht besiedelt. Ist relativ weit oben mit dabei. Das ist halt das. Boah, krass, 500 Megabyte Audio-File. Ja, gut. Oh, leck mich um die Fritten. Nee, aber Schweinfurt ist, wie gesagt, relativ klein, weil Schweinfurt hat nämlich auch die Sache. Es ist aber, was halt da ist, Schweinfurt ist, das ist nur Schweinfurt. Schweinfurt hat kaum Vororte, die also in die Stadt mit reinzählen. Das ist halt auch wieder das, weil in Coburg und so weiter zählt ja Kottendorf und das ganze Zeug alles mit in die Stadt rein. Ja, klar. Und es hat bei Schweinfurt irgendwie was... Wenn ich mich richtig erinnere, historisch damit zu tun, dass die nie eingemeindet wurden. Mhm. Aber Schweinfurt hatte auch, also Schweinfurt gab es ja auch eine ganze Zeit lang nicht, nachdem die Alliierten ganze Arbeit geleistet haben. Ja. Naja, Arbeitskollege ist ja auch eben, also ist ja auch Schweinfurter und so, und da kriegt man auch ab und zu mal ein bisschen was mit, was bei euch da so abgeht. Man will's nicht. Ja. So. Ja, wisst ihr, das mit Skyline TV, wo du mir da geschickt hast, hat mich gewundert. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, Schweinfurt, habe ich gedacht, das könnte Tobi interessieren. Nee, nee, witzigerweise, wo das Ding angegangen ist, das ist gar nicht mal weit von mir weg. So, dann. Ich habe mich nur gewundert, was Adam in Schweinfurt macht. Gut, mich wundert bei dem sowieso, weil ich das nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Ja gut, der ist jetzt auch nicht unbedingt wie High Society unterwegs. Das ist... Ja. Das Geilste war bei Ach, wo sie geschrieben haben, gleich am Anfang so, ja, es im Park klingt aber wie an der Autobahn, ja, weil da eine zweispurige Durchfahrtsstraße direkt dahinter ist. Ja. Tobi, hast du ein Telefon in der Hand? Nee, meine Kopfhörer. Ah, okay, weil ich muss gerade so dran denken, als wir heute Nacht den Einsatz hatten. Nee, ich habe mich so drauf gelehnt gerade. Ja, wir waren nach dem Einsatz und dann kamen sie zu uns, ja, habt ihr noch Funkgerät? Und dann eins rausging, ja, habt ihr noch ein Funkgerät? Ja, noch eins. Und dann, ja, habt ihr noch ein Funkgerät? Und dann der Kollege schaut zu hinten so, nee, aber ich hätte noch ein altes Telefon und so ein uralter Hörer vom Funkgerät einfach so. Nee, die Dinger sind eigentlich ganz gut. Also wenn jemand von euch noch... drahtlose Kopfhörer sucht. Ich habe ja AirPods. Ja, ich die so schön explodieren in den Ohren. Nee, das sind, das sieht man jetzt gar nicht, das sind Bose QC. Ja, die sollen gut sein, ja, das habe ich auch schon. Ja, Jabra habe ich ja auch Over-Ear noch, aber die sind so, ja. Also auch die Huawei Earbuds, die sind auch nicht so der Hit. Nicht? Nee, die verlieren also, öfters die Verbindung. Bei den Dingern, die haben ständig Verbindung und vor allem Noise Cancelling sind die richtig gut. Ich muss sagen, bisher sind die AirPods, also ich muss sagen, ich habe die AirPods Pro von über die Firma geholt. Also, also ich würde sie mir privat nicht kaufen für das Geld, aber die sind schon gut. Wenn die Firma zahlt. Ja, also ich jetzt aufs neues Firmenhandy, ich kriege jetzt das 12er iPhone. 13er gibt es leider nicht. Es gibt entweder XR, was ich habe, aber der Akku ist so, das ist eine Sache, die stört mich wahnsinnig. Vor allem, dass die dann auch die CPUs ja runtertakten, das Ding deutlich unperformanter wird. Ich finde das super nervig. Das ist auch bei MacBook, ist das echt scheiße.
Also. Sie behaupten ja auch, also ich habe doch letztens wieder mit einem extrem Apple-Verfechter nicht so junge Transistoren altern, das ist erst schon mal das ganz Normale. Und zweitens, wenn Apple das bei Handys macht, machen die es bei solchen Geräten genauso. Die wären ja auch doof, wenn sie es nicht machen würden, weil die wollen ja auch, dass Leute neue Geräte kaufen. Ja, ja, nee, überhaupt nicht. Und sein MacBook von 2009 nutzt er im Tonstudio immer noch ohne Neustart und keine Ahnung und tralala, ist ja, ist klar. Mhm. Also. Ja. Also man kann die Geräte, das habe ich glaube ich in der Folge auch schon mal erzählt, sehr lange nutzen. Ja, vor allem die Software-Update-Versorgung ist ja auch sehr lange immer noch. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn jemand wirklich ein Gerät lange benutzen möchte, der ist bei Apple trotzdem richtig. Aber ja, man darf es nicht übertreiben. Weil also ich glaube, mein MacBook, was ich jetzt habe, das werde ich noch so lange fahren, wie es noch funktioniert, wie es noch Updates bekommt. Aber vor allem, das sind die neuen Prozessoren. Also ich möchte mir jetzt auch nicht gerade, wenn Apple damit anfängt, Prozessoren zu bauen, gleich ein MacBook kaufen mit einem neuen Prozessor von Apple, sondern dann würde ich mir wahrscheinlich eher eins kaufen, was dann ein M4 oder so drin hat und kein M1, wie es jetzt aktuell ist. Weil da gibt es trotzdem noch die ein oder andere Kinderkrankheit, auch im Hinblick auf Virtualisierung und so weiter. Ja, genau. Es ist aber scheißegal, wer es produziert hätte. Und wenn es Microsoft gebaut hätte, wäre es genauso. Das hast du ja auch bei AMD gesehen. Die ersten Ryzen-CPUs, das war ja auch nicht gerade der Burner. Aber jetzt sind sie halt. Von der Performance schon, aber von der Kompatibilität und so weiter. Aber jetzt, also ganz ehrlich, wir reden ja gerade über einen Server, der mit einem Ryzen läuft. Also von daher, das ist. So, ich muss jetzt los. Ja, ich muss jetzt auch langsam. Datei ist hochgeladen. Sehr schön. Mein Zeug ist auch hochgeladen, wenn du das findest. Also ist im. Wenn du das findest. Nee, ich hoffe, dass ich auf dem richtigen Ding hochgeladen habe, meine ich damit. Gut. Ja. Also dann. Dann. Tschaußen. Und man hört sich. Juhu.